dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und heute sind wirklich jede Menge Gäste hier vereint beim STR-Podcast. Zum einen begrüße ich den ja euch schon wohlbekannten Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Guten Abend, Lennart. Hallo, grüß dich. Dann mit dabei auch schon bekannt, vor allem aus dem Netz, Adblock Cannstatt und aber auch von STR und anderen Podcast-Auftritten, der Tim. Hallo. Hallo, guten Abend. Hallo. Und es gibt keine Sendung ohne Sebastian. Er ist auch mit dabei. Ed Butzer auf Twitter. Vertikalpass. Und ich weiß nicht, was er sonst noch alles macht. Viel Fahrradfahren, viel Joggen. Herzlich willkommen, Sebastian. Schönen guten Abend. Und es gibt noch einen Gast. Der ist jetzt nicht in der Leitung. Der kommt erst später dazu. Und zwar ist das der Marco vom Padercast. Mit dem spreche ich später noch über Philipp Clement, unsere neue Schaltzentrale, wenn man ihn so bezeichnen darf, fürs Mittelfeld. Also das wird auch noch sehr interessant, also bleibt dran. Es wird heute grundsätzlich wahrscheinlich etwas voller und etwas länger. Also von daher lehnt euch zurück, nehmt euch ein bisschen Zeit und ja, hört vor allem die Ausgabe, wenn es geht, bis spätestens 14.07. 12.59 Uhr durch. Weil ich hoffe, dass es dem einen oder anderen hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Wo wir auch schon direkt beim wahrscheinlich wichtigsten Thema heute Abend sind, nämlich die anstehende Mitgliederversammlung, die am 14.07., sprich am Sonntag, ab 13 Uhr im Neckarstadion stattfinden wird. Es gibt einige Themen, die natürlich sehr interessant sind bei so einer Mitgliederversammlung, die Entlastung vom Präsidium, aber natürlich auch die Berichte von den einzelnen Sparten, wenn man das so nennen kann. Also das ist einfach immer sehr interessant, aber so richtig Action wird es wahrscheinlich geben, wenn es darum geht, Wolfgang Dietrich entweder im Amt zu bestätigen oder abzuwählen. Und ich glaube auch, dass die Wahl zum neuen Präsidiumsmitglied, ob es Mutschler wird oder der Kollege Gass. Ich kann mir vorstellen, dass das auch noch ganz interessant wird. Also darum soll es heute im Großen und Ganzen gehen. Und loslegen möchten wir mit dem Thema VfB im Dialog. Gestern gab es mal wieder diese berüchtigte Veranstaltung des VfB Stuttgart. Diesmal konnten sich keine Mitglieder auf Plätze bewerben. Es gab, ein paar Auswahlkriterien. Man musste, glaube ich, Fanclub-Mitglied sein oder so. Aber ich kann ja mal den Tim fragen, denn der war vor Ort. Wie hast du es denn geschafft, in diese Veranstaltung zu kommen? Also tatsächlich bin ich in keinem Fanclub-Mitglied und habe dann davon erfahren, dass kurzfristig sich doch noch Mitglieder auch anmelden können. Mir wurde dann ein Link zugeschickt, der auch nicht öffentlich gemacht wurde oder so. Und über den habe ich mich dann eben mit meiner Mitgliedsnummer, mit meinem Namen angemeldet. Sollte dann auf Rückmeldung warten, nach Überprüfung meiner Daten, wo ich dann schon dachte, dass ich vielleicht abgelehnt werde. Aber habe dann die Zusage bekommen und konnte dann auch eben an der Veranstaltung teilnehmen. Waren denn viele, ganz normale Mitglieder am Start oder waren es dann doch hauptsächlich die bekannten Fanclub-Chefs, wenn man das so sagen kann? Ja, also es waren schon eher die bekannten von den Fanclubs und waren auch noch ein paar Plätze frei, also es hätten auch durchaus noch mehr Mitglieder kommen können. Ja, die Frage ist halt nur, ob es was gebracht hätte, denn allzu viele Fragen durften ja nicht gestellt werden aus dem Publikum heraus, da war dann die Angst doch relativ groß, dass da vielleicht mal ein bisschen kritischer nachgefragt wird. Da sind wir vielleicht auch gleich bei einem wichtigen Thema. Du hast auf Twitter eine sehr interessante Geschichte gepostet, denn du warst natürlich nicht nur einfach so bei der Veranstaltung VfB im Dialog, nein, du wolltest auch mit Wolfgang Dietrich so ein bisschen
ja, sprechen und ich kann mir vorstellen, hauptsächlich über das Thema Quadrex und die Verstrickungen, ja, der Familie Dietrich und inwiefern man da jetzt profitiert hat von irgendwelchen Auf- und Abstiegen und allgemein, wie da der aktuelle Stand ist. Kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen? Also es gibt ja, wie gesagt, auf Twitter schon einen tollen Thread, den ich nur jedem ans Herz legen kann, wo du das Ganze ein bisschen ausführst, aber für alle, die vielleicht nicht auf Twitter unterwegs sind, kannst du kurz erzählen, wie sich für dich die Veranstaltung gestern Abend dargestellt hat? Ja, also im Vorfeld muss man sagen, dass ziemlich viel über Anonymität hinter einem Bild verstecken oder keine Klarnamennennung mit Kritik via Social Media erwähnt wurde. Und ich war eben vor Ort und hätte dieses Vorurteil so ein bisschen entkräften können. Ich hatte kritische Fragen vorbereitet und hätte deswegen auch nicht kein Problem damit gehabt, mein Gesicht zu zeigen, meinen Namen zu nennen, zu sagen, ich bin einer, der im Internet kritisch schreibt, aber ich bin genauso einer, der sich an Veranstaltungen interessiert, der sich auch öffentlich kritisch äußert, der sich bei Veranstaltungen kritisch äußert. Und ja, mein Grundsatz ist immer so ein bisschen auf Twitter oder im Internet allgemein nur das zu schreiben, was ich dem Gegenüber auch ins Gesicht sagen würde. Und deswegen hätte ich auch damit überhaupt gar kein Problem gehabt. Leider kam es dann nicht dazu, dass ich während der Veranstaltung meine Fragen stellen durfte. Und deswegen bin ich dann nach der Veranstaltung auf Wolfgang Dietrich zugegangen und habe ihn um ein Gespräch gebeten. Und habe ihn dann mit der Frage konfrontiert, habe ihm dann nochmal erzählt, dass ich eben genauso einer bin, der im Internet kritisch sich äußert. Ich bin ein sehr kritisches Mitglied, aber dass mir wichtig ist, dass er auch weiß, dass ich ihm das auch persönlich sag und auch gern mit ihm persönlich darüber rede. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, warum er den Mitgliedern vor seiner Wahl eben verschwiegen hat, dass er bis zum 31. Dezember 2017 an anderen Vereinen profitierte. Und mir war eben wichtig, dass er nicht nur wiederholt, dass er das alles der DFL vorgelegt hat, den Gremien vorgelegt hat, sondern dass mir ging es einzig und allein um diese Verschwiegenheit vor den Mitgliedern, die ihn dann auch gewählt haben. Ja, und, super. Und dann hat er natürlich sofort wieder mit der DFL angekommen, hat gesagt, er hat alles der DFL vorgelegt, er hat alles den Gremien mit vorgelegt. Beim VfB wusste man darüber Bescheid. Das hat er ein paar Mal wiederholt und ich habe immer wieder gesagt, mir geht's nicht um die DFL, mir geht's auch nicht um die Gremien intern, mir geht's nur darum, warum sie das den Mitgliedern, die sie schlussendlich gewählt haben, verschwiegen haben. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich ihm vorwerfen würde, dass er vor seiner Wahl darauf spekuliert habe, aus anderen Vereinen Profit zu ziehen. Und dann habe ich das ganz schnell unterbunden, habe gesagt, ich möchte ihn hier gar nichts vorwerfen in dem Fall. Mir geht es eben nur darum, um diese Verschwiegenheit. Und das, dann habe ich noch hinzugefügt, dass ich glaube, dass er, hätte er diese Details offengelegt, dass er dann nicht zum Präsident gewählt worden wäre. Und daraufhin hat er dann gesagt, ja, dann brauchen wir nicht miteinander zu diskutieren. Daraufhin habe ich ihm die Hand gegeben, habe ihm in die Augen geschaut und habe gesagt, finde ich sehr schade und bin dann auch gegangen. Also mein ja, mal wieder Dialog mit Wolfgang Dietrich. Ich würde sagen, mal wieder ein tolles Beispiel für einen tollen Dialog, den Wolfgang Dietrich geführt hat und vor allen Dingen, ja, so führt man Diskussionen. Braucht man einfach nicht mehr diskutieren. Wenn du der Meinung bist, ich habe was falsch gemacht, dann brauchen wir ja eigentlich nicht mehr drüber reden. Gut, Lennart, du hast einen sehr interessanten Artikel letzte Woche veröffentlicht, Wolfgang der Profi, der eigentlich schon so ein bisschen ja das aufgezeigt hat, was Tim jetzt beschrieben hat. Ja, bist du davon überrascht, dass Wolfgang Dietrich in einem persönlichen Gespräch eigentlich eine ähnliche Taktik fährt, wenn man das so nennen kann, wie er das sonst ja auch öffentlich gerne tut? Nö, überhaupt nicht. Wobei ich ja mittlerweile sagen muss, also klar, er hat ja bei Stuttgart 21 die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ist entsprechend erfahren, solche Taktiken anzuwenden. Man merkt aber auch, dass er man hat das ja hier gemerkt, dass er im persönlichen Gespräch auch sehr schnell sehr dünnhäutig wird, weil er anscheinend immer wieder die gleiche Phrase wiederholt hat, dann eine Ausflucht sozusagen genommen hat oder den Ausweg, nämlich das, was ich auch schon beschrieben habe, dem Tim zu fragen, ob ihm was vorgeworfen hat, was er überhaupt nicht hat, und dann zu sagen, ja okay, dann brauchen wir nicht zu reden, wenn sie schon ihre Meinung haben. Also ich meine, das sind ja irgendwie so ganz bekannte Mechanismen, auch wie man versucht halt, so eine Diskussion oder so eine eindeutige Aussage
aus dem Weg zu gehen, aber nee, überraschen tut es mich überhaupt nicht, weil das ist, man hat ja auch, man hat das ja auch in der ganzen Veranstaltung gesehen, in welche Richtung das Ganze schon gedrängt wurde und wie auch die Kritiker von Wolfgang Dietrich, in welche Ecke die gestellt wurden. Das ging ja schon los mit dieser Facebook-Seite Fokus VfB und dem, was der Wolf Dietrich Erhard, der Vorsitzende des Vereinsbeirats, dann auch noch auf dieser neuen Vereins-Facebook-Seite dann geschrieben hat. Ja, also das überrascht mich beim VfB eigentlich ehrlich gesagt gar nichts mehr, gerade was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das wird schon sehr eindeutig in eine Richtung gedrückt. Ja, ich kann vielleicht kurz zu Wolf Dietrich Erhard noch was sagen. Ich habe den nach der Veranstaltung, bin ich zufälligerweise mit ihm im Aufzug gestanden und er hat mein Gespräch mit Wolfgang Dietrich nicht mitbekommen, hat mich aber gefragt, ob ich zufrieden mit der Veranstaltung gewesen war und habe ihm dann gesagt, ja, nee, eher nicht und habe ihm dann so ein paar Punkte aufgezählt und habe ihm nochmal gesagt, dass mir eben auch das mit Kritik via Social Media und Anonymität und unsachlich und die Punkte, die aufgezählt wurden, dass mir das so ein bisschen nicht passt und dass ich eben genau so einer bin und mich genau der Situation stelle. Und dann bin ich eben noch mit ihm zu seinem Auto gelaufen, wir mussten in die gleiche Richtung und dann habe ich ihm auch noch meine Kritik gegenüber diesem Post eben auf Facebook geäußert, habe ihm auch klar gesagt, dass ich gegen Beleidigungen bin, gegen Gewalt, gegen Hetze, aber dass mir das einfach nicht so gepasst hat. Und von ihm muss ich wirklich sagen, habe ich mich sehr ernst genommen gefühlt, im Gegensatz zu Wolfgang Dietrich. Und er hat meine Kritik auch angenommen und er hat sie mitgenommen und er hat auch gesagt, ich kann ihm jederzeit eine E-Mail schreiben, ich kann mich bei ihm melden und dann können wir uns auch nochmal treffen, wir können nochmal miteinander telefonieren. Also er war schon sehr dazu bemüht, dass es einen kritischen Austausch gibt, hat er auch betont, dass ein kritischer Austausch wichtig ist und dass man auch eine Meinungsverschiedenheit haben kann, aber dass es für ihn eben auch wichtig ist, dass man danach immer auseinandergeht, sich die Hand gibt, in die Augen schauen kann und vielleicht trotzdem eine Meinungsverschiedenheit hat. Und das war meine erste persönliche Erfahrung mit ihm und das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Ja, ich bin der Meinung, dass ich heute auch auf Twitter gelesen habe, dass der Ray Bucanero auch nach einer E-Mail, glaube ich, ein Telefonat mit Wolf Dietrich Erhard führen durfte über eine halbe Stunde und er hat eigentlich Ähnliches berichtet. Also es scheint so zu sein, dass Wolf Dietrich Erhard darum bemüht ist, ja, sein Job als Vereinsbeirat ja, bestmöglich auszuführen. Also er hat ja gestern auch noch eine Rede gehalten, was den Umgang unter den Mitgliedern und natürlich auch speziell mit der Führungsspitze des VfBs, mit der Mannschaft und so angeht. Das fand ich auch sehr richtig, was er da gesagt hat. Und ich denke mal, wenn man die Kritik so wie er verpackt, die war ja auch deutlich rauszuhören, dann kann man eher damit leben, als wenn es so plump rüberkommt, wie zum Beispiel bei Mutschler und auch bei Wolfgang Dietrich, also wo es dann einfach nur darum ging, dass ja im Endeffekt alle, die was zu sagen haben, sich im Internet hinter irgendwelchen Bildern verstecken und den Klarnamen nicht äußern würden, was ja auch so eine absurde Diskussion war. Sebastian, jetzt will ich dich auch mal mit ins Boot holen. Du kennst ja Wolfgang Dietrich jetzt auch schon eine Weile als VfB-Präsident. Das war aber jetzt schon nochmal eine andere Kategorie von Auftritt gestern Abend, fand ich. Hast du das eh nicht gesehen oder war das einfach? Ja, nee, ich fand, es war so ein klassischer Wolfgang Dietrich. Okay. Also, ne, der lässt sich, glaube ich, jeden Tag wirklich alle 24 Stunden die Mitgliederzahlen vorlegen, kann der dann genau sagen, wie viel nach dem Abstieg aus- und eingetreten sind und wahrscheinlich wirklich tagesaktuell. Also das muss erwähnt werden. Dann wird immer wieder erwähnt, dass das ehrenamtlich macht. Also ich finde, es war schon so diese typische Wolfgang Dietrich-Platte. Ich fand bei der Veranstaltung halt wirklich besonders, dass gleich durch die ersten zwei beiden Wortmeldungen, wie er es schon angesprochen hat, da dieses Framing halt aufgestellt wurde, dass alle, die da vorne jetzt auf der Bühne sitzen, eigentlich Opfer sind. Ne? Also Opfer der Beschuldigungen aus dem Netz vor allen Dingen und dass man die eigentlich bemitleiden muss und dass alle Fragen, die jetzt kommen, also dass man sich eigentlich schon schämen muss, diese Fragen oder kritische Fragen zu stellen. Das war für mich so das Setting, was da gesetzt wurde und das fand ich für VfB im Dialog dann schon wieder besonders, also dass die Veranstaltung ihren Namen eigentlich nicht verdient, weil kein Dialog entsteht. Es sind halt selektierte Fragen, auf die sich die Personen, die sie beantworten, vorbereiten konnten und es sind keine Nachfragen möglich und deswegen entsteht ja auch kein echter Dialog, sondern es werden halt ausgewählte Fragen abgearbeitet aus dem Publikum. Gab es so gut wie keine Fragen. Und insofern fand ich die Sendung oder das Format dann schon ein bisschen besonders halt durch dieses Opfergehabe, aber zu Wolfgang Dietrich fand, das war ganz, ganz, ganz klassischer Auftritt von ihm.
Was? Vielleicht du mal ganz kurz zum Thema Framing, wenn ich da einhaken darf. Gerne. Also ich finde das, also ich habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das geht ja alles in die Richtung anonyme Hetze aus dem Internet. Das zielt ja alles auf diese Debatte ab, um die rechte Schadenfreude, um die rechten Jubelstürme quasi im Internet wegen der Ermordung von Walter Lübcke. Also darauf zielt ja diese ganzen Redebeiträge auch abgezielt, auch wenn man natürlich, auch wenn es natürlich immer richtig ist, darauf hinzuweisen, dass Hetze und Hassreden falsch sind. Aber das nochmal in diesen, also auch diese beiden Redebeiträge von den Mitgliedern, das wird ja ganz gezielt versucht, die Kritik von Wolfgang Dietrich in diesen Kontext zu stellen, weil das momentan halt immer das große Thema in der Gesellschaft ist. Und das finde ich wirklich bedenklich, dass man da versucht, eine gesellschaftliche Stimmung mit aufzunehmen, sagen, guck mal hier geht es genauso wie bei den Rechten und Wolfgang Dietrich ist quasi genauso am dran wie ein ermordeter Mensch und das geht halt nicht. Ja, vor allem, genau, ich meine, man muss ja nochmal klar differenzieren. Natürlich gibt's Beiträge im Netz unter dem Deckmantel Anonymität, die sind dann sogar justiziabel, da wird beleidigt und gedroht und ganz egal, ob jetzt der Verfasser das so meint oder nicht, das geht halt einfach nicht und das darf nicht passieren und sowas sollte es nicht geben. Aber natürlich darf man auch die ganze Kritik nicht auf diese vielleicht 10% oder noch weniger reduzieren, weil es gibt daneben natürlich noch ganz, ganz viele andere sinnvolle Beiträge, und die darf man halt dann einfach nicht so vom Tisch wischen und mit diesen wenigen Negativbeispielen diskreditieren. Und genau das wird versucht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ganz bewusst geschieht oder ob einfach auch die Generation Dietrich oder er hat auch vielleicht ein bisschen mit dem Medium überfordert ist. Also das klingt jetzt blöd, aber natürlich wurden früher solche Sachen am Stammtisch irgendwie diskutiert und dann hat es halt ein ganz kleiner Personenkreis mitbekommen und jetzt wird es halt öffentlich diskutiert im Netz und schlägt dann halt relativ große Wellen. Und wenn dann halt ein Wolfgang Dietrich am Abend halt in der Plauderstunde da beim Backnanger Blättle sitzt und den Rekordeinkauf Maffeo kommt in Schutt und Asche redet, dann hat das früher halt keine Sau mitbekommen und jetzt steht es halt im nächsten Tag halt überall und der Spieler hat halt einfach an Wert verloren und ich glaube, damit kommen die halt echt noch nicht zurecht und sind da dann noch ein Stück weit überfordert. Ja, ich habe Wolf-Dietrich Erhardt auch dafür kritisiert, dass eben nur 2-3 Beispiele, Negativbeispiele aufgegriffen wurde und dann so ein ewig langer Text verfasst wurde und dass eben von den anderen, die sachlich und die halt auch wirklich standfeste Kritikpunkte haben, dass auf die gar nicht eingegangen wurde. Und also auf mich hat er wirklich so gewirkt, als würde er das mitnehmen, aber auch gerade zu dieser Thematik mit Verwendung von Medien, Social Media, hat er zum Beispiel zu mir gesagt, er hat nur Facebook und kein Twitter zum Beispiel. Als ich ihm gesagt habe, wer ich auf Twitter bin und wie, ja, um einfach die Transparenz zu schaffen, um ihm zu sagen, wer ich bin und was ich mache. Ja, die Frage ist natürlich auch immer, nach was sucht man im Internet? Also du findest natürlich die Beiträge, die diffamierend sind und Sebastian, du hast ja gerade schon richtig gesagt, wo es dann einfach über dem Akzeptablen hinausgeht. Aber gleichzeitig finde ich es natürlich dann auch schwierig, wenn der Präsident mit so Sachen um die Ecke kommt, wie dass er von Seiten der Ultras ins Fadenkreuz gestellt wird, ja, wobei eigentlich jeder, es geht hier um den Spalter, Banner Stempel. Oder Stempel. Genau. Ne? Kein Fadenkreuz, es ist einfach ein Stempel. Und auch das, man kann es noch so oft schreiben und sagen, es ist halt schlichtweg kein Fadenkreuz. Ja, aber das erkennt ja jeder. Das ist ja jetzt nicht, das ist ja nicht ein Wahrnehmungsproblem, sondern was er damit machen möchte, ist, dass die Leute, die sich vielleicht gar nicht so sehr damit beschäftigt haben, ja, mit diesem Spalterbild, und das dann vielleicht nochmal ganz kurz vorm geistigen Auge hervorrufen können, dann mag das sein, dass der eine oder andere sagt, ja stimmt, das war ja ein Fadenkreuz, weil du dich nicht mehr genau dran erinnern kannst, aber jeder, der das Bild sieht, erkennt sofort, nein, es ist kein Fadenkreuz. Ja, also das ist ja auch genau was, das passiert geht's. Ja nicht zufällig. Also das ist ja, das ist glaube ich, hier ganz bewusst eingesetzt worden, um auch wieder Leute zu täuschen. Und das ist das, was mich dann auch so zur Weißglut bringt. Ich musste gestern wirklich, ab dem Moment, als Dietrich losgelegt hat, es war übrigens der mit den längsten Antworten, weil ich habe mir jede Antwort, habe ich mir rausgeschnitten, von allen Beteiligten. Und es war immer nur Dietrich, der 5 Minuten lang geredet hat. Und am Ende war, also
der Informationsgehalt der geringste von allen. Also, ja. Herr Mislintat hat da am meisten abgeliefert, wenn man das so sagen kann. Hat man gut gemerkt, wie man viel in wenig Minuten packen kann, und bei Dietrich genau das Gegenteil. Ja, aber was ich, wie gesagt, nochmal zu sprechen kommen wollte, ist, und das meinte ich auch vorhin, als ich einleitend dich gefragt habe, ob das ein eher härterer Dietrich war oder ein normaler Dietrich. Ich fand schon, dass er hier nochmal deutlich mehr Gas gegeben hat. Auch nochmal diese Art und Weise, wie er sich zu einem möglichen Rücktritt geäußert hat, ja, also mit, wenn die Leute glauben, sie könnten mich weich kochen und so, das wird nicht funktionieren, und auch wie er darauf reagiert hat, als die Frage gestellt wurde, was passiert, wenn mehr als 50% am Sonntag gegen ihn stimmen, aber weniger als 75, ob er dann sich nochmal zur Wahl aufstellen lässt im Jahr 2020 oder ob er vielleicht... Das fand ich auch sehr interessant. Ja, da hat er ja direkt gesagt, warum nicht, was soll das eigentlich? Oder wie er sich da hat er ja auch sehr empört fast schon drauf reagiert. Er hat ja erst darauf geantwortet, dass er nach der MV nicht zurücktreten wird, wenn eben diese Hürde erreicht ist. Und dann hat er erst ganz am Schluss hat er erwähnt, dass er für 2020 dann eben noch drauf gucken muss, ob die anderen ihn noch wollen, und also er hat erstmal den Gegenkandidaten hat er noch gesagt, genau, als Bedingung, ja. Ja, genau. Ich finde es halt auch krass einfach, also es ist kein neuer Dietrich, es ist halt eine weitere Spielart von dem, was ich schon in dem Artikel beschrieben habe. Ja, also dann so hinzustellen beispielsweise, als wäre eine Abwahl, als hätte die nicht mit Satzungstreue zu tun. Ja, also ja. die in der Satzung verankerte Möglichkeit der Abwahl ist laut Wolfgang Dietrich nicht satzungstreu, oder zu sagen, ja, es gab ja keinen außer mir 2016, ja, das liegt halt daran, dass außer dir keiner aufgestellt wurde, mein Lieber, weil du der Kandidat warst, den, Zitat Wilfried Port, den wir wollten, genau, also den Daimler oder der Aufsichtsrat wollten, deswegen gab es keinen Kandidaten neben dir, und nicht, weil es hat bestimmt Leute gegeben, die stattdessen auch kandidiert hätten, aber die wurden halt vom Aufsichtsrat nicht zugelassen. Und das finde ich halt, das ist halt einfach so eine Verdrehung der Tatsachen, ja. Also ich meine, er ist ja nicht einziger Kandidat gewesen, weil er als einziger die Hand gehoben hat. Weil so läuft der Auswahlprozess ja nicht. Sebastian, glaubst du, dass er mit dieser Taktik Leute, die vielleicht aktuell unentschlossen sind und sich noch ihre Gedanken machen, wie sie am Sonntag abstimmen sollen, für sich gewinnen kann? Oder ist es eher sowas, dass die Dietrich-Befürworter mehr oder weniger nickend jetzt vor ihrem YouTube-Gerät saßen und gesagt haben, ja, genau so ist es. Also wie entscheidend sind solche Aussagen von Wolfgang Dietrich? Zum Beispiel auch die Nummer mit, wir sind doch kein Chaos-Club, wo man ja unterschwellig schon wieder weiß machen möchte, wenn er abgewählt wird, dann stürzt dieser Verein in ein komplettes Chaos und ja, im Endeffekt geht hier alles in den Bach runter. Also ich kann mir mittlerweile sind die Fronten eigentlich so verhärtet, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass es noch so viele Unentschlossene geben kann. Also wie musst du drauf sein, wenn du jetzt noch nicht weißt, wie du am Sonntag abstimmst? Ich glaube, es geht dann wirklich darum, halt, aus welchem Lager haben wir mittlerweile leider kommen dann mehr. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand, der gestern vor der Veranstaltung noch dachte, ah, ich bin für eine Abwahl, danach dann sagte, nee, ich bin dagegen oder umgekehrt. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, weil ja diese Masche auch bekannt ist. Die dann ja zumindest in den sozialen Medien auch dann, ja, ich sag mal, enttarnt ist oder aufgeflogen ist und dann halt seine Aussagen auch genommen werden und wenn man sagt, das stimmt halt einfach nicht, ne? Also diese Rolle, in die er sich da zurückzieht und sagt, naja, beim sportlichen Erfolg ist immer sofort der Präsident schuld, ja, aber während seiner Amtszeit 5 Trainer, 3 Sportdirektoren, also wenn er immer schuld wäre sofort, dann müsste er ja weg sein, aber er ist noch da, während halt 8 andere verschlissen sind, und das zeigt, dass irgendwann funktioniert es nicht mehr, die Leute glauben das ja auch dann nicht mehr, und deswegen glaube ich nicht, dass er da jetzt irgendwelche Leute überzeugen konnte, aber ich glaube auch nicht, dass das Gegenteil der Fall ist. Ganz nett fand ich auch die Äußerung, das war, glaube ich, so das einzige Mal, wo er sich dann eventuell verplappert hat, wo er ja sagte, eine Abwahl ist keine Wahl, eine Wahl ist für ihn, wenn 2 oder mehr Kandidaten dastehen. Da dachte ich, ja, das ist ja wunderbar, weil dann ist er ja eigentlich nie gewählt worden, weil es damals keine Wahl war mit nur einem Kandidaten. Also das fand ich dann ganz nett, weil das war bestimmt nicht ganz so geplant. Ja, auch ja, da hat er kurz die Fassung wieder verloren. Das passiert ihm, glaube ich, gar nicht so selten. Ich möchte da noch mal kurz auf Lennarts Artikel
verweisen, der wirklich, also einfach gelesen werden muss, Wolfgang, der Profi, auf rund um den Brustring. Also schaut da vorbei, lest den Artikel und genau das, was Sebastian jetzt angesprochen hat, hat Lennart da toll aufgearbeitet. Du hast da schöne Überschriften gewählt, die schon vielsagend sind, aber auch was unter den Überschriften steht, lohnt sich wirklich. Also das ist sehr entlarvend, falls euch bei Dietrich manchmal irgendwie, weiß ich nicht, dass alles ein bisschen schwammig vorkommt, weil es ist ja schon, er ist ja rhetorisch schon sehr, sehr gut. Also das kann man ihm ja nicht abreden, also das kann man ja nicht in Abrede stellen, das macht er ja schon sehr gut. Aber ja, irgendwie steigt man dann doch schnell dahinter, was eigentlich Phase ist bei Wolfgang Dietrich. Wie Lennart geschrieben hat, er ist halt doch der Profi auch irgendwo. Ja, ich sag mal, er ist zumindest rhetorisch gut vorbereitet. Also man hat ja schon, ich hatte es ja gerade schon mal eben so eingeworfen, man hat ja schon diverse Male gesehen, dass er doch die Fassung verloren hat und dann auch nicht mehr so wirklich weiter wusste. Ist nicht auch, zuletzt auch im Gespräch mit Tim, aber auch bei der Ausbildungsmitgliederversammlung, wo er dann irgendwann dazu überging, dem einen Redner vorzuwerfen, er sei ja bei keiner Dialogveranstaltung gewesen. Er ist auf jeden Fall gut vorbereitet. Und man hat ja auch dann wieder das, was ich angesprochen habe, diese Spalten, das hat man ja auch wieder gesehen gestern, als es dann darum ging, dass es diese ganzen Abläufe, das würde ja der Fan in der Kurve nicht verstehen, aber es gäbe ja auch noch vernünftige Mitglieder beim VfB und die würden hoffentlich sehen, dass ein Abfall seiner Person nicht sinnvoll sei. Und schon wieder diese Unterscheidung, wirklich dieses auch auf einem ganz niedrigen Niveau zu sagen, ey, der Fan in der Kurve da, der eh nur Bier trinkt und krakeelt und die vernünftigen Mitglieder, wahrscheinlich die netten Herren, die da bei ihm, vor allem in der ersten Reihe saßen, die hat er wahrscheinlich dazu erzählt. Also es ist so offensichtlich und es ist so abgetroschen, aber ich fürchte halt, dass es sich halt verfängt. Ja, also bei dem einen oder anderen mit Sicherheit. Wir werden nachher noch mal kurz über Dietrich und natürlich die Abwahl sprechen. Ich möchte noch das Thema VfB im Dialog kurz abschließen, denn es gab ja noch andere Gesprächspartner, zum Beispiel die Präsidiumsmitgliedkandidaten, die vorgeschlagen wurden von dem Vereinsbeirat. Haben wir ja gerade eben schon so mal ganz kurz durchklingen lassen. Rainer Mutschler und Werner Gass. Und ja, da interessiert mich, Tim, deine Einschätzung. Du hast sie vor Ort getroffen, gehört, sie so ein bisschen beobachten können. Wie ist dein Eindruck, was diese beiden Kandidaten angeht? Ja, also wenn ich als neutraler und nichtsahnder und unwissendes VfB-Mitglied dort gewesen wäre, dann würde ich, glaube ich, Rainer Mutschler eher im Vorteil sehen, auch wenn es mir persönlich nicht passt. Ich muss aber sagen, dass mich keiner von beiden Kandidaten wirklich überzeugt hat, weil auf der einen Seite ging es bei Werner Gass häufig um seine sportliche, wie fit er noch ist und wie viele Spiele er gemacht hat, und da war auch nichts wirklich Handfestes dabei für mich, und bei Rainer Mutschler war es für mich auch nicht zufriedenstellend, wie er geantwortet hat, auf was er geantwortet hat. Ich bin noch hin und her gerissen, obwohl ich eigentlich zu Rainer Mutschler gar nicht tendiere. Sebastian, hast du dir die beiden Videos auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart zu Rainer Mutschler und Werner Gass angeschaut? Nee, ich habe es jetzt nur gestern gesehen. Aber was ich mich dann nur gefragt habe, ne, ich hatte in dem Podcast von Ron mit dem Vereinsbeirat, kam ja rüber, wie schwierig diese Auswahl war. Und dann frage ich, hey, wenn die monatelang daran rumknobeln, wer denn, welche zwei Kandidaten das denn sind. Und dann kommst du halt auf einen, der halt 1000 Spiele für den VfB gemacht hat und einen, der irgendwie, ich weiß gar nicht, 12 Jahre lang irgendwie Marketing war. Also das, ich finde jetzt, das ist halt doch relativ naheliegend. Ne? Und dafür ist dann die Auswahl dann, ja, wie Tim schon sagt, dann irgendwie auch nicht so überragend, dass du sagst, oh Mann, die sind jetzt beide so gut und die kommen beide so gut rüber und die würden sich so wahnsinnig geil in den Verein einbringen, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll. Das ist jetzt irgendwie nicht, also und dass der eine da noch zwischendurch halt, nachdem sie den monatelang gescoutet haben, dann schwuppdiwupp auf einmal noch NLZ-Direktor ist, das ist ja dann echt die Krönung, also das finde ich dann auch völlig schmerzbefreit, das Ganze. Aber ist ja auch alles positiv, dass es doppelt besetzt ist. Super, ja, also Ämterhäufung ist beim VfB ja Usus und klappt bestimmt. Ganz muss man kurz noch dazu sagen, falls es der ein oder andere nicht mitbekommen hat. Rainer Mutschler ist seit 1.7. Direktor Administration im NLZ, sozusagen der Nachfolger von Markus Rüth, der ja Thomas Hitzesberger in den Profibereich gefolgt ist und da jetzt ein ähnliches Amt bekleidet. Und eigentlich, sagen wir mal so, sollte das jetzt nicht unbedingt sein, dass das Präsidiumsmitglied
ja schon einen Job im Verein innehat. Also jedenfalls würde ich sagen, dass das nicht so geschickt ist. Kurz vielleicht auch mal, was das Präsidiumsmitglied eigentlich ja tun würde, wenn es gewählt wird am Sonntag. Und zwar zählt zu den Aufgabenbereichen des zu wählenden Präsidiumsmitglieds Folgendes. Primär ist er Ansprechpartner für die Abteilungen Leichtathletik, Schiedsrichter, Garde sowie Jugendfußball bis zur U15. So, und da passt natürlich das wie die Faust aufs Auge, dass der Herr Mutschler zufällig jetzt am 1.7. Direktor Administration im NLZ geworden ist. Hat er ja auch schön ausgeführt. Das wäre sozusagen das Bindeglied und das würde einfach hervorragend passen. Also bevor ihr euch jetzt da groß Gedanken macht, er ist eigentlich der richtige Kandidat. Das ist eigentlich so auffallend falsch. Also für meine Begriffe jetzt, ja, ist es einfach, das ist so auffallend falsch, dass ich es gar nicht wählen könnte. Ja, selbst wenn der andere Kandidat jemand ist, den ich überhaupt, mit dem ich noch weniger anfangen kann, könnte ich Mutschler nicht wählen, weil das stinkt doch bis zum Himmel, Lennart. Ja, oder? Ja, vor allen Dingen ergänzende Tagesordnung verschickt und auf Seite 37 werden dann die beiden Kandidaten vorgestellt, halt Mutschler und Gass, und bei Mutschler steht dann halt in der Vita seit 7/19 NLZ-Direktor. Und es wurde halt sonst nirgendwo kommuniziert und ich glaube, die hoffen dann wirklich, dass man das überliest oder gar nicht merkt oder so. Ich meine, aber das kann doch nicht deren Ernst sein, dass er einfach das da irgendwie auf Seite 37 unten in eine Zeile reinschmuggeln, dass er schwuppdiwupp jetzt da einen gut bezahlten Posten im NLZ hat als Direktor, aber dann auch noch den Präsidiumsmitglied machen soll. Also, doch, der kommt das ist genau die Art von Öffentlichkeitsarbeit, die man beim VfB derzeit macht. Also das ist genau dieses Mal schauen, vielleicht rutscht es ja durch, vielleicht fällt es nicht auf. Das ist ja auch diese ganze Kommunikation, wie die gemacht wird, auch das, was Dietrich hier macht. Da wird immer gehofft, hoffentlich erinnert sich keiner mehr dran, dass ich vor 2 Jahren im Ausgliederungsvideo gesagt habe, starke regional verwurzelte Partner sind unser Heimvorteil, den wollen wir nutzen. Und dann sagt man dann halt irgendwie im Dezember 2018, das war nie Teil unserer Kampagne. Und da wird einfach gehofft, dass das Gedächtnis der Leute so kurz ist oder dass sie das nicht so genau lesen. Um auf deine Frage zu kommen, Ricky, ich fand ja schon die Begründung von Claudia Meintok, der stellvertretenden Vorsitzenden vom Vereinsbeirat, wenig überzeugend, dass sie sagte, das ist ja mit Thema Datenschutz und wir wussten ja gar nicht, dass gleichzeitig mit Rainer Mutschler als Teil des NLZs irgendwie da verhandelt wird und das wird ja auch für den VfB sprechen, dass da sowas nicht vom Verein zum Vereinsbeirat dringt. Also, liebe Leute, ihr führt die Gespräche doch wahrscheinlich auch irgendwo auf der Geschäftsstelle und ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass der Rainer Mutschler da saß, ja, und ihr nicht mit dem drüber gesprochen habt, über das Thema und dann nicht irgendwann mal erwähnt wurde, dass er schon einen Posten im NLZ hat. Also das nehme ich ehrlich gesagt nicht ab. Ich finde es auch albern, ihn dann noch zur Wahl zu stellen. Ja, keine Ahnung. Zumal man hier auch noch die Frage stellen muss, wie das eigentlich jetzt rein rechtlich ablaufen muss, wenn der Herr Rüth seinen Posten aufgibt. Und es ist ja dann eigentlich, glaube ich, wenn man die Stelle nicht intern besetzen kann, eine öffentliche Ausschreibung geben muss für diesen Posten. Also es ist ja schon merkwürdig, dass da jemand praktisch von extern einfach plötzlich diesen Posten innehat, ohne öffentliche Ausschreibung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das bei Fußballvereinen so läuft. Ja gut, ich weiß es nicht, deswegen zählt das Glauben jetzt. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach mal so eine Frage, ob das nicht ausgeschrieben werden muss, sowas. Die Stelle, weiß keiner. Nö. Also das wäre noch eine Frage für gestern eigentlich gewesen, ne? Also wie solche Posten eigentlich besetzt werden. Also sagt dann der Thomas Hitzelsberger, hey, der Mutschler soll es machen und dann machst du halt, überhaupt, du mach ich auch noch mit Eda, jetzt ja irgendwie Kandidat fürs Präsidium, komm, mach ich auch noch mit. Also und dann heißt es, ja gut, komm, mach das halt. Oder ob da wirklich man mehrere Kandidaten braucht, aber irgendwelche Compliance-Richtlinien wird es ja bei einem Unternehmen von der Größe des VfB schon geben. Das wäre vielleicht mal eine Frage für VfB im Dialog, aber dann heißt es wieder, naja, das ist ja eher eine Sache von der AG und nicht vom Verein und dann. Über Vertragsinhalte sprechen wir nicht. Das ist auch immer gesagt. Über Vertragsinhalte können wir da nichts sagen. Nur, ich muss dazu sagen, man muss ja nicht nur den Vereinsbeirat jetzt hier dafür kritisieren, dass es diese Doppelrolle jetzt gibt, sondern man kann ja auch Thomas Hitzelsberger mal mit ins Gebet nehmen, der ja davon gewusst hat, dass Rainer Mutschler als Kandidat für das Präsidium eben in Betracht gezogen wird und auch schon bekannt gegeben wurde als solcher. Und spätestens da hätte man ja dann
wenn man kurz bevor man sich geeinigt hat, vielleicht mal das Gespräch suchen können mit Vereinsbeirat oder ja einfach mit Rainer Mutschler selber und einen Weg finden können, wie man dieses Problem, was es aus meiner Sicht ist, öffentlich ein bisschen besser kommunizieren kann. Weil eigentlich ist ja auch ein wichtiges oder ein wichtiger Bestandteil eines Präsidiumsmitglieds, dass es ehrenamtlich für den VfB arbeitet. Und das ist ja jetzt nicht mehr so ganz gegeben. Ja, das ist ein guter Punkt. Wobei, also, ganz ehrlich, ja. Aber zu Thomas Hitzelsberger, ich glaube, weiß nicht, ob der da noch was zu sagen hat, weil der ist Sportvorstand der AG. Also ich meine, ich weiß, jetzt fangen wir wieder an, diesem AG-EV-Dschungel uns da durchzuschlagen. Aber das NLZ gehört, so wenn ich das richtig verstanden habe, zum EV und nicht zur AG. Ja, aber er hat das Gespräch mit Mutschler ja gesucht und hat dann, es hieß ja von Wolf-Dietrich Erhardt, dass bei der Nominierung von Rainer Mutschler war noch nicht absehbar, dass nunmehr der Herr Mutschler als NLZ-Administrator hauptberuflich tätig sein wird. So, und Hitzelsberger habe die Gespräche unabhängig vom Vereinsbeirat aufgenommen. So, und jetzt in dem Moment, wo der Hitzelsberger und der Mutschler eine Einigung erzielen, ja, da muss ich das doch mit dem Vereinsbeirat irgendwie besprechen, und dann muss man vielleicht auch einen Weg finden, wie man das öffentlich besser verpackt. Aber dieses einfach hier steht das halt jetzt in der Satzungsänderung drinne, und wer es halt nicht liest, hat Pech gehabt, und alle anderen, scheiß drauf. Also, das geht ja nie. Also, das ist ja völlig absurd. Ja, und das stinkt halt bis zum Himmel. Das ist das Problem. Ich möchte jetzt noch nicht mal sagen, dass das bewusst so gestreut wird, dass man da irgendwas durchdrücken will, was vielleicht jetzt dem einen oder anderen nicht passen würde. Was ich sagen möchte, ist, dass man sich damit wieder unnötig angreifbar macht. Man kann es doch ganz, ganz einfach nach außen so kommunizieren, ja. Und dann kann ich es ja immer noch scheiße finden, aber immerhin macht man es nicht so, schiebt man es den Leuten nicht einfach so unter und tut so, als wäre nichts. Und als wüsste keiner was davon. Und ja, was sollen wir davon wissen, wenn der Hitzelsberger mit dem Mutschler irgendwas ausmacht? Wissen wir da nichts von? Also, das ist doch Quatsch. Das funktioniert nicht, bei mir jedenfalls nicht. Nee, du kannst nicht auf der einen Seite erzählen, wie toll sich alle immer in der Mercedesstraße austauschen und die Türen immer offen sind, alle miteinander reden und so. Und dann passiert sowas und du sagst dann, verkaufst den Fans dann irgendwie, oh nee, Zufall, ja, passiert doch mal. Nee, das glaubt niemand. Also, jedenfalls, wenn man mal ein bisschen genauer drauf guckt, glaubt das niemand. Das kann eigentlich nicht sein. Und wenn es einer gewusst hatte, dann hätte Rainer Mutschler, weil der hat ja mit beiden Seiten gesprochen anscheinend. Ja, absolut. Muss er ja, ne? Also dann muss man auch sagen, ja, jetzt entscheidet euch, machen wir das, oder man sagt, hey, ja, NLZ-Direktor ist voll mein Ding, aber dann kann ich ja nicht Präsidium machen oder umgekehrt, aber eben. Das dann einfach so durchzuziehen halt und das auch noch irgendwie wirklich in einer Zeile irgendwo dann zu veröffentlichen, das ist halt einfach peinlich, also und irgendwie auch ein Armutszeugnis, dass man die Fans für so dumm hält, dass sie es nicht merken oder halt schlucken und das glauben, ne? Wobei ich da noch nicht mal ein Problem mit hätte mit der Doppelrolle an sich. Es geht hier um Transparenz ein Stück weit, für mich jetzt jedenfalls. Die Doppelrolle hat Hitzelsberger auch inne gehabt. Der war auch im NLZ-Direktor und war Präsidiumsmitglied. Ich habe kein Problem mit einer Doppelrolle. Es geht mir darum, wenn das versucht wird, einfach so durch von hinten durchzudrücken, und gleichzeitig behaupte ich jetzt einfach mal, dass der Posten, den Mutschler jetzt hat, ja, als Direktor, Administrator im NLZ, das ist kein Zufall, weil das Ressort, das er bekommen soll als Präsidiumsmitglied oder den Aufgabenbereich, der geht halt in eine ähnliche Richtung mit Jugendfußball bis zu UFO. Also das wirkt auf mich eher so, dass man hier einfach so Mitglieder, die vielleicht jetzt nicht die Zeit und die Lust haben, sich ewig mit beiden Kandidaten auseinanderzusetzen, es hier etwas einfacher zu machen, indem man sagt, der Mutschler ist ja sowieso schon für die Jugendarbeit zuständig, da macht es doch einfach nur Sinn, wenn er jetzt als Präsidiumsmitglied dann auch für den Jugendfußball zuständig ist. Weil man muss ja vielleicht auch mal darüber sprechen, was zum Beispiel, und dann nehme ich auch einen Werner Gass mit dazu, was hat Werner Gass mit Leichtathletik, Schiedsrichter und der Garde zu tun? Gibt's da keine andere Kandidaten, und vor allen Dingen gibt's da auch keine andere Kandidatin? Ja, wir haben 70.000 Mitglieder und es gab, glaube ich, noch nie eine Kandidatin in den letzten Jahren, oder habe ich die nur nicht wahrgenommen? Claudia Meintock halt für den Vereinsberat. Ja, gut, aber ich meine jetzt fürs Präsidium, das wäre ja vielleicht auch mal interessant. Und zudem kommt auch noch, dass ich gerne jemanden hätte, der vielleicht nicht schon an die 60 kratzt. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt, muss nicht das einzige Kriterium sein, aber es sind halt dann, ich weiß nicht, wie alt ist der Kollege, wie heißt er denn nochmal? Gas? Nee, ich meine den, der jetzt schon im Präsidium ist. Der andere. Dr. Bernd Geiser. Der aus, genau, der Herr Geiser aus Freudenstadt kommt, der, glaube ich. Der ist doch auch schon, auf jeden Fall mal über 55, meine ich mich zu erinnern. Oder toll. Also auf jeden Fall ist er keine 20 mehr. Es wäre halt mal schön, wenn jemand, der vielleicht noch eine 4 vor,
Ja, ich finde, man hat es auch gestern wieder gesehen, mal jetzt Sven Nislintat und die Claudia Maitok als wirklich Quotenfrau, also nicht bös gemeint, aber als Randerscheinung rausgenommen, dass der VfB dann halt wirklich von alten weißen Männern geführt wird. Das ist halt nun mal so, ne? Und genauso tritt er halt auch auf. Und das ist auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Und das da wird es dem VfB sicherlich gut tun, mehr Maitok und mehr Mislintats und mehr Hitzelsbergers zu haben und da halt auch eine Mischung zu finden, anstatt halt wie so ein Unternehmen in 80ern geführt zu werden. Ja, und vor allem, wenn man sich jetzt mal die beiden Kandidaten anschaut, der eine, der Werner Gass, der ist mit Sicherheit die ganze Zeit VfB-Mitglied gewesen, seit er in den 70ern für uns gekickt hat. Der hat jetzt die ganze Zeit sein Sportgeschäft gehabt und hat das aufgegeben und hat jetzt Zeit für den VfB. Und der Mutschler war 17 Jahre im Verein angestellt, war jetzt 2 Jahre weg und hat jetzt auch wieder Zeit für den VfB. Und denk mir, da gibt es doch Leute, die schon die ganze Zeit wirklich auch aktive Mitglieder waren und nicht nur angestellt beim VfB oder halt mal, dass sie mal die Kickstiefel für uns geschnürt haben. Gibt es denn da keinen aus dem Verein raus, aus den 60.000 Mitgliedern, gibt es da keinen raus, der nicht plötzlich jetzt wieder Zeit für den VfB hatte, sondern der halt auch die ganze Zeit irgendwie aktiv im Verein schon gearbeitet hat? Ich meine, klar, das ist dann auch irgendwann eine Zeitfrage, aber ich denke mal, wenn du irgendwie Abteilungsleiter Hockey bist bei uns, dann hast du auch nicht so viel Freizeit, also keine Ahnung. Ja, aus der Riege kommt ja selten was. Also, dass mal aus anderen Bereichen des EVs Leute da wirklich so eine Stelle bekommen. Natürlich, der Fokus, klar, liegt auf Fußball, aber durch die Ausgliederung, finde ich, müsste der Kandidatenkreis sich ja erweitern, weil der Verein an sich ja jetzt nicht mehr so den Fokus auf Fußball legt. Oder wie soll man das sagen? Also sprich, der wichtigste Bestandteil des VfB ist ja ausgegliedert worden, die Profimannschaft. So, und deswegen finde ich es jetzt gar nicht so extrem wichtig, dass ein weiteres Präsidiumsmitglied irgendwie eine Fußballvergangenheit haben muss oder für den VfB schon mal irgendwie gearbeitet haben muss, sondern das kann eben auch wirklich jemand sein, weiß ich nicht, von den Schiedsrichtern oder so. Also vielleicht bringt das auch mal frischen Wind rein, weißt du? Das ist das, was ja auch so ein Stück weit fehlt. Es sind immer die gleichen Gesichter. Ja, also den Werner Gass, den kennt man, der äußert sich ab und zu mal zum VfB und erzählt dann auch immer irgendwas, was mich jetzt persönlich einfach nicht interessiert. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern da stellt sich keine Verbindung her zwischen mir und Werner Gass. So. Und Rainer Mutschler, und das spreche ich jetzt auch einfach so an, finde ich mit seiner Vergangenheit als Kandidat extrem befremdlich. Also da geht es mir nicht darum, ob er damals, ich glaube 1994, die Frau Zimmermann sexuell belästigt hat. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach darum, dass man ein Präsidiumsmitglied sehr gewissenhaft auswählen sollte. Ich meine damit nicht, dass man jemanden jetzt vorverurteilen soll, obwohl es jetzt kein rechtskräftiges Urteil gibt. Soweit ich weiß, wurde damals das Verfahren gegen ihn, das war verjährt nach 3 Jahren und somit wurde das abgeschlossen. Aber die Vorwürfe standen und stehen weiterhin im Raum. So, und mit so einer Vergangenheit kann ich aus meiner Sicht niemanden ins Präsidium des VfB wählen. Das heißt nicht, dass er nicht für den VfB arbeiten kann. Das möchte ich ihm nicht absprechen. Also mir geht es nicht darum, jemanden jetzt einfach komplett aus der Gesellschaft auszuschließen, weil es mal diesen Vorwurf gab. Aber der Posten eines Präsidiumsmitglied ist ein absolutes Privileg. Man steht in der Öffentlichkeit und ich finde, da sollte man einfach in gewisser Weise eine reine Weste und nicht so vorbelastet sein. Also eine reine Weste haben und nicht so vorbelastet sein. Und das ist mein Problem, das ich mit Rainer Mutschler habe. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann sagt, okay, das ist halt jetzt leider Gottes der Löffel Dreck, den du fressen musst für diese möglicherweise ungerechtfertigten Anschuldigungen. Es tut mir auch wirklich leid für Rainer Mutschler, wenn daran nichts Wahres dran ist. Also wenn das einfach wirklich frei erfunden ist. Es tut mir wirklich leid für seine Familie, die darunter leiden wird. Aber gleichzeitig muss man sich halt auch von Seiten des Vereins klar sein, dass das ein Riesenproblem ist im Profi- und im Amateursport, dass immer wieder solche Leute, die in gewissen Positionen sind, diese Macht ausnutzen für sich und sehr wohl Frauen, Jungen, Mädchen, was auch immer, missbrauchen. Und da denke ich mir dann halt so, okay, vielleicht traut sich jetzt noch weniger jemand mal was zu sagen, weil sie sehen, dass Leute, die beschuldigt wurden, zwar nicht überführt wurden, beziehungsweise auch, dem man nichts nachweisen konnte, dann weiterhin relativ eine dicke Welle machen können. Also das ist halt auch nochmal sowas, wo ich mir denke, da muss man sich auch drüber Gedanken machen, ob so jemand dann unbedingt ins Präsidium gewählt werden muss. Ich meine, wir haben es gerade eben gesagt, es gibt 70.000 Mitglieder. Und das ist wirklich die beste Möglichkeit, die ihr findet, unter den 70.000 Mitgliedern. Das stelle ich halt einfach in Frage. Weiß nicht, ob ich dazu hohe moralische Werte an den Tag lege, aber das ist für mich einfach nicht akzeptabel.
Ja gut, ich glaube, wir bewegen uns ja gerade eh jetzt in einer Zeit, wo viele kritische Fans schon wahrscheinlich höhere moralische Ansprüche haben, als die, die die Geschicke des VfB aktuell lenken. Ne? Das ist jetzt ja jetzt eine Quadrex oder der Artikel über den Herrn Mutschler, der ist über 20 Jahre alt, aber wenn es, wie er sagt, eine Schmutzkampagne ist und gegen ihn und alles davon nicht wahr war, dann frage ich mich natürlich, warum steht das Ding noch im Netz und nicht irgendwie von irgendeinem kleinen Kleckerblatt, sondern vom Spiegel halt. Ne? Das Ding steht im Netz. Und da ist kein Kommentar drunter, sondern es steht da halt einfach. Und das heißt ja, ich weiß nicht, was das heißt, aber es heißt ja, dass irgendwie wie du schon sagtest, es gab keinen Abschluss dieser ganzen Geschichte. Und ich finde halt auch gerade, wenn man im NLZ unterwegs ist, dann muss man auch nochmal ganz, ganz hohe Ansprüche erfüllen, weil da geht man ja dann auch wirklich mit, du hast gesagt, es geht ab U11 dann, glaube ich, los und so weiter. Mhm. Ja, da hätte ich auch gerne jemanden, über den solche Sachen halt nicht im Netz stehen. Ob es jetzt wahr sind, falsch sind, egal, aber ich hätte einfach gerne jemanden, der über den solche Sachen nicht im Netz stehen. Oder eben eindeutig widerlegt. Was genau, und dann würden sie für mich auch noch nicht. Ne? Ja, genau. Ja. Es steht halt Aussage gegen Aussage. Es gibt einen Brief von 1996. Klar, das liegt ewig lang zurück. Gar keine Frage. Aber ich kann aus eigener Erfahrung und ich nehme meine Frau jetzt hier mit ins Boot, die leider auch schlimme Erfahrungen machen musste, sagen, dass das ewig dauert, bis sich Leute manchmal diesbezüglich öffnen können. Ja, also da kann man nicht sagen, okay, das ist jetzt 25 Jahre her, jetzt ist mal gut. Ja, das geht nicht. Das ist bei so einem Thema, finde ich, äußerst heikel. Also man muss diesen Vorwurf, zumindest wenn es darum geht, ihn jetzt hier ins Präsidium zu wählen, muss man den schon mal aufgreifen, weil es für mich wichtig und entscheidend ist als Mitglied, ob ich so jemanden im Präsidium haben möchte oder nicht mit dieser Vergangenheit. So, und dazu kommt, das wollte ich jetzt gerade sagen, es gab 1996 einen Brief von Rainer Mutschler an Frau Zimmermann und wenn ich da zitieren darf, damals schrieb Herr Mutschler, auch du sollst in einen Kader des DSV aufgestellt werden, da ging es wahrscheinlich um Olympische Spiele oder sowas in der Art, bevor dies jedoch von mir vorgeschlagen wird, verlange ich von dir einen schriftlichen Widerruf der von dir gegen mich gerichteten Vorwürfe. So, also wenn es wirklich nur eine Schmutzkampagne ist, wieso droht er im Endeffekt der Frau Zimmermann jetzt hier damit, dass er ihre Karriere zerstört? Weil nichts anderes ist das ja, wenn du dann nicht berücksichtigt wirst im Skiteam bei wichtigen Veranstaltungen, Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Ich weiß jetzt nicht genau, was da 96 anstand. Ich glaube, 98 war die Olympiade, deswegen wird das wahrscheinlich irgendeine Weltmeisterschaft gewesen sein, um die es da geht. Also das sind dann so Fragen. Mag sein, dass es darauf Antworten gibt, aber indem man sich hinstellt und sagt, ja, also da rede ich überhaupt nicht drüber, anonym, wenn da irgendwelche anonymen Äußerungen gibt, dann schon gar nicht, die haben sich hier hinzustellen und dann diese Fragen öffentlich zu äußern. Also nochmal, wenn es da wirklich Missbrauchsopfer gibt, beziehungsweise Missbrauch ist ja wahrscheinlich jetzt in bei dem Fall ein bisschen zu krass, wie könnte man das bisschen abschwächen, also es war ja kein Missbrauch, sondern eher ein Übergriff, oder so. Das ist ein bisschen besser. Ja, oder Belästigung kann man es auch nennen. Ja. Oder Belästigung, genau. Das ist natürlich extrem schwer dann für ein potenzielles Opfer, sich da hinzustellen in die Öffentlichkeit und solche Vorwürfe nochmal zu äußern. Also da macht er sich's einfach zu leicht. Und nochmal, damit man das nochmal versteht, es geht mir nicht darum, dass dieser Mann jetzt geächtet werden muss und am öffentlichen Leben nicht mehr teilhaben darf und keinen Job mehr ausüben darf. Überhaupt nicht. Ich habe auch kein Problem damit, dass er jetzt Direktor des NLZ geworden ist. Habe ich wirklich nicht. Ja, es ist für mich okay. Aber Präsidiumsmitglied ist nochmal eine andere Nummer. Ja, das stehst du halt in der Öffentlichkeit und das ist für mich einfach auch ein ehrenwertes Amt. Nicht ohne Grund kommt ehrenamtlich bei Präsidiumsmitglieder in der Stellenbeschreibung sozusagen vor. Das ist für mich nicht ein Job wie jeder andere. Und da lege ich einfach höhere moralische Maßstäbe an die potenziellen Mitglieder des Präsidiums. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass er dann gestern auch eben wieder so stark auf die Kritik und die anonyme Kritik eingegangen ist und dann noch irgendwie Worte wie unter aller Sau verwendet hat und gar nicht richtig auf das Thema eingegangen ist. Er hat zwar erwähnt, dass es eine Schmutzkampagne war und dass es gezielt zu dem Zeitpunkt veröffentlicht wurde, aber so, und er hat eben gesagt, dass nichts bewiesen ist, hat er, glaube ich, gesagt. Ich habe es jetzt nur das ist kein genaues Zitat, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass er damit irgendwie, wenn er schon konfrontiert wird, irgendwie anders damit umgeht. Und ja, das war es aus meiner Sicht eben nicht. Ja, und ich finde die Frage danach, die muss legitim sein. Also zu fragen, einfach genau. zu fragen,
was war da? Wir haben diesen, es gibt diesen Artikel, ja. Können Sie dazu Stellung nehmen? Das finde ich eine vollkommen legitime Frage. Das mag für ihn unangenehm sein und das mag für ihn erst recht unangenehm sein, wenn die Vorwürfe unberechtigt wären, wo ich nicht weiß, ob sie sind oder nicht. Aber ja, so ist es halt. Also dieser Artikel, den kennt er ja auch und er wird sich ja dann, also ich habe seine Aufregung und seine Empörung in dem Fall ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können, weil er kandidiert für ein Amt. Dieser Artikel existiert. Da gibt's, wie wir schon gesagt haben, da gibt's zwei Ansichten zu. Es gibt wohl auch noch einen Artikel im Fokus, den irgendjemand auf Twitter gefunden hat, der das anders darstellt. Das ist alles legitim, aber auf jeden Fall gibt es diese Vorwürfe. Und dann kann er dazu Stellung nehmen. Und wenn er sich da nichts vorzuwerfen hat, dann sagt er, ja, die Geschichte ist alt, aber so und so ist der Sachverhalt, ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Und damit ist gut. Und genau dafür ist ja auch so eine Veranstaltung da. Ja. Genau, aber das war dann auch wieder, ne, das Umdrehen der ganzen Geschichte, dass sich eigentlich die Leute, die jetzt mit dem Artikel die Frage stellen, wieder schlecht fühlen müssen, dass sie so eine uralte Geschichte ausgraben. Also das kann es ja auch nicht sein, ne, dass er sich dann da gleich wieder in der Opferrolle wiederfindet. Also das fand ich auch äußerst befremdlich. Also, aber ich glaube, wir können das auch wahrscheinlich abschließen. Also die beiden Kandidaten fürs Präsidium haben uns jetzt nicht unbedingt vom Hocker gehauen. Ja, das... eigentlich perfekt, weil ich habe mir auch überlegt, eigentlich kannst du nur Gas wählen, also jetzt für mich, ja, ich möchte auch niemanden jetzt sagen, wen er wählen soll, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja, natürlich. Aber ich, für mich, habe mir so gesagt, eigentlich kann ich nur Gas wählen, aber da kommt halt überhaupt nichts rüber. Es ist auch kein Kandidat, wo ich jetzt sage, ja, den möchte ich im Präsidium sehen. Ich möchte jemanden, bei dem ich das Gefühl habe, er möchte was verändern, er möchte was anpacken, er möchte die Probleme hier, die es ja durchaus gibt beim VfB, in Angriff nehmen. Ja, er möchte irgendwie wieder ein Gleichgewicht herstellen zwischen den normalen Mitgliedern und dann vielleicht den eher aktiveren Fans, Mitgliedern, wie auch immer man das sehen möchte. Also ich möchte da einfach jemanden sehen, der sehr engagiert ist und tut mir leid, das hat Herr Gass überhaupt nicht mir vermittelt. Also das war eher einschläfernd und vielleicht, das muss ich noch ganz kurz sagen, Tim, dann bist du dran. Und zwar, schaut euch bitte alle, die jetzt hier zuhören und auch ihr drei, mal die zwei Videos an, die man auf dem YouTube-Kanal des VfB sich anschauen kann über Rainer Mutschler und Werner Gass. Da wird als letztes die Frage gestellt, warum man ja eben Herrn Mutschler oder Herrn Gass wählen soll. Beide beantworten diese Frage überhaupt nicht. Die erzählen irgendwas, aber das ist überhaupt nicht die Antwort auf die eigentlich gestellte Frage. Also ich habe das Gefühl, die wissen selber beide nicht so richtig, warum man sie wählen soll. Also ich glaube schon, sie haben vielleicht, oder sagen wir mal so, die wissen vielleicht, warum man sie wählen soll, aber das möchten sie nicht unbedingt öffentlich sagen, was der Anlass dafür ist, warum man sie wählen sollte. Und das finde ich schon ein bisschen krass, wenn du es nicht hinbekommst, zwei Sätze dazu zu sagen, warum du der Richtige bist für diesen Präsidiumsmitgliedsposten. So jetzt, Tim, du. Ja, was ich auch vorher schon angesprochen habe, dass eben bei ihm auch nicht so wirklich was rübergekommen ist. Klar, er hat erwähnt, dass er über 1000 Spiele gemacht hat, dass er ein Tor geschossen hat, dass er irgendwie an dem Morgen noch mit als Personal Trainer noch 25 Kilometer joggen war. Und ich glaube, sein einziger Punkt, den ich wirklich aufgegriffen habe, was er verändern will, war, dass er irgendwie eine Gruppe ins Leben ruft, irgendwie mit VfB-Mitglieder fit im Alter oder so. Aber mehr ist da wirklich auch super. Ja, genau. Mehr ist aber auch nicht wirklich rübergekommen. Und deswegen, ja, also er hat viel erzählt, aber nichts wirklich Stichhaltiges, wo man dann denkt oder wo man aus der Veranstaltung geht und sagt, ja, ihn wähle ich jetzt. Ja, das ist. Genau, aber ich finde, die Kritik muss man eigentlich eine Ebene höher dann wieder an den Beirat zurückweisen und sagen, ey, das sind jetzt echt eure beiden Kandidaten und dafür habt ihr jetzt wirklich monatelang gescoutet und dann ist es das. Also das verstehe ich halt nicht ganz, weil die werden ja bei ihrer Vorstellung vom Beirat halt nicht irgendwie was ganz anderes gemacht haben. Ne? Und das lässt mich halt so ein bisschen sprachlos zurück irgendwie. Also für Frau Meintok und Herrn Erhardt, da hätte ich mich eher begeistern können, weil beide für mich viel engagierter wirkten. Ja, natürlich ist es jetzt völliger Quatsch, dass ich jetzt die mit der Rolle des Präsidiumsmitglieds in Verbindung bringe. Aber da habe ich halt einfach das Gefühl gehabt, dass beide brennen für das, was sie tun. Oder ja, das da kam halt viel mehr rüber. Das fehlte mir bei beiden Kandidaten. Und das ist halt eine Wahl. So richtig habe ich eigentlich keine, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss auch, glaube ich, sagen, also ich habe auch die das Interview mit den beiden Vereinsbeiräten bei in der Nachspielzeit gehört vom Ron und vom Danny. Auch dieser ganze Vereinsbeirat und auch dieses Präsidiumsmitglied, das ist alles schön,
vor allem auch für die anderen Abteilungen im Verein, die natürlich auch wichtig sind. Ich möchte weder dem Hockey noch dem Faustball noch der Garde, der Leichtathletik, den Schiedsrichtern oder den, wen habe ich vergessen, Tischtennisspielern, die absprechen, dass sie auch ein wichtiger Teil des VfB sind. Aber für mich als passives Mitglied der Fußballabteilung des VfB hat der Vereinsbeirat relativ wenig Relevanz und auch dieses Präsidiumsmitglied auch nur am Rande, weil die eigentliche Arbeit wird scheinbar im NLZ gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das das eine Präsidiumsmitglied so viel Auswirkungen auf die Jugendarbeit dann beim VfB hat, sondern da wird halt, das wird halt über das NLZ gesteuert und halt dann auch am Ende wahrscheinlich wirklich über den Sportvorstand Thomas Hitzelsberger. Und ja, das ist halt alles so pseudomäßig irgendwie so. Also da wird viel Aufhebens um eine Sache gemacht, die am Ende im Endeffekt für das, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen, nämlich die dahindümpelnde VfB Stuttgart 1893 AG, relativ wenig Relevanz hat. Ich habe das Gefühl, dass der Vereinsbeirat immer dann hinzugezogen wird, wenn er vermeintlich nützt. Und das ist aus meiner Sicht immer ein schlechtes Zeichen. Also wenn der immer nur dann irgendwie in Erscheinung tritt, wenn es zum Beispiel für den Herrn Dietrich irgendwie das Wasser irgendwie kotzt bis, ja, Opa. Ja, aber es wurde ja selbst in dieser Podcast-Folge ganz kurz noch, wurde ja dann gesagt, ja, also eigentlich könnte man Wolfgang Dietrich bei der Mitgliederversammlung am Sonntag ja auch eigentlich nur für die Sachen entlassen, die er als EV-Präsident getan hat, weil die Sachen, die er als Aufsichtsratsvorsitzender der VfB AG gemacht hat, darüber wird ja nicht abgestimmt. Und das zeigt ja schon die ganze Schizophrenie, in der wir jetzt nach der Ausgliederung leben, dass quasi der VfB Stuttgart 1893 e.V. mit Profifußball nichts mehr zu tun hat. Aber dann irgendwie doch. Das ist es halt. Das ja, ist sehr schon, verzwickt. Ja. Eigentlich, also ich damals, als das so beschlossen wurde, ja, dass Dietrich diese Doppelrolle hat, dachte ich zunächst, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Im Nachhinein finde ich, das ist ein absoluter Fehler. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich einen Präsidenten haben, der dann nichts mit der AG zu tun hat. Also nicht als Vorstandsvorsitzender noch agiert oder ja. Du hast halt keine Kontrolle. Also das ist das Problem in der AG. Du hast halt keine Kontrolle. Früher hattest du den Präsidenten und darüber hattest du den Aufsichtsrat und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Ob das immer so eine glückliche Konstellation für den Rest des Vereins war, ist nochmal eine andere Frage. Aber du hattest immer jemanden, der nochmal auf den Präsidenten draufgeguckt hat. Und jetzt beaufsichtigt er sich quasi selber. Ja, das ist das Problem. Weil der EV keinen Aufsichtsrat mehr hat und die AG, und in der AG ist er das oberste Tier. Und es gibt da keinen, der bei ihm nochmal draufguckt. Das ist, ja. Und wenn man sich kritisch äußert, dann kann es halt auch sein, dass man wie Guido Buchwald dann halt nicht mehr länger Teil des Aufsichtsrats ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Guido Buchwald ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Genau, das wurde dann halt immer verkauft als Stärkung der Mitgliederrechte, ne? Weil jetzt der Präsident halt oberstes Organ der AG ist. Nur hast du halt einen Präsidenten, der halt von 57% der Mitglieder nur gewählt wurde. Und du hast ja eh keinen Zugriff. Du kannst ja nicht anrufen und sagen, bitte in der nächsten Aufsichtsratssitzung dies und jenes machen. Und das war ja auch sowas, was halt auch gebetsmühlenartig wiederholt wurde, diese Stärkung der Mitgliederrechte, und halt von Anfang an einfach nie gestimmt hat. Und jetzt langsam zeichnet sich ja ab, was genau die Folge ist. Und du hast einen Präsident, der für mich jedenfalls die AG über den EV stellt. So, und das ist dann natürlich auch ein Problem. Also sprich, er als Vorstandsvorsitzender, ich glaube, das ist ihm wichtiger als das Präsidentenamt. Und ich glaube, das ist auch Daimler wichtiger, diese Position von Wolfgang Dietrich. So kommt es bei mir jedenfalls an. Weiß ich nicht, ob ich das falsch auffasse, aber... Ja, ich glaube schon, dass ihm persönlich dieses Amt als VfB-Präsident brutal wichtig ist, ne? Der fällt ja auch in dieser Stellungnahme in der Tagesordnung, glaube ich, dieser wunderbare Begriff. Ich als oberster Souverän des Vereins steht da, glaube ich, tatsächlich. und auch die vielen Mitglieder und so weiter. Also ich glaube, das ist für ihn schon so ein Merkmal und also das, wo sich gerne mit schmückt und was für ihn auch ein wichtiges Amt ist. Also, aber trifft er, das glaube ich schon. Trifft er als Präsident Entscheidungen im Sinne des Vereins oder hat er immer noch die AG im Hinterkopf, also wenn es da Überschneidungen gibt? Ich glaube nach wie vor, das ist ja meine Meinung, dass er jetzt mal bewusst dem VfB nichts Schlechtes will, aber der Meinung ist, dass er ganz alleine weiß, was das Beste für einen Verein ist, und das ist vielleicht nicht das, was dann die 69.000 oder ein Teil der 69.000 anderen denken halt, und das ist halt aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem.
Ja, also da stimme ich dir zu. Es gab übrigens auch wirklich eine positive Erscheinung bei VfB im Dialog. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Sven Mislintat, fand ich, hat sich mal wieder hervorragend präsentiert, hat die aktuelle Lage des VfB hervorragend analysiert. Wichtige, gute Sätze gesagt, was Kaderplanung angeht, was die Ausrichtung angeht, was Ziele angeht. Also ich denke mal, ich weiß nicht, Tim, da kannst du mir wahrscheinlich beipflichten, was der Herr Mislintat da abgeliefert hat gestern Abend. Das war ganz großes Kino. Ja doch, das war sehr souverän. Er wusste genau, von was er gesprochen hat. Da war auch so ein bisschen Witz dabei. Der war locker. Also man konnte ihm gut zuhören, man hat ihm gerne zugehört. Ja, ich glaube, dass wir relativ froh sein können, dass er bei uns ist, und doch hat mir gut gefallen. Ich dachte mir gleich, echt cool, dass wir Mislintat haben als Sportdirektor, aber machen wir uns nichts vor. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich wieder jemand anders da sitzen. Also mittlerweile, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das länger geht als ein Jahr. Entweder ist er so gut, dass wir ihn nicht halten können und das Weite sucht, oder alles scheitert und wir fangen nochmal bei Null an im Februar. Lennart, wie schätzt du das ein? Sven Mislintat, ist das jetzt endlich der richtige Mann auf einem Posten, der uns lange gefehlt hat? Keine Ahnung. Also ich, nach den letzten Jahren, so ehrlich weiß, von ihm. Weiß ich beim VfB. Nee, ich weiß echt nicht mehr. Also ich habe letztes Jahr, obwohl die Vorzeichen nicht gut waren, gedacht, naja, vielleicht hat der Korkut jetzt den Bogen raus und vielleicht haben wir uns alle in Michael Reschke getäuscht und er ist zwar irgendwie nicht öffentlichkeitstauglich, aber kann halt vernünftig Kader und Trainer zusammenstellen, und es ist grandios in die Hose gegangen. Ich glaube, dass Sven Mislintat gute Ansätze hat und ich glaube, dass es nochmal ein bisschen leichter fällt, wo noch ein paar wo die Mannschaft so umgekrempelt wird, ich will es mal so nennen, wo du eine Mannschaft hast mit relativ wenigen Spielern mit einer Hausmacht, sondern vielen jungen Spielern, die du leichter formen kannst. Aber keine Ahnung. Also das ist halt auch so eine Sache. Ich kann Wolfgang Dietrich nicht einschätzen. Michael Reschke war auch sein großer Wunschkandidat und die beste Lösung für den VfB. Und knapp zwei Jahre später war es nicht mehr. Weiß ich nicht, also ich halte Wolfgang Dietrich für so unberechenbar, dass, wenn es irgendwie schlecht läuft und er sich irgendwie weiter in der Bredouille sieht, dass dann auch wieder Köpfe räumen beim VfB. Keine Ahnung. Also. Ja, bei unserer Vergangenheit muss man schon ein bisschen vorsichtig auch sein. Ja. Also ich würde momentan für bei niemandem beim VfB die Hand dafür ins Feuer legen, dass er am 10.07.2020 noch im Amt ist. Außer Fritzle und Moischi. Aber ansonsten. Und Jens Kral. Ja, okay. Das ist ein bisschen, was haben die Römer hier für uns getan? Ja, okay, aber also von bei Thomas Hitzlsperger und Tim Walter und Sven Mislintat, die ja nun schon die entscheidenden Positionen im sportlichen Bereich besetzen, ich wünsche es mir, weil ich glaube, prinzipiell glaube, dass das gut werden kann. Aber ich traue diesem Verein alles zu. Ja. Insofern weiß ich nicht, weil ich weiß es nicht, ob er der Richtige ist. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Gestern gab es auch noch einen Artikel, ich glaube, bei den Stuttgarter Nachrichten, und zwar, dass der VfB auf der Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden fündig geworden ist, und zwar in Düsseldorf bei Robert Schäfer, oder in Form von Robert Schäfer. Sebastian, wie siehst du die Personalie? So ein richtig cooler Dude war der Herr Schäfer irgendwie nicht zum Ende seiner Zeit in Düsseldorf, wobei man muss dazu sagen, er hat aktuell noch einen Vertrag bis 2021 in Düsseldorf, ist nur freigestellt, arbeitet wohl aktuell an der Auflösung des Vertrags, um dann frei zu sein für den VfB. Sebastian, wie schätzt du diese Personalie ein? Ja, als noch nicht abgeschlossen. Ne? Da kursieren ja noch mehrere Namen, unter anderem auch Werle und Fee, also zwei Ex-VfBler, die aus Köln irgendwie kommen sollten und so weiter. Ja, das ist halt so eine Personalie, wie irgendwie gerade typisch beim VfB. Ne? Man hört eigentlich einen Namen und dann denkt man, mit dem Robert Schäfer, da war doch was. Ach, das ist der irgendwie den Vertrag mit dem Funkel nicht verlängern wollte und dann drüber gestolpert ist und dann selber gehen musste. Also da kam er ja auch nicht wirklich gut aus der Sache raus und hat ja angefangen, glaube ich, bei 1860 München, also hat auch mit dem Ismaik da irgendwie zu tun gehabt und so weiter. Ja, es hat alles kein... Also Schäfer hat Ismaik, soweit ich weiß, zu München, hat quasi die Tür aufgemacht für Ismaik.
Und musste dann, glaube ich, wegen ihm gehen, oder? Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Auch das ist jetzt irgendwie keine besonders populäre Position in seiner Vita. Ja, da kommt halt jemand, man macht sich kurz ein bisschen schlau über den und denkt, ja, dann kommt noch irgendwie, wie war die schöne Formulierung, hartleibiger Führungsstil. Da denkt man auch, ja, so einen haben wir ja noch gar nicht, klasse. Auch noch rein damit. Ja, weiß ich nicht. Also auch abwarten, aber ist jetzt nicht so, dass du das liest und denkst, wow, wenn der kommen würde, wäre das schon ganz cool. Aber ich meine, man hat das letztens also bei Sven Mislintat hat, da war man erstmal nur positiv angetan. Aber ja, das ist jetzt wieder so eine Personalie. Sagen wir mal so, wenn sich das jetzt zerschlägt, wäre ich auch nicht unfroh. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie die Wahl oder die Abwahl am Sonntag ausgeht. Was man so hört, ist, dass es innerhalb des Vereins doch auch einige gibt, die eher gegen Schäfer sind und sich jemand anders wünschen. Du hast ja gerade schon die Namen Fee und Werle erwähnt. Also bei Armin Fee habe ich auch nicht unbedingt das beste Gefühl. Ich hatte mal das Vergnügen, mich längere Zeit mit dem Vater von Dominik Marot zu unterhalten, der ja sehr große Verbindungen zum SSV Reutlingen pflegt. Und also ich habe nichts dagegen, wenn Armin Fee in Zukunft dem VfB einfach fern bleibt. Nach diesem Gespräch bin ich da eher skeptisch. Aber gut, und bei Alexander Werle muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich es nicht richtig einschätzen. Ist nur so ein Bauchgefühl. Auch nicht der Kandidat, den ich gerne hätte. Also ich glaube sogar, ich meine, ich stecke jetzt bei Köln nicht drin, was sie alles gemacht haben. Ich weiß, dass es in Köln auch Hoodies gab vor der Mitgliederversammlung. Ja. Und da werden Fee und Werle auch nicht ganz unbeteiligt dran gewesen sein, wenn der da schon da war, der Fee. Der Werle auf jeden Fall, der ist da schon ein paar Jahre. Ich glaube, bei Werle hätte ich sogar noch das beste Gefühl. Schäfer finde ich schwierig, aus den Gründen, die ihr eben beschrieben habt. Fee hat bei mir als Trainer grundsätzlich wegen 2007 und der Meisterschaft natürlich noch einen Stein im Brett. Und weil da seine komische, kauzige, ja, ihr könnt mich mal Art irgendwie, das war okay. Aber auch seine zweite Amtszeit mit seinem komischen Rücktritt dann plötzlich und das, was man halt so aus Köln mitbekommt, ist es halt auch so die Art von Führungsstil, die ich vielleicht beim VfB nicht sehen möchte, weil ich glaube, der Herr Fee ist auch ganz gut von sich selber und seiner Tätigkeit überzeugt. Und da könnte ich mir Werle überhaupt noch als besten Kandidaten vorstellen, aber was er fachlich drauf hat, kann ich halt auch nicht beurteilen. Also ich glaube, die haben in Köln schon prinzipiell ganz gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Aber, ja, Lost in Nippes, also der Axel von 93, der weiß da immer anderes zu berichten. Der wäre, glaube ich, nicht abgeneigt, wenn der Herr Fee am besten schon morgen den Verein verlässt. Das ist auch allgemein, was ich so höre. Also das ist, wenn ich so ein bisschen, ich hab im engeren Bekanntenkreis einen absolut Hardcore-Köln-Fan, der auch gut befreundet ist mit Wolfgang Overath. Oder ja, also zumindest treffen die sich regelmäßig in Köln im Stadion. Und der ist jetzt auch nicht Feuer und Flamme, was Armin Fee angeht, um es mal so auszudrücken. Nee, also Fee sehe ich ähnlich wie Erle, könnte ich mir halt noch eher vorstellen. Ja, also wir müssen uns überraschen lassen und aktuell sieht es danach aus, dass Robert Schäfer das Rennen machen wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das dann letzten Endes ausgeht. Gut, dann jetzt noch einmal ganz kurz zu der Nummer Wolfgang Dietrich, Abwahl, das ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Natürlich, die Werbetrommel wurde gerührt, wenn man das so sagen kann. Ich habe, glaube ich, letzte Woche gesehen, dass Rundschreiben rumging innerhalb des Vereins an die Sportler, Sportlerinnen und natürlich die Trainerinnen und Trainer des Vereins, wo nochmal darauf eingewirkt wurde, dass es wirklich eine enorm wichtige Entscheidung ist und dass man auf jeden Fall eine Abwahl verhindern sollte. Also es wurde keine direkte Wahlempfehlung ausgesprochen, aber es wurde im Endeffekt gesagt, also wenn der Dietrich abgewählt wird, dann können wir den Laden dicht machen. Also es wurde das maximal schlimmste Szenario an die Wand gemalt, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt hier anfangen, wieder groß über Wolfgang Dietrich herzuziehen oder zu wettern oder so, das bringt nicht viel. Deswegen, meine Herangehensweise wäre, mal gemeinsam zu erläutern, warum man Wolfgang Dietrich abwählen möchte. Ja, also gar nicht so sehr jetzt da wieder anzufangen, was der alles falsch gemacht hat, sondern was sind eigentlich die Gründe, also warum sollte man Wolfgang Dietrich abwählen? Weiß nicht, Sebastian, möchtest du dich ja mal hervortun mit einem Grund, warum du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Wolfgang Dietrich ist nicht der richtige Präsident für meinen Verein oder beziehungsweise vielleicht hast du ja auch Argumente für Wolfgang Dietrich, was mich überraschen würde. Also erstmal ist es ja so, auf der einen Seite rühmt man sich ja, dass man so wahnsinnig viele Mitglieder hat, dass es immer mehr werden. Der Nachteil ist halt, jedes Mitglied kann auch den Präsidenten abwählen. Ne? Da muss man halt damit leben, halt je mehr Mitglieder man hat, desto mehr Gegenwind wird man auch bekommen, ganz automatisch. Und es ist ja
auch mitnichten so, dass ich als Mitglied einen Grund bräuchte, um ihn abzuwählen. Gebt zu, man sollte einen guten Grund haben, um sowas zu machen, aber wenn der Punkt auf der Tagesordnung steht, dann kann ich auch sagen, ich bin für eine Abwahl, weil mir seine Frisur nicht gefällt. Oder ich habe gar keinen Grund, ist ganz egal, es steht auf der Tagesordnung, ich entscheide halt, wie ich das möchte. Also ich brauche eigentlich weder einen Grund, noch muss ich den äußern und ich brauche auch keinen Nachfolger. Also das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber natürlich gibt es gute Gründe für mich persönlich, für eine Abwahl zu stimmen. Und ich glaube, es gibt ja zwei Ebenen. Auf der einen Ebene ist das, was wir schon angesprochen haben, ist diese ganze Sache mit den moralischen Wertvorstellungen, wo ich mit seinen vermutlich nicht konform gehe. Ne? Siehe Thema Quatrex und siehe Beteiligung den Mitgliedern bei seiner Wahl verschwiegen, Unwahrheiten gesagt, Wahrheiten gebeugt. Also die ganze Art der Kommunikation mit den Mitgliedern, die mir nicht passt, das ist die eine Sache. Und auf der anderen Seite haben wir halt einfach die harten Fakten, das Sportliche. Und ich finde, wenn du jetzt deinem Präsidenten unterstellst, dass seine moralischen Wertvorstellungen nicht ganz so hoch sind, wie du das gerne hättest, er aber wahnsinnig sportlich erfolgreich ist und wir würden jetzt Champions League spielen, dann müsste man vielleicht sagen, ja, vielleicht doch, dann muss ich irgendwie das schlucken, dass das halt irgendwie nicht ganz so toll ist, aber wir sind ja wahnsinnig erfolgreich. Oder du sagst, na gut, sportlich läuft's nicht so, aber unser Präsident ist, er ist ja so ein Ehrenmann, also der vertritt ja Werte im Verein, dann kann ich auch den sportlichen Misserfolg tolerieren, dafür haben wir eine gute Identität im Verein. Aber wenn bei uns jetzt gerade beides nicht passt, also du bist mit dem einen nicht zufrieden, mit dem, wie der VfB nach außen wirkt, auf seine Mitglieder wirkt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite spielst du die schlechteste Saison der kompletten Vereinsgeschichte, bis zum zweiten Mal in 3 Jahren abgestiegen und hast ohne Ende Geld verbrannt, dann würde ich sagen, sind die Zeichen klar, bei mir jedenfalls, für eine Abwahl, weil es auf beiden Säulen quasi nicht passt. Ich glaub, Sebastian, ja, du hast es relativ gut zusammengefasst. Ja. Da kommen halt auch noch so Sachen dazu bei mir, Umgang mit Kritik allgemein, gerade auch diese die Unterstellungen zum Beispiel, dass die lautesten Kritiker sich dem Dialog nicht stellen oder keine Dialogbereitschaft zeigen. Dann auch, dass die guten Entscheidungen gingen alle von ihm aus. Er hat alle irgendwie angeworben, aber dann, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, dann ist alles einstimmig im Aufsichtsrat gefallen. Dann eben genau die Wertevorstellungen, die Wahrheitsbeugung, wie man mit den Mitgliedern umgeht, dann werden plötzlich Sachen behauptet, die früher ganz anders waren und die hätte man ja nie gesagt und dann eben genau das Sportliche, die harten Fakten. Ich glaube, du hast das schon relativ gut zusammengefasst. Ja. Also was mich halt stört, ist einfach, also gerade diese sportliche Säule, es ist halt unter ihm, also nicht mehr, es ist nicht mehr die sportliche Säule, es ist das Gesamtbild, es ist unter ihm nichts besser geworden. Wir sind genauso eine Trainerschleuder wie vorher, wir sind noch mehr eine Sportdirektorenschleuder, als vorher. Wir sind ist schon zum zweiten Mal abgestiegen. Es passt einfach überhaupt nicht zusammen. Wir haben wirklich Geld versenkt. Anders kann man es nicht nennen. Ja? Und zum zweiten halt diese Außenwirkung. Also wer stellt sich denn bitte direkt nach dem Aufstieg hin und sagt, so in 5 Jahren spielen wir Champions League oder in 5 Jahren gibt es nur noch 2 Vereine, die größer sind als wir oder besser sind als wir, München und Dortmund. Wie kann man denn so vermessen sein und sich nach diesem Umbruch, noch bevor die Bundesliga-Saison begonnen hat, so den Mund aufzureißen. Und das ist einfach, also der VfB ist halt in der Außenwahrnehmung, ich habe das neulich mal auf Twitter geschrieben, wir sind halt in der Außenwahrnehmung kaum noch vom HSV oder von Hannover 96 zu unterscheiden. Ich glaube, das kommt, Lennart, ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit diesem wirtschaftlichen Background zustande. Also ich glaube, dass du in der Wirtschaft mit so einer Aussage was bewegen kannst einfach. Also, und sei es nur der Aktienkurs. So. Ja, genau. Und daher kommt das, glaube ich. Ja, aber es ist halt, der VfB ist halt immer noch ein Fußballunternehmen und kein reines Wirtschaftsunternehmen. Und und das ist einfach dieser Gesamteindruck, den der VfB nach außen vermittelt, auch den Umgangston, den Wolfgang Dietrich pflegt. Und zum einen traue ich ihm nicht zu, dass er den Verein sportlich in eine gute Zukunft führen kann, einfach wegen seiner erratischen Personalpolitik, die er in den letzten 2,5 Jahren an den Tag gelegt hat. Und zum anderen muss man sich bei den Aussagen, die er tätigt, wie er auftritt, was er auch alles, also selbst der Auftritt nach innen trinkt er mittlerweile nach außen, muss man sich schon fast dafür schämen, dass dieser Mensch Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins ist,
in dem man Mitglied ist und von dem man Fan ist. Also mir geht auch, ich habe das auch schon verschiedentlich auf Twitter gelesen, mir geht teilweise echt so ein bisschen die Identifikation mit den Vereinsflöten. Die ging zwar bei mir noch nie so über die Personen im Verein, sondern eher über den Verein an sich, aber irgendwie hängt es ja trotzdem. Ja? Also irgendwie fand ich ja Terodde in der zweiten Liga trotzdem cool und dann denkt man sich cool, dass man so einen bodenständigen Typen hat, der 25 Buden in der Saison. Und irgendwie hängt es dann ja doch an Personen und der Präsident ist halt nun mal der oberste Repräsentant des Vereins. Und sowohl sportlich als auch was die Außendarstellung angeht, ist keine gute Zukunft mit ihm. Weil selbst wenn jetzt Hitzelsberger und Mislintat und Walter das Ding wuppen in der zweiten Liga, kann ich mir sicher sein, dass von Wolfgang Dietrich wieder irgendeine dämliche Entscheidung getroffen wird oder er bei irgendwas die Klappe nicht halten kann oder keine Ahnung. Ja, oder er holt jetzt halt einen Vorstandsvorsitzenden, der völlig Käse ist. Also ich traue seinen Entscheidungen nicht und glaube nicht, dass die in Zukunft mehr im Sinne des Vereins sein werden, als es in der Vergangenheit waren. Und das ist eigentlich für mich der so zusammengefasste Grund, warum ich hoffe, dass er am Sonntag abgewählt wird. Was für mich auch noch ein wichtiger Grund ist, ist wirklich die Spaltung der Fans, die ich als so krass wahrnehme wie noch nie, seitdem ich diesen Verein begleite. Und das ist dann doch schon eine ganze Weile. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der Graben zwischen den verschiedenen Fangruppen so groß ist wie noch nie zuvor. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass der Präsident eigentlich das Ganze so in Kauf nimmt. Also diesen Konflikt nimmt er in Kauf und es gelingt ihm. Heizt ihn auch an. Ja, und es gelingt ihm halt auch aus dem Grund nicht, die Fans zu vereinen. Das ist einfach so, das ist so traurig. Ja, also da stehen halt von mir aus 55.000 Leute im Stadion oder die sitzen dann von mir aus auch, die eigentlich dasselbe Anliegen haben, nämlich ihren VfB anfeuern zu wollen. Und trotzdem spielen sich dann so Szenen ab, dass Leute von der Haupttribüne versuchen, auf irgendwelche Stehplatzleute in der Cannstatter Kurve loszugehen oder andersrum. Das gab es zwar früher auch, ja, also das ist mir auch früher schon mal aufgefallen. Es gab auch so Szenen, das kann ich mich noch daran erinnern, dass ich im A-Block mal stand, dass Fans aus dem A-Block in Bechern gepisst haben und auf die Haupttribüne rübergeschüttet haben. Das gab es alles auch sowas in der Art, aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass der Präsident das Ganze mehr oder weniger aufgrund des Wunsches, seine Macht zu erhalten, wenn man das so drastisch formulieren darf, in Kauf nimmt. Sondern da hat man schon das Gefühl gehabt, dass man da versucht, zumindest mal so halbwegs die Wogen zu glätten. Und das fehlt mir komplett und das finde ich schade. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da dieser tolle Verein, ja, der natürlich auch von seinen Fans lebt, enorm Schaden nehmen kann. Ja, also, weil gut, es ist gut möglich, dass irgendwann Leute sagen, ich gehe da nicht mehr hin, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das funktioniert das alles noch, aber wie lange funktioniert das? Ja, also, wie lange bleibt das Stadion voll? Und da mache ich mir schon noch ein Stück weit Sorgen. Und dann gibt es natürlich genügend andere Sachen, die man hier noch anführen könnte. Die Lügen, die verbreitet wurden, allem voran die Geschichte mit den regional verwurzelten Partnern, dass die unser Heimvorteil sind und anschließend wollte man das so nie gesagt haben. Ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn ich mit dieser Aussage rausgehe, um die Ausgliederung voranzutreiben, das ist das eine. Wenn ich dann aber merke, das funktioniert so nicht, dann einfach so zu tun, als hätte ich es nie gesagt, obwohl es einfach noch im Internet steht, auf der eigenen Seite, beziehungsweise auf dem eigenen YouTube-Kanal, das ist ja fast schon irre. Ja? Da kann man sich doch hinstellen, das habe ich mir immer wieder gedacht, warum sagt er nicht einfach, okay, also das war unser Wunsch, ja, wir sind in Gespräche getreten mit verschiedenen Partnern, aber wir müssen so ehrlich sein. Ja, es hat nicht geklappt und die wollten halt einfach nicht die Bedingungen akzeptieren, die wir vorgegeben haben und unter diesen Umständen konnten wir nicht zueinander finden und deswegen müssen wir den Kandidatenkreis erweitern. Das finde ich völlig in Ordnung, wenn du das so kommunizierst. Das war immer noch nicht der Idealzustand, ja, und jeder würde danach auch sagen, ja, guck, auf einmal funktioniert's nicht und hat man da nicht vorher Gespräche geführt. Aber dieses ständige Belügen und immer weiter Lügen, das ist das, da fühle ich mich einfach verarscht, hoch 10 von ja, Wolfgang Dietrich. Genau. Ja, und dann geht er weiter mit Quadrex und so, Sebastian hat es ja schon angesprochen. Ja. Ja, genau, eine Entwicklung, die er gefühlt nicht, also die der ganze Verein nimmt, ne? Also irgendwie immer weniger Transparenz, immer weniger Ehrlichkeit. Also das gleitet ja rasant in irgendeine Richtung. Ne? Also wenn sich der VfB meldet, habe ich festgestellt, dann ist man ja schon darauf vorbereitet, dass man sich in wenigen Sekunden ärgern wird über irgendwas, weil irgendwas kommt, wo man sich drüber ärgert und das finde ich ganz furchtbar. Man sollte es ja eigentlich, es gab mal Zeiten, da hat man
Sachen positiv aufgenommen, den VfB irgendwo wahrgenommen und dachte, das wird jetzt irgendwie gut. Dann war eine Phase, dass man hat es neutral zur Kenntnis genommen. Da kommt irgendwas mit dem VfB, vom VfB, mal gucken, wie es wird. Und mittlerweile ist man ja komplett negativ eingestellt, weil man weiß, egal was kommt, es wird meistens schlecht. Wenn ich die Meldung lese, dann VfB hat Kandidaten für Vorstandsvorsitzenden, dann bin ich darauf eingestellt, dass da ein Name kommt, der mich ärgern wird. Und so kommt es dann ja auch. Ne? Ja. Und das ist halt so eine Entwicklung, die ist ganz furchtbar, wenn man sich dann überlegt, hey, bevor ich mich jetzt ständig ärgere, dann lasse ich es doch. Und ich meine, kann ich meine Lebenszeit mit was Besserem verbringen, als mich beim VfB zu ärgern. Und ich finde diese Entwicklung halt schlimm, weil man merkt ja, das ist bei vielen in der Fall. Und ich sehe halt auch nicht, wie das jetzt besser werden könnte. Also klar, sportlicher Erfolg, der kittet viele Risse. Und wenn jetzt dann das neue Team begeisternden Fußball spielt und gut in die Saison startet, ja, dann wird es wieder ein bisschen schöner. Aber ja, lass sie mal aus den ersten drei Spielen halt nur eins gewinnen und zwei verlieren oder so. Dann wird es ja noch schlimmer. Und das Auftragsprogramm ist ja auch nicht ganz ohne. Aber auch abseits vom Sportlichen, ja, gleitet das, wie gesagt, in irgendeine Richtung, die relativ unschön ist, finde ich. Und um nochmal ganz kurz auf die Mitgliederversammlung zu kommen und auch, was du gerade gesagt hast, ich habe gerade E-Mail aufgemacht vom VfB, gute Gründe für eine Teilnahme, ja, die Mitbestimmung ist ganz wichtig und dann gibt es einen Speise- und einen Getränkegut, zusätzliche 15% Rabatt im VfB-Fancenter und die Chance auf 2x2 Tickets für einen Besuch eines Heimspiels in der Ehrenloge und 2x auf einen Besuch eines Trainings der Lizenzmannschaft inklusive anschließender Führung durch das NLZ. Das muss man sich jetzt mal überlegen, Ehrenloge ist wahrscheinlich der Platz, wo Dietrich und Port und so rumlaufen. Besuch eines Trainings der Lizenzmannschaft, also wahrscheinlich nicht nur irgendwie wie der Kiebitz am Rand stehen, sondern irgendwo näher dran und Führung durch das NLZ. Also das sind ja schon ganz schöne Dinger, die da verlosen. Ja, und da denke ich mir, Leute, ihr habt das 2017 gemacht, da gab es Gratis-Trikots, da gab es Kritik und jetzt zieht ihr einfach das Gleiche schon wieder durch und denkt, dass das keiner merkt, nur dass die Leute, es fallen wahrscheinlich auch genügend treue Leute drauf ein, die sagen, oh ja super, dann gehe ich da hin, 15% Rabatt und die Chance neben Wolfgang Dietrich in der Ehrenloge Scampi zu futtern und hinterher noch das NLZ zu laufen, ah ja super, und wenn die mir das anbieten, dann stürme ich auch für den Dietrich. Aber Leute, ja, das ist immer wieder das versucht wird. Du wirst halt echt Weil es funktioniert, aber das muss man dazu sagen. Es funktioniert ja, halt natürlich. Leider. Ja, natürlich. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz das Thema VfB, Dietrich und sein Versprechen, sich den Kritikern nach der Saison zu stellen, auch das möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Das wurde uns ja immer wieder gesagt, als die Kritik ja schon zu Beginn der Rückrunde ja hochkochte und immer deutlicher in Richtung Dietrich wurde, da hat er ja dann immer darauf verwiesen, dass er sich nach der Saison seinen Kritikern stellen möchte. Und ein Stück weit bleibt das ja aus. Natürlich gab es jetzt die Veranstaltung VfB im Dialog, aber das ist halt so eine klassische Propaganda-Veranstaltung letzten Endes. Also die OFC-Tour, ne? Er hat gestern angesprochen, er wäre der dialogoffenste Präsident, den der VfB je gehabt hätte. So hat er es, glaube ich, sogar gesagt, weil er ja nach der Saison bei diesen Regionalveranstaltungen war und sich den Fans gestellt hat. Und das wollte ich vorher auch nochmal ansprechen, wie dieser ganze Umgang mit Kritik und mit auch mit dem Thema Quatrix, dass da dieser die Fragen, ich glaube, es waren zwischen 7 und 10 Fragen vom Fanausschuss, begründete Fragen, auf die man einzeln Antwort geben könnte, dass darauf nie geantwortet wurde, dass er sagt, ich stelle mich nach der Saison, stelle ich mich allen offenen Fragen und trete in den Dialog und dann geht er auf fünf Regionalversammlungen und beantwortet keine Fragen und haut nur so ein Schreiben raus, dass jetzt in der schwierigen Phase alle zusammenhalten müssen und sich dann nach der Saison sich dann so gar nicht stellt oder nur in so, ich nenne es jetzt mal Alibi-Veranstaltungen wie VfB im Dialog, finde ich dann halt schon ziemlich schwach. Ja, und vor allen Dingen, es wird ja auch immer wieder behauptet, die Ultras wollen mit ihm keinen Dialog bzw. keine Diskussionen und die Gespräche wurden von Seiten der Ultras eingestellt. Auch da muss man ja dazu sagen, so ein Dialog bzw. Diskussion, die muss natürlich auch immer, sagen wir mal, so geführt werden, dass man bereit ist, sich einander anzunähern. Und ich glaube, die Position von Wolfgang Dietrich und des gesamten Vereins ist relativ klar. Und da wird sich nicht bewegt. Und von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn da die Jungs vom Schwabensturm und Kommando Kantschat sagen,
auf diesen in Anführungsstrichen Dialog, auf den können wir verzichten. Entweder wir sprechen vernünftig, vielleicht sogar ergebnisoffen, beziehungsweise mit der Bereitschaft, sich einander anzunähern, oder wir lassen es gleich ganz sein. Und überhaupt diese mehr von er würde sich der Kritik stellen und wäre bereit für Dialog. Offene Einladung, Herr Dietrich, SDR ist jederzeit für Sie da. Können Sie gerne vorbeikommen oder wir kommen vorbei mit dem Mikrofon zu Ihnen in die Mercedesstraße, können wir uns gerne unterhalten. Wir haben beide eine Kontaktperson, die da eine Verbindung herstellen kann. Also das ist gar kein Problem. Sie müssen dem Herrn nur Bescheid geben, der meldet sich bei mir und dann bin ich mir sicher, wird der Sebastian gerne mitkommen, um mich zurückzuhalten. Bist du okay? Nein, mir geht's ja gar nicht darum. Ich habe ja, das muss ich mir dazu sagen, es geht mir gar nicht so sehr darum, was Wolfgang Dietrich für ein Mensch ist. Es geht mir einfach darum, was der aus diesem Verein macht. Genau. Darum geht es ja grundsätzlich so auch die ganze Kritik, die jetzt, darf halt zum einen nicht sein, dass die Kritik so persönlich auf die Person bezogen wird. Die gibt es im Netz, ganz klar, die ist Mist, und wird natürlich auch dankbar dann aufgenommen, dass es halt gegen ihn als Person geht. Aber es ist doch so, ich meine, wir allen wünschen ihm ja nur das Beste eigentlich und ganz viele Beteiligungen an ganz vielen GmbHs und AGs in Luxemburg und den Virgin Islands und sonst wo. Und von mir aus kann er sich auch beim KSC einkaufen. Das ist mir alles egal, solange er halt nicht Präsident von meinem Verein ist. Ne? Da kann er alles machen, ist mir völlig egal. Aber solange er halt Präsident vom VfB ist, muss er sich halt einfach der Meinung der Fans stellen. Und wenn die sagen, nee, das ist für uns nicht das Wahre, dann ist das halt so. Ne? Aber mit ihm persönlich hat das überhaupt nichts zu tun. Man muss es halt immer wieder betonen, dass es genau so ist, weil er bringt sich ja, das haben wir ja vorhin schon besprochen, immer wieder in diese Opferrolle. So, ja, also es geht nur gegen ihn und seine Familie. Und da denke ich mir halt die ganze Zeit, Leute, also dass du das überhaupt so sagst, das finde ich ja fast schon frech. Also ich meine, wieder Thema Quadrex, ja, dass er so tut, als wäre das miteinander überhaupt nicht, oder wäre das kein Problem, dass sein Sohn seine Anteile übernimmt und er jetzt halt davon profitiert, dass Union Berlin aufsteigt und so Geschichten. Ach, das ist mir alles, da windet sich alles in mir, also das möchte ich einfach nicht, sowas. Das stinkt bis zum Himmel, sorry, und man konnte mir bislang das Gefühl auch nicht nehmen, dass das bis zum Himmel stinkt und dass hier wieder Leute am Werk sind, die vielleicht natürlich das Beste für den VfB wollen, aber auch nicht abgeneigt sind, wenn sie davon dann auch noch ein bisschen was haben. Und das ist ein großes Problem für mich. Und seine Dialogbereitschaft hat sich auch eben nochmal an dem Beispiel bei mir gestern gezeigt. Ich habe mir vor dem Gespräch habe ich mir kurz überlegt, Worst Case, Best Case, vielleicht lädt er mich ja sogar ein und sagt, hey, komm mal eine Stunde vorbei, ich erzähle dir nochmal alles, und im schlechtesten Fall weist er mich einfach nur ab, und man hat ja dann gemerkt, oder ich habe es hautnah zu spüren bekommen, wie es dann auch abgelaufen ist, und dass ich dann nur den Vorwurf bekommen habe, ich würde ihm irgendwas unterstellen, was, und er mir meine Frage gar nicht beantwortet hat und dann auch relativ sehr schnell sehr rau in seinem Ton geworden ist, so dass das Gespräch dann auch relativ schnell wieder eigentlich auch beendet war, ohne dass ich jene Antwort darauf bekommen habe, warum er die Sache eben den Mitgliedern vor seiner Wahl verschwiegen hat. Deswegen, Herr Dietrich, wenn Sie da was gerade rücken wollen, STR ist Ihr Ansprechpartner. Sagen Sie einfach Ihrem Kollegen Bescheid, dass Sie sich bei mir melden. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich euch kurz alleine lassen. Ich muss hier noch kurz Kinder versorgen, aber ihr seid ja zu dritt, also ihr braucht mich jetzt ja gar nicht. Ich bin so in 10 Minuten, denke ich, dann wieder am Start. Okay, der Sebastian meldet sich. Ich denke, wir haben das Thema Mitgliederversammlung Wolfgang Dietrich soweit auch besprochen. Also wichtig ist, dass alle erscheinen, die Möglichkeit dazu haben, um ihre Stimme abzugeben, und dann ist es letzten Endes eine demokratische Wahl, und wir müssen mit dem Ergebnis leben, aber man kann zumindest mal das Zeichen setzen, dass man aktuell vielleicht nicht 100% zufrieden ist mit dem, was da so abgeht an der Vereinsspitze, und ja, es gibt ja auch noch die Entscheidung zu treffen, ob man das Präsidium einzeln entlastet. Ich denke mal, das wäre auch vielleicht gar nicht so der falsche Weg, da auf eine Einzelentlastung zu gehen. Also wie gesagt, ich möchte ja keine Wahlempfehlungen aussprechen. Das muss jeder für sich selber letzten Endes entscheiden, was er für richtig erachtet. Und ich finde es auch letzten Endes, ja, muss man dann auch immer wieder sagen, es ist nur Fußball. Ja, also ich will das gar nicht so dramatisch alles sehen, wie sich es vielleicht auch gestern für mich und vielleicht auch für euch angefühlt hat. Weil gestern habe ich echt Frust geschoben. Wie gesagt, ich musste dann ausmachen zwischendrin und musste erstmal laufen gehen, weil mir das einfach zu viel wurde. Und vor allen Dingen mit der Kritik umzugehen, dass das alles mehr oder weniger hinter dem Mäntelchen der Anonymität stattfindet und so, das war mir alles sehr zuwider, aber mittlerweile geht es dann auch schon wieder. Ja, also mir geht es so ein bisschen, ganz kurz, was der Sebastian vorhin gesagt hat. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal wirklich über irgendwas freuen konnte, was beim VfB passiert. Ja, also die ganze letzte Saison war ein einziges Chaos. Ja?
Und selbst in der Vorsaison hast du dann immer, im Moment, wo es gut läuft, kommt halt irgendwie, kommen Dietrich und Reschke um die Ecke nach 3 gewonnenen Spielen in Folge und sagen, guck mal, wie geil wir sind. und das fehlt mir einfach beim VfB, dass ich mich mal, dass ich das Gefühl habe, da läuft mal was in die richtige Richtung. Und das Gefühl habe ich seit Jahren nicht mehr. Ja, also da geht's dir ähnlich wie mir, also das kann ich nur so bestätigen. Aber vielleicht wird's ja mal irgendwann besser. Das ist die Hoffnung, die wir alle haben. Gut, Mitgliederversammlung, 14.07., 13 Uhr im Neckarstadion, bitte erscheinen und dann, ja, genau, die Stimme abgeben, so einfach ist es. Gut, genau. Dann ist, was denn jetzt gerade die Kinder versorgt, dann mache ich so Art Hausmeistertätigkeiten und bespreche ganz kurz Dinge, die im Trainingslager passiert sind. Da kann der Lennart und auch der Tim mit Sicherheit auch was dazu sagen. Und zwar hat sich der VfB ins zweite Trainingslager begeben. Glaubt ihr, dass mir jetzt einfällt, wo ist St. Gallen? Genau, das war's. Nach St. Gallen. Und interessant war natürlich erstmal zu sehen, wer alles nicht mehr mitfahren durfte ins Trainingslager. Zum einen Aidonis, zum anderen Hornung, Kopacz, der allerdings ja angeschlagen ist und deswegen nicht mitgereist ist, aber wahrscheinlich auch kein Kandidat sein wird für den Profikader. Und Leon Dayaku, der eine Knöchelverletzung hatte, alle die Spieler mussten in Stuttgart bleiben. Ein paar mussten dann auch noch nachreisen, beziehungsweise haben sich verletzt und konnten nicht mehr vollumfänglich im Trainingslager teilnehmen. Zum einen hat es gestern Jens Grahl erwischt mit der wahrscheinlich schlimmsten Verletzung von allen aktuell verletzten Spielern. Bei einem Pressschlag hat er sich eine Meniskusverletzung zugezogen. Das sieht gar nicht gut aus. Ist sehr, sehr schade, weil alles, was ich jetzt bislang mitverfolgen konnte, hat Jens Grahl wirklich einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung bis jetzt gespielt. Also zum einen hat er einfach klasse gehalten und zum anderen hat er wohl auch die Art und Weise, wie Tim Walter die Torwartrolle interpretiert, er hat es einfach hervorragend umgesetzt. Deswegen ärgert es mich natürlich da schon so ein bisschen, dass Jens Grahl jetzt wahrscheinlich längere Zeit ausfallen wird. Ich glaube nicht, dass Jens Grahl als Option für die Nummer 1 in Frage gekommen wäre, aber ich gönne es ihm einfach so sehr, einfach nochmal ein Profispiel für den VfB absolvieren zu dürfen. Am besten natürlich ein Heimspiel. Und diese Meniskusverletzung macht das Ganze etwas schwieriger. Roberto Massimo musste auch aufgrund einer Verletzung zumindest mal pausieren und wird auch noch ein paar Tage ausfallen. Er verletzte sich am Montag, hat einen Anriss des mittleren Außenbands im linken Sprunggelenk erlitten. Und ja, so Sprunggelenkverletzungen sind immer eine bittere Angelegenheit. Da ist es immer sehr, sehr schwer, Prognosen rauszuhauen, wie lange da Spieler ausfallen. Manchmal geht schneller, als man denkt. Auf der anderen Seite dauert es auch manchmal dann relativ lang. Und das ist einfach bitter. Ähnliches gilt für Borna Sosa, der sich ebenfalls verletzt hat. Ich glaube, am Sonntag muss das gewesen sein oder am Samstag. Also ich glaube, beim ersten Training in St. Gallen. Ebenfalls Außenband und dazu noch eine Kapselzerrung im Sprunggelenk, Mittelfußprellung, also auch er wird eine Zeit lang ausfallen. Bei ihm ist es Gott sei Dank auch nicht so schlimm wie bei Roberto Massimo, oder was heißt nicht so schlimm, also es ist einfach kein Riss und es wird jetzt keine wochenlange Ausfallzeit drohen, sehr wahrscheinlich. Ich habe es ja gerade eben schon erklärt, Sprunggelenk ist immer so eine Sache. Und wenn wir schon bei Sprunggelenksverletzungen sind, kommt der nächste noch dazu. Leon Dayaku, habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist nicht mit ins Trainingslager gereist, weil er sich im Backnang eine Bänderverletzung ebenfalls im Sprunggelenk zugezogen hat. Und abschließend zum aktuellen Verletzungsstand möchte ich noch Philipp Clement erwähnen, der sich immer noch mit muskulären Problemen rumplagt. Da hat man jetzt auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass es vielleicht doch etwas Größeres sein soll. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist er heute aber wieder so, man das Ganze interpretieren kann, mit dem Ball aktiv gewesen. Also das sieht es danach aus, dass es so langsam besser wird. So, jetzt frage ich einfach mal den Tim, ob er sich erklären kann, warum wir innerhalb von 3 Tagen gleich 1, 2, 3, 4 Spieler mit Verletzungen verlieren. Ist das einfach so in der Vorbereitung oder liegt das vielleicht unter anderem auch an der Beschaffenheit des Platzes? Das habe ich ja vermutet. Ja, das wollte ich gerade anbringen, dass ich das auch gelesen hatte, dass, ich weiß nicht, ob du das warst, dass es auch gefragt wurde, ob der Platz nicht richtig gemäht ist. Das kann schon passieren. Ich habe mir auch damals auf einem relativ hohen Rasen mir ein Bänderriss zugezogen und mein Knöchel angebrochen. Also die Beschaffenheit des Platzes kann da schon ein Ausschlag geben sein. Ich muss sagen, dass ich die Trainingslager und auch die Testspiele bisher noch nicht so aktiv verfolgt habe. Und mir sind klar die Trainingsmethoden von Tim Walter auch positiv aufgefallen. Ich kann jetzt aber zu der Intensität davon nichts sagen und kann jetzt auch nicht sagen, ob das vielleicht damit zusammenhängt.
Ja, Lennart, ich würde dich gerade fragen, das würde ich nämlich auch noch von dir gerne wissen, weil was mir auffällt, wenn man das so beobachtet, die Trainingsvideos, die man jetzt auf den sozialen Medienkanälen des VfB sieht oder auch auf meinem VfB, das sieht immer danach aus, dass Tim Walter wirklich den Fokus auf den Ball legt. Also da sieht man jetzt wenig so typische Krafteinheiten. Weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das einfach nicht seine Art und Weise ist, wie er Kondition bolzt, aber es sieht wirklich danach aus, dass er wirklich viel Wert darauf legt, dass der Ball immer im Fokus steht und nicht so sehr das harte Arbeiten und stundenlange Laufen, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Hast du auch diesen Eindruck gewonnen und wie schätzt du das ein, gerade mit Hinblick auf die kommende Saison, die mit Sicherheit anstrengend wird? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Trainingsvideos jetzt noch nicht alle angeschaut. Das gibt's doch nicht. Dann machen wir kurz Pause und guckst du die jetzt an. Nee, also Tim Walter ein Fokus auf Spielform mit Ball liegt im Training, das ist ja nachvollziehbar, wenn du einen Ballbesitz fokussierten Spielstil bevorzugst. Ich weiß auch nicht, ob man aus diesen Trainingsvideos das immer ablesen kann, wie sehr der Fokus auf die Fitness gelegt wird. Die Diskussion hatten wir ja vor einem Jahr schon mal, wenn ihr euch erinnert. Da wurde auch immer gesagt, naja, man hat ja beim Trainingslager von Korkut hat man ja keine Fitness hat man überhaupt nicht gesehen, dass die Fitness gemacht haben. Die können auch das Fitness irgendwo drin gemacht haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob wir letztes Jahr in der Vorbereitung ähnlich viel Verletzte hatten oder ob es da besser lief und ob das vielleicht auch was mit der Trainingsintensität zu tun hat. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das Training habe ich mir jetzt nicht so angeschaut. Also da brauchst du die konditionelle Grundlage für die Saison. Ich bin aber auch weiterhin der Meinung, dass das letztes Jahr nicht das Problem war, weil das auch erst rausgeholt wurde, als Korkut weg war. Ja, und auch nicht besser wurde. Auch nicht nach der zugegebenermaßen relativ kurzen Wintervorbereitung. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass heutzutage, also ich glaube nicht, dass unter Tim Walter zu wenig für die Kondition getan wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt bei ihm nicht vorstellen. So wie was von dem, was ich bisher so mitbekommen habe. Und du wirst auch nicht Nachwuchstrainer bei den Bayern, wenn du so eklatante Fehler in deiner Vorbereitung machst. Und du wirst auch nicht mit Kiel so gut in der zweiten Liga, wenn du solche Fehler in der Vorbereitung machst. Wahrscheinlich nicht, ja. Ich kann da zum Training nicht viel sagen. Ich bin halt mal gespannt, wie die Mannschaft insgesamt zusammenpasst, wie auch die jungen Spieler mit den Drucksituationen umgehen können. Ich habe mal neulich ausgerechnet, unsere Neuzugänge haben, wenn man die hochgezogenen Jugendspieler und die Rückkehrer von den Laien, wie Mangala rausrechnet, haben ein Durchschnittsalter von 22,4 Jahren, glaube ich, oder so. Ich glaube, Stenzel oder Clement ist, glaube ich, 26. Mhm. Und Al-Gadoui ist 28. Und das war's. Und der Rest ist alles zwischen Jahrgang 2000 und 97 ungefähr. Da bin ich eher gespannt, wie der mit den vielen jungen Spielern, die ja dann auch unweigerlich spielen werden, wie das klappt, wie die mit Rückschlägen umgehen, wie die mit dem Druck umgehen in dieser zweiten Liga, wo wir jetzt noch mehr Konkurrenz haben als vor 3 Jahren. Das ist dieses Psychologische, das finde ich eigentlich noch spannender als jetzt diese Fitnessdiskussion. Gut, ist jetzt also was mir aber sehr positiv aus den Trainingslagern aufgefallen ist, sind gerade so teambildende Maßnahmen, auch diese kleinen Bestrafungen, wenn man verloren hat, gefallen mir persönlich sehr gut, weil man dadurch immer im Hinterkopf hat, diesen Siegeswillen immer im Hinterkopf hat, und dann tauchen eben auch so Videos auf, wo so zwei interne Mannschaften sich irgendwie in irgendwas betteln und dann auch einen Gewinner geben wird und dann wächst. Ich habe so das Gefühl, dass da durch solche kleinen Maßnahmen ein Team sehr gut zusammen wachsen kann. Und das ist mir bisher relativ gut positiv aufgefallen. Auch, dass Tim Walter ein sehr kommunikativer Trainer ist auf dem Platz, dass er viel Anweisungen gibt, viel erzählt, viel mit den Spielern spricht, aber den Spielern auch sagt, wenn ihm mal was nicht passt, also zum Beispiel bei Gonzales, wo er ihm gesagt hat, ja, dann meine Oma spielt einen besseren Ball oder so, so in die Richtung. Das ist mir sehr positiv aufgefallen und ich bin gespannt, wie das dann auch in der Liga läuft. Wobei, gerade was das Thema Teambuilding angeht und Zusammenhalt, ich glaube, das Team letztes Jahr hatte auch keine schlechte Teamchemie innerhalb. Die waren sich halt alle einig, dass sie zu gut sind für den Abstieg. Ja, also es ist ja so, du hast ja gehört, ihr habt ja gelesen, was Christian Gentner
jetzt im Interview gesagt hat nach seinem Wechsel zur Union Berlin. Ja, hier hat man das Gefühl, dass man von Anfang an alles gegen Abstieg tun muss, und wir haben letztes Jahr gedacht, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun, und das, der Ansicht war die ganze Mannschaft scheinbar. Wir fangen eine Ebene drüber an. Ja, ja, genau, genau. Und ich glaube, das Klima innerhalb der Mannschaft war auch letzte Saison nicht schlecht, wenn man vielleicht mal von Holger Badstuber absieht. Aber das alleine macht es halt nicht aus. Ne? Aber da ist natürlich eine gute Grundlage auf jeden Fall schon mal. Ein gut mich gelaunter. Da kurz zurückzumelden, wenn ich darf, genau. Also ich habe auch den Eindruck, dass so eine Aussage wie von Gentner letztes Jahr gegen Mainz, muss man nicht gewinnen, und sich dieses Verlieren muss wehtun oder Verlieren muss sich scheiße anfühlen von Walter, wird nicht zusammenpassen. Und das gibt ja schon so ein bisschen Hoffnung, dass da dieser Siegeswille in der Mannschaft wieder Einzug hält, auch gerade in Kombination mit diesem krassen personellen Umbruch halt, aber auch das werden dann die Spiele zeigen, aber die Hoffnung, dass das so ist, die besteht natürlich schon bei mir. Gut, dass du wieder da bist, denn ich habe noch zwei Testspiele, die ich besprechen möchte, jetzt nicht ganz so ausführlich, aber ich möchte natürlich ja so ein paar Eindrücke von dir geschildert bekommen, wie es in Backnang war, denn du bist nach Backnang gereist, man muss jetzt schon sagen, da nehme ich die Pointe wahrscheinlich schon vorweg, du hast ein Unikat erstanden, ja, ein Fehldruck. Ja, ich befürchte, es ist kein Unikat, sondern dass die ganze Auflage so aussieht, aber es geht um einen alten VfB-Ball mit so Prägungen, wann der VfB Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Aber vielleicht ist das dann gar nicht so interessant. Du kannst mir eher erzählen, wie der VfB so gespielt hat in Backnang. Ja, genau. Der VfB hat am 5.7. im Etzwiesen-Stadion, das liegt so ganz malerisch da unter dem B14, ist es ein Viadukt, auf jeden Fall unter der Brücke liegt es da. Da haben wir uns das Spiel angeguckt gegen Backnang. Die spielen Oberliga. Ging am Ende dann 3-1 aus, aber ich muss gestehen, ich kann auch gar nicht so viel zum Spiel sagen. 3-0, oder? Ging es nicht 3-0 aus? 3-0, sorry, genau, das Tor gab es gar nicht, ja. Weil wir direkt hinterm VfB-Tor standen, also so auf Pfostenhöhe ungefähr, und wir standen ein Meter, zwei Meter hinterm Tor direkt, was natürlich dann die Übersicht so ein bisschen erschwerte, also da müsst ihr es mir nachsehen, wenn ich denn jetzt nicht euch das schildern kann, wie sie verschoben haben oder von irgendwelchen fluiden Halbpositionen und abkippenden Sechsern und falschen Neunern. Aber wir waren ganz nah dran. Ich war mit meinem Sohn da, für den war das natürlich dann wichtiger. Und der hat noch so eine gute Größe, dass er halt nur so halb über die Bande drüber gucken konnte. Aber wenn ein Ball gekommen wäre, hätte er den auch nicht abbekommen. Also deswegen war das ganz geschickt da hinterm Tor. Und wir waren da schon sehr nah dran. Aber jetzt eine taktische Expertise fällt schwer. Was ich sagen kann, wenn dann der VfB dann in den weißen Aufwärmleibchen aufs Feld läuft, und ich hatte ja vorher die Testspiele auch nicht so gesehen, dann überlegst du halt schon, wer das überhaupt ist, der da gerade kommt. Ne? Also das ist schon echt brutal. Ja. Also früher dachtest du, ja, da kommt der Gentner und da ist der Beck und da kommt Aogo und der Zieler, klar. Und jetzt kommen da Leute reingelaufen, wo du dann echt denkst, aber wer ist denn das jetzt? Ne? Also, und da wird einem erstmal so bewusst, wie viele neue Spieler da sind und wie viele von denen, die du halt immer sehr schnell und sehr gut erkannt hast, nicht mehr da sind. Das war für mich so eigentlich die Erkenntnis des Abends. Genau, und VfB Fairplay, die Stiftung hatte einen Stand, da konnte man Lose kaufen. Wir haben, glaube ich, 10 Lose gekauft, und für 10 Treffer gab es dann diesen Ball unter anderem, und von unseren 10 Losen waren auch 10 Treffer, also wahrscheinlich verkaufen die auch nur Treffer, was dann wieder ganz toll ist. Und da haben wir diesen wunderschönen Retro-Ball bekommen in so einer braunen Lederoptik, auf dem dann auch die deutschen Meisterschaften verzeichnet sind. Leider ohne die Meisterschaft 84. Was du natürlich dann direkt ins Netz gepostet hast und anonym unterstellt hast, dass das ein Affront gegen Herrn Olicher ist. Das muss man ja auch wieder sagen. Gleich wieder für schlechte Stimmung gesorgt. Hinter deinem anonymen Account. Also da sieht man die Anzeige aus. Gleich wieder gehetzt gegen die Leute, die den Ball gestaltet haben und eine Meisterschaft vergessen haben, aber wenn man so viele hat wie der VfB, dann kann das jetzt passieren. Ja, natürlich, ja. Da kann das mal passieren. Übrigens, was ich interessant fand, im Spiel gegen Backnang, Durchschnittsalter unserer Mannschaft 22,05 Jahre. Das ist schon ziemlich krass, und auch, also wenn man sich überlegt, was da letzte Saison für einen Altersdurchschnitt des Häufigeren erzielt wurde, dann ist das schon mal, ja,
positiv zu bemerken, muss man ganz ehrlich genau, sagen. Genau, ein Audio-Highlight war natürlich noch der Stadionsprecher in Backnang, der halt auch noch, ich hatte visuelle Schwierigkeiten, die Spieler zu erkennen, er hatte eher akustische Schwierigkeiten und hat dann vorgestellt mit der Nummer 6 Santiago Escobar. Fand ja, ich. Hat man auch mal so ein Klicken mit der Maus gehört während dem Das nicht. Nee, ich glaube, der war auch eher Generation Dietrich, der hat es noch nicht so im Internet. Gut, dann gab es noch ein Testspiel gegen Zürich, das aus meiner Sicht bislang einfach so den besten VfB und da weiter zum Vorschein gebracht hat. Das war für mich das überzeugendste Testspiel, das ich mit anschauen durfte. Der VfB gewann dieses Testspiel 5:3. Es war wirklich einfach ein sehr guter Auftritt, auch wenn man hier sagen muss, obwohl es vom VfB übertragen wurde, so wirklich genaue Analysen konnte man auch da nicht danach treffen, denn die Kameraeinstellung war etwas schwierig, aber das möchte ich jetzt hier nicht dem Kameramann ankreiden. Ich denke mal, es ging einfach nicht besser. Nichtsdestotrotz hat der VfB aus meiner Sicht sehr, sehr gut gespielt. Zürich wollte auch mitspielen, hat den VfB gefordert, hat natürlich auch gezeigt, wie man der Mannschaft wehtun kann. Es gab, glaube ich, in der 15. Minute ein Gegentor, dass Fabian Bredlo so ein bisschen auf seine Kappe nehmen muss, als er sich so ein bisschen verschätzt hat und sehr offensiv zu Werke ging als Torhüter. Aber insgesamt war das ein ordentlicher Auftritt. Ich weiß nicht, hat einer von euch das Spiel gesehen und möchte dazu was sagen? Ich habe eine Zusammenfassung gesehen und habe mir auch gedacht, dass das wahrscheinlich was ist, was wir häufiger zumindest in Teilen sehen werden in der Saison. Also hoffentlich nicht diesen Auslauf von Fabian Bredlo, der quasi mit einer Fußberührung überwunden wird. Aber grundsätzlich das Offensivspiel, was auch immer schön bis zur Grundlinie durchging, und einfach auch das Ergebnis, das 5:3, hoffen wir halt, dass die Tore nicht so einfach fallen, wie sie es gegen Zürich getan haben. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass das so gut funktionieren kann. Also, weil, wie gesagt, gerade die Angriffe, wie die liefen, liefen ja quasi alle auf der Grundlinie lang. Und im 16er, also das hat mich schon positiv gestimmt. Aber es ist natürlich Vorbereitung und Liga sind natürlich immer komplett zwei verschiedene Paar Schuhschränke, wie wir ja spätestens seit den letzten großen Siegen in der Vorbereitung vor den Abstiegen wissen. Ja, also das sehe ich genauso. Also man sollte das jetzt nicht überinterpretieren und anfangen zu träumen oder so. Ich glaube, gegen Bern hat man ganz gut gesehen, wo der Schuh drückt. Ja, und auch gegen Zürich teilweise. Aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass wir halt einfach nach vorne hin Ideen entwickeln. Gerade nach der letzten Saison ist das wirklich Balsam auf meine Seele. Also das ist einfach schön zu sehen, dass der VfB sich Chancen herausspielen kann und die sogar verwerten kann. Also toll, das freut mich. Hoffentlich. Ist euch denn aufgefallen, da hat neulich jemand über Twitter in die Mentions genommen, der dann irgendwie so Ausschnitte aus den Testspielen hatte, was ganz interessant war, dass der VfB unter Walter diese neue Torwart-Abstoßregel nutzt und dass die Spieler sich auch im eigenen Strafraum dann gleich vom Torwart angespielt werden können. Mhm, ja. Und ganz oft der Keeper halt wirklich nur einen ganz kurzen Ball spielt über 1-2 Meter und sich ein Innenverteidiger dort dann den Ball abholt. Also dass die Innenverteidiger eine sehr komplexe Rolle haben, weil sie dann halt auch oft bis ins Mittelfeld dann vorstoßen. Ja, also mir ist es aufgefallen und es geht ja fast nicht anders im System weiter, weil er verbietet ja letzten Endes diese langen Bälle und es würde ja dem Torhüter ein Problem bereiten, wenn jetzt, sag ich mal, der nächste Innenverteidiger 25 Meter von ihm wegsteht. Deswegen macht ja nur Sinn, dass er relativ nah rankommt und dass man dann so versucht aufzubauen. Der Torwart wird ja auch immer wieder mitgenommen, wenn es keine Anspielstationen gibt. Also das sieht zumindest mal interessant aus. So möchte ich es mal sagen. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen, muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich muss das unter Wettkampfbedingungen sehen, gegen einen Gegner, der dann auch wirklich den VfB in solchen Momenten fordert. Wie gesagt, gegen Bern ist mir das schon aufgefallen, sobald du aggressiv dagegen arbeitest und presst, ist das alles noch sehr fehleranfällig und da kann es auch das ein oder andere Fiasko geben. Weil dieser Aufbau da teilweise doch sehr, sehr risky aussieht, mit Zweikämpfen dann halt am eigenen 16er fast noch und man darauf angewiesen ist, dass das irgendwie gut geht, dann hat man den Raum, aber wenn es halt nicht gut geht, dann hast du halt einen Ballverlust da, wo er gleich richtig wehtun kann. Ja, ich muss nur gerade so lachen, weil gerade das hast du beschrieben, also ich habe mir gerade diese Spielweise versucht vorzustellen mit Spielern wie Christian Gentner oder Dennis Aogo oder leider auch Andreas Beck, kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen. Also bei uns wurde in der Vergangenheit immer mal im Zweifelsfall
das Ding nach vorne geschlagen. Und ich könnte mir halt echt vorstellen, wie die von dieser Spielweise völlig überfordert sind. Also nicht nur die, aber die vor allem. So, dann kann ich noch berichten, dass wir gerade ein Testspiel gegen Winterthur 1-3 verloren haben. Also die ganze Euphorie, die ich hatte, ist damit wieder weg. mein Gott, also so schnell, wie ich das jetzt hier aufrufen möchte, scheint es nicht zu gehen. Auf mein VfB lädt das Widget, das kann ich an der Stelle verraten, aber es passiert nichts, okay. Ja, okay, das kann ich jetzt aber auch... Aber Mario Gomez hat das Tor gemacht, heute an seinem Geburtstag, das ist doch schön, oder? Das ist niedlich. Ja, also gut, jetzt kann man im Endeffekt schon die Frage stellen, ob weiter der Richtige ist. Nein, Quatsch, also sind halt die Testspiele, die man so kennt und ich glaube, als nächstes spielen wir jetzt gegen, sag's doch mal schnell, Basel, die ihr Jubiläum feiern, 125 Jahre. Habe ich das richtig in Erinnerung? Auf jeden Fall irgendein Jubiläum. Das Ganze findet am Samstag statt, 13.07. und dann am 14.07. nochmal der Hinweis. Mitgliederversammlung. So, ich denke mal, dann haben wir das Thema Testspiele und Trainingslager auch abgeschlossen und wir kommen zum berühmt-berüchtigten Transfer-Update hier bei STR. Ich sag's nochmal dazu. Eigentlich war das mal alles ganz anders geplant. Ich wollte kleine, kurze Transfer-Update-Ausgaben machen in der Sommerpause. Aber ja, es sind einfach so viele Sachen, dass man das Senden nicht einstellen kann, jedenfalls nicht gänzlich. Deswegen finden die Transfer-Updates jetzt innerhalb dieser regulären Ausgabe statt. Und dennoch konnte ich das umsetzen, was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe, nämlich, dass ich dann und wann einfach mal mit Leuten spreche, die Spieler beobachtet haben, die jetzt neu zu uns gekommen sind. Also ihr habt das ja mitbekommen, als ich mit den Jungs von, ach, jetzt fällt mir wieder nicht ein, 1912 FM, ist das richtig bei Kiel? Fuck. Ja, ja, ich glaube schon. Als ich mit dort mit jemandem über Tim Walter, Karazor und Janik Dehm gesprochen habe, der natürlich dann doch nicht zu uns gewechselt ist, jedenfalls bislang. Und diesmal habe ich mir gedacht, jetzt redest du mal mit jemandem aus Paderborn, der uns erklärt, was Philipp Clement denn so für ein Typ ist. Und das ist der Marco, den ich dafür gewinnen konnte, auf Twitter zu finden unter @ma_konrumpf und natürlich bekannt von Schwarz und Blau und vom Padercast. Und den lassen wir jetzt mal zu Wort kommen und danach sprechen wir noch so über den einen oder anderen Spieler, der neu hinzugekommen ist. Ich freue mich, dass ich den Marco von Schwarz und Blau, sprich vom Padercast, begrüßen darf zu einem weiteren kleinen Transfer-Update-Bonus, möchte ich fast schon sagen. Und zwar möchte ich mich mit Marco natürlich über unseren Neuzugang Philipp Clement unterhalten, der zu Beginn der neuen Saison von Paderborn nach Stuttgart gewechselt ist. Aber erstmal herzlich willkommen hier bei STR, lieber Marco. Hallo Ricky, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe mich natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen informiert und überlegt, wen kann ich denn am besten ansprechen, wenn es um Spieler geht, die bei Paderborn einiges geleistet haben. Das kann man, denke ich mal, schon sagen. Und da wurdest du mir empfohlen von deinen Mitstreitern, möchte ich mal so sagen, von Schwarz und Blau. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch und ich freue mich vor allem, etwas mehr über Philipp Clement herauszufinden. Denn ich muss ganz ehrlich sein, ich verfolge die zweite Liga natürlich jetzt etwas intensiver, aber in der letzten Saison nicht ganz so intensiv. Für mich war Paderborn auch die Überraschungsmannschaft schlechthin und vielleicht sogar der Überraschungsspieler schlechthin war für mich Philipp Clement. Deswegen vielleicht gleich mal die erste Frage. Wie überrascht warst du von den doch sehr starken Leistungen von Philipp Clement in der abgelaufenen Saison und oder konntest du damit vielleicht sogar schon so ein bisschen rechnen, dass der Clement durch die Decke gehen wird? Also seit Clement von Mainz nach Paderborn gewechselt ist, von Mainz 2 nach Paderborn gewechselt ist, war der ständig eine Steigerung in seiner Leistung und der hat ja auch in der dritten Liga, in der zweiten Hälfte der Drittligasaison, als wir aufgestiegen sind, schon ganz klar so die Spielmacherposition nach und nach bekleidet. Und für uns oder für mich war es eigentlich klar, dass der eine sehr dominante Rolle spielen wird bei Paderborn und auch das Potenzial hat für mehr als die zweite Bundesliga. Auch wenn er jetzt leider wieder in der zweiten Bundesliga gelandet ist. Aber ich glaube, da geht noch mehr beim Philipp. Ja, da haben sich ja viele verwundert die Augen gerieben, als es die ersten Meldungen, ich glaube, vor dem Relegationshinspiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin bereits gab, dass Clement ligaunabhängig nach Stuttgart wechseln wird. Wie ist das bei euch angekommen? Wart ihr ähnlich überrascht oder konnte man damit rechnen, dass Philipp Clement nicht gehalten werden kann?
Also es gibt ja ein paar Spieler in Paderborn, wo man sagen kann, die haben Potenzial zu mehr, und Philipp Clement war da ganz klar auf der Liste. Und die Transferpolitik von damals noch Markus Kosche, der jetzt gewechselt ist zu RB, war ganz klar, wenn Angebote da sind, die man nicht ausschlagen kann, dann nimmt man die auch an. Und dass Philipp Clement jetzt gegangen ist, war eigentlich zu befürchten, ne? Also ich glaube, da hat auch keiner nicht mitgerechnet, dass das passiert. Was mich ein bisschen gewundert hat, muss ich sagen, auf den ersten Blick war, dass er zum VfB Stuttgart wirklich geht, halt genau aus dieser Relegationsgeschichte, und dass er jetzt halt im nächsten Jahr in der zweiten Liga spielt. Wobei, wenn man da ein bisschen differenzierter drauf schaut, ein bisschen drüber nachdenkt, ist das eigentlich ein sehr schlauer Zug, finde ich, von ihm. Ja, und auch vom VfB, habe ich das Gefühl, weil wir konnten leider noch nicht so viel von ihm sehen, da er sich gleich verletzt hat und auch jetzt erst diese Woche ja so langsam wieder an die Mannschaft rangeführt wird. Ich bin mir gar nicht sicher, heute gibt's ein Testspiel, ob er da schon wieder mit dabei sein kann. Ich meine nicht, sprich, er hat große Teile der Vorbereitung jetzt verpasst. Ich hatte das Vergnügen, Philipp Clement in seinem ersten kompletten Einsatz für den VfB, es waren damals, glaube ich, zwar auch nur 45 Minuten, aber etwas länger, beobachten zu dürfen, und da ist mir sofort aufgefallen, dass es eigentlich wirklich so dieser klassische Ballverteiler im Zentrum ist, auch mit Zug zum Tor, aber in dem Spiel, das ich beobachten durfte, ist mir halt seine enorme Passstärke aufgefallen, seine Ballsicherheit, auch die Gedankenschnelligkeit. Sind das so die Attribute, die Philipp Clement auszeichnen, oder habe ich da was vergessen oder sogar übersehen? Also definitiv passt das zum Philipp Clement. Also diese Übersicht ist überragend, und auch die, wie er den Ball auch sichert, ne? Also er dreht sich dann gerne auch ein paar Mal im Kreis auf kleinsten Raum mit dem Ball und schaut sich dann wirklich auch das Spiel nochmal genau an und die Stellung der beiden Mannschaften, bevor er dann wirklich nochmal einen Pass spielt, die auch wirklich sehr gefährlich sind, also immer in die Schnittstelle rein. Ist, glaube ich, ein absolutes Allround-Talent auch im Mittelfeld, also defensiv auch sehr, sehr stark, wird in Paderborn vom Steffen Baumgart auch gefordert, dass alle nach vorne und nach hinten arbeiten, also egal, wo du spielst. Da hat er auch sicherlich Stärken, ne? Also ist ein absoluter Ankerspieler, würde ich sagen, im Mittelfeld, und ist in den Standards extrem gefährlich. Also der hat ja in der letzten Saison 5 oder 6 direkte Freistoßtore geschossen, und es gab eine Zeit, wenn wir einen Foul hatten, irgendwie am 16er, und das war so halb links, dann konnte man eigentlich sagen, das Ding ist drin. Also überragend von der Schusstechnik her, muss man sagen. Das kennen wir in Stuttgart gar nicht. Wir haben, glaube ich, gefühlt nach 9 Jahren zum ersten Mal in der abgelaufenen Sommer wieder ein Freistoßtor direkt verwandelt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ist auch egal. Aber was mir auch aufgefallen ist, oder was nicht nur mir aufgefallen ist, sondern denke ich mal viele, dass Philipp Clement für seine Position doch schon sehr viele Tore erzielt hat in der abgelaufenen Saison. Zum einen kann man das natürlich mit den Freistößen erklären, wie du gerade eben schon ausgeführt hast. Aber gibt es da noch eine andere Erklärung, warum er so häufig trifft, aber natürlich auch viele Vorlagen dann liefert? Also was ist, wie kommt das? Ist das systembedingt, dass er so häufig trifft, oder hat er einfach diesen Killerinstinkt? Ja, ich glaube, der hat schon den Instinkt. Also er hat schon, also in Paderborn hat er mehr oder weniger bis auf dem Torwart fast alle einen Zug aufs Tor. Und ich glaube, dass die Erwartungshaltung auch ist, dass man in den Offensivreihen, wo Philipp Clement zugehört, dass die Erwartungshaltung ist, dort auch mal abzuziehen. Und mit dieser Schusstechnik und auch mit dieser Abstimmung, dass da auch Wege frei geblockt werden und die Räume frei geblockt werden für ihn, das passte einfach super zu ihm, ne? Also das Spielsystem in Paderborn ist schon ein Spielsystem, was für Philipp Clement eigentlich wie gemacht ist, ne? Also Steffen Baumgart sagt ja, also Verschiebebahnhof spielt man nicht bei ihm. Mhm. Und wir haben eine relativ bedingungslose Offensive, also bis auch zur letzten Sekunde der Nachspielzeit, wo wir auch schon mal das ein oder andere Spiel gedreht haben letztes Jahr, aber auch dann nochmal den Ausgleich reingekriegt haben. Also bei uns geht es immer nur nach vorne. Und ich glaube, das ist für Philipp Clement total wichtig. Und da bin ich gespannt, wie der VfB Stuttgart das umsetzt, weil ich habe es letztes Jahr so ein bisschen beobachtet, weil ich muss sagen, mein Sohn ist VfB Stuttgart-Fan. Oh, der Arme. Habe ich mir auch schon öfters gedacht, aber er hat sich das selber ausgesucht und er steht dazu. Hat zwar eine Dauerkarte auch in Paderborn, also ist sein Erstverein, oder Zweitverein ist sozusagen Stuttgart, beziehungsweise erste Liga, zweite Liga, jetzt genau umgedreht. Passt eigentlich ganz gut, er ist auch noch ein bisschen kleiner. Also, ja. Ich bin gespannt, wie das Spielsystem in Stuttgart für einen Philipp Clement geeignet ist. Wobei, wenn ich das mir jetzt so angehört habe,
könnte man ja sagen, dass Tim Walter vielleicht jetzt nicht der gleiche Trainertyp ist wie Steffen Baumgart, aber zumindest sind die Spielidee und das Ziel des Spiels, nämlich möglichst straight nach vorne zu spielen, Tore zu erzielen bzw. Chancen zu kreieren, da gleichen sich Tim Walter und der Herr Baumgart dann doch schon etwas. Also könnte das mit Philipp Clement ganz gut passen und mit Tim Walter dann letzten Endes, oder? Ja, ich meine, der Tim Walter wird ihn ja auch verpflichtet haben oder er wird nach Stuttgart geholt worden sein, weil halt dieses Spielsystem auch auf den Philipp Clement passen wird, was dort jetzt sicherlich zelebriert werden soll. Also, ich habe im Vorfeld jetzt ein paar Mal was gelesen, dass Philipp Clement unter Umständen auch bei uns als, ja, ich sag mal, Achter eingesetzt werden könnte oder wird. Ja, da muss man mal gucken, wie sich das dann letzten Endes gestaltet, weil wir haben ja auch noch einen Daniel Didavi, der auch gern spielen möchte. Wie würdest du die Rolle sehen bei Philipp Clement? Wäre da verschenkt oder ist es auch eine Position, die er gut spielen kann? Wie würdest du denn bei euch einen Achter beschreiben? Ja, es ist, also ganz ehrlich, so richtig kann ich es noch nicht, weil ich Tim Walter noch nicht ganz verstanden habe. Für mich ist ein klassischer Achter ist natürlich eher so ein Gonzalo Castro, ja, der die Bälle gut verteilen kann, dann auch einfach in wichtigen Momenten dann das Spiel, wie man so schön sagt, temperieren kann, aber gleichzeitig auch große Stärken nach hinten hat. Aber unter Tim Walter kommt es mir so vor, dass ein Achter durchaus auch ja ein Stoßstürmer sein kann. Also so richtig kann ich dir diese Frage noch gar nicht beantworten. Aber mir was ich so ein bisschen abzielen wollte, ist, kann Philipp Clement etwas zurückgezogener genauso wertvoll sein wie als klassischer offensiver Mittelfeldspieler? Ja, definitiv. Also das kann er. Also dieser klassische Achter, das ist auch was für Philipp Clement. Also der hat, glaube ich, in seiner Karriere, ich meine, das ist jetzt 26, schon alles im Mittelfeld gespielt, was man so spielen kann. Und das merkt man auch. Das ist ein Allrounder. Und auch das kann der. Definitiv. Das ist auch bei uns manchmal zu tragen gekommen. Also da wurde auch öfters mal die Position gewechselt, allein schon um die Gegner mit der Variabilität so ein bisschen zu überraschen. Und da ist Philipp Clement, ist da wirklich ein Ungeheuer, muss man sagen. Also im Mittelfeld für das Geld, glaube ich, kriegt man kaum einen besseren. Ja, also ich will es hoffen. Hauptsache, er bleibt gesund. Was auch auffällig war, jetzt in dem Trainingslager, was ich so ein bisschen beobachtet habe und natürlich dann auch ja bei so Social-Media-Auftritten, wenn er da mal interviewt wurde von unserem Stadionsprecher Holger Laser, Philipp Clement macht einen sehr aufgeräumten Eindruck, ein ruhiger Zeitgenosse, man könnte sagen Musterprofi. Ist das so oder täusche ich mich da? Ich meine, ich habe ihn persönlich jetzt nie kennengelernt, aber was ich so mitbekommen habe von ihm, ist er sehr, sehr bodenständig. Also damals, als er nach Paderborn gewechselt ist, zur Winterpause, damals in der dritten Liga, das Erste, was wir im Padercast von ihm sozusagen mitbekommen haben, war seine Freundin, weil der Stefan vom Padercast wohnte damals in Wiesbaden und er hatte immer Mitfahrgelegenheiten nach Paderborn genutzt. Und wer saß eine Woche, nachdem Philipp Clement in Paderborn unterschrieben hat, in dem Auto, in dem er saß, als Mitfahrgelegenheit, nicht Philipp Clement, aber seine Freundin. Und die hat dann erzählt, mein Freund ist gerade nach Paderborn gewechselt und deswegen fahre ich jetzt nach Paderborn. Da hatte sie selber noch keinen Führerschein. Und das war ganz witzig. Und was ich so, der ist halt total, also ich glaube, der ist wirklich sehr aufgeräumt, wie du es gesagt hast, sehr fokussiert und total bodenständig. Das heißt, mehr Gewinn für die Mannschaft. Also es ist wirklich jemand, der auch wichtig sein kann für das Gefüge, weil er halt einfach diese Professionalität mitbringt. Ist halt, also was ich persönlich, wo ich drüber nachgedacht habe, als ich das gehört habe, dass er gegangen ist, und ich glaube, er sollte ja auch einen 3-Jahres-Vertrag kriegen mit einem Grundgehalt von 2 Millionen pro Jahr. Weiß man ja nie, ob das so stimmt. Mhm. Ich meine, das ist halt in Paderborn, ist das eine andere Dimension, ne? Also ich glaube, da liegen alle gehaltlich relativ nah beieinander. Bei allen ist das Gehalt sicherlich nicht so wie beim Durchschnitt eines VfB-Spielers. Und es ist ein sehr starker Zusammenhalt in der Mannschaft gewachsen in den letzten 2,5 Jahren so. Und ich weiß nicht, wie Philipp Clement damit umgeht, dass auf einmal so ein Gomez bei ihm in der Mannschaft ist oder ein Gonzalez. Also das sind ja schon noch andere Spielertypen und die vielleicht auch noch ja nicht spielerisch auf einem anderen Niveau sind. Ich glaube, das wird er schaffen, aber halt menschlich auch nochmal ganz anders, glaube ich, drauf sind. Und ja, da bin ich gespannt, wie er sich da so einbringt. Ja, das wird spannend zu beobachten sein. Also der Vertrag beim VfB läuft offiziell bis 2023, also ein 4-Jahres-Vertrag.
Und die 2 Millionen halte ich gar nicht für so unrealistisch, wenn man bedenkt, dass Marcin Kaminski beim VfB 1,2 Millionen bekommt. Und der Vertrag wurde damals verlängert, als Kaminski Ergänzungsspieler war. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn Philipp Clement um die 2 Millionen hier in Stuttgart verdient. Ja, das wird natürlich spannend zu sehen sein, wie es dann letzten Endes ist, wenn du in so eine Mannschaft kommst, die, man kann schon sagen, einen Knacks weg hatte nach dem Abstieg. Natürlich sind jetzt auch einige Spieler gegangen, aber der Zusammenhalt, der muss natürlich erst gebildet werden. Jetzt denke ich mal auch durch die ganzen Trainingslagereinheiten, durch Tim Walters Art und so, ist da schon einiges möglich. Aber ja, es ist natürlich jetzt noch schwer abzusehen, ob das dann letzten Endes passt für ihn in dieser Mannschaft. Aber ich hoffe es natürlich aus Eigeninteresse. Ja, also ich werde es auch beobachten, weil ich mag den eigentlich vom Typ her, auch wenn ich eigentlich nicht sehr an Spieler hänge, die uns verlassen, weil uns auch relativ häufig Spieler verlassen. Da darf man nicht so der ganz große Fußballromantiker sein in Paderborn. Aber ich bin sehr gespannt, wie er sich bei euch einfügt. Also das ist vielleicht auch noch eine Frage, die interessiert mich gerade. Und zwar, wie wäre das, wenn Philipp Clement nächstes Jahr mit dem VfB aufsteigt, in die Bundesliga kommt und dann nach Paderborn fährt? Also ich gehe jetzt einfach davon aus, ihr haltet die Klasse und dann gibt es das Wiedersehen. Wird er da freundlich empfangen? Also nimmt man ihm das übel, dass er den Verein verlassen hat? Oder was denkst du, wie wird er empfangen in Paderborn? Ich denke, ganz freundlich, neutral. Also ich würde sogar sagen, eher positiv. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie ein Philipp Clement sich beim Einlaufen oder beim Warmmachen benimmt. Ne? Also, aber wenn der jetzt in Richtung Kurve kommen würde, auf die Südtribüne zu, würde er Applaus ernten. Also ich glaube, da ist keiner böse, dass der gegangen ist, weil das war ja auch im Guten und das System in Paderborn ist ganz klar. Markus Krosch hat das immer kommuniziert. Wir haben damals auch andere Leistungsträger mitten in der Saison verkauft, oder nicht mitten in der Saison, zur Winterpause verkauft. Von daher, das passt, das gehört dazu zum Fußball. So, bevor wir noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, frage ich dich natürlich, ob ich irgendwas Wichtiges noch wissen sollte über Philipp Clement, über das wir jetzt nicht gesprochen haben. Gibt es da noch geheime Anekdoten, die du erzählen kannst oder irgendwas? Also nein, also Philipp Clement ist, glaube ich, eine Bereicherung für den VfB Stuttgart. Also wie gesagt, also vom Talent her ist er super. Wie er sich in die Mannschaft einbringt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er sich da in den Stamm reinspielt, relativ schnell. Also wenn, ich weiß nicht, wie verletzungsgeplagt er dann wirklich ist bis zum Saisonstart. Mhm. Ihr habt damit einen Spieler, der die zweite Liga kennt. Ne, muss man ja auch sagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man so sieht, wie die zweite Liga funktioniert. Gerade die letzten 2 Jahre, wo ja teilweise die Mannschaften wirklich punktgleich waren und sehr nah beieinander waren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da jemanden zu haben, der sich da auskennt und dass das auch nicht unterschätzt wird, weil das passiert ja auch in großen Vereinen manchmal wie dem HSV. Ich denke, damit ist alles gesagt. Aber was ich noch empfehlen kann, ist über Philipp Clement. Der SC Paderborn hat eine relativ muntere Fanszene in Social Media Blogs, der Padercast. Und es gibt auch einen Taktikblog, das nennt sich paderball.com, das macht der Jan. Und der Jan hat einen Lieblingsspieler gehabt in Paderborn und das war der Philipp Clement. Und da gibt es 2 Artikel, die kann ich nur wärmstens empfehlen. Das ist einmal der Philipp Clement, der balancierende Ballvirtuose. Ja, also das ist einmal so ein Fokus-Porträt von Philipp Clement als Spieler und auch seine Karriere ist da ganz gut dargestellt. Und dann gibt's noch mal das Spiel, ich glaube, es war das Rückspiel gegen Ingolstadt, Guess Who's Back? Und da hat Philipp Clement 2 Tore gemacht, ich glaube sogar 2 Freistoßtore in dem Spiel. Und er war mehr oder weniger der Matchwinner, obwohl er gerade erst aus der Verletzung wiederkam. Und das ist auch nochmal eine sehr detaillierte Darstellung, wie Philipp Clement sich im Spiel präsentiert. Das ist sehr taktisch, also der Jan hat ziemlich viel Ahnung vom Fußball und von Taktik, aber kann man nur empfehlen. Das werde ich natürlich verlinken, paderball.com. Und wenn ihr dann noch mehr von Philipp Clement wissen wollt, dann könnt ihr diese Seite ansurfen oder die beiden Artikel euch durchlesen und erfahrt dann noch mehr über Philipp Clement. Kann ja nicht schaden. Das andere Thema, das ich hier kurz ansprechen muss, ist natürlich die Geschichte, die sich im Juni zugetragen hat, als es dann doch relativ rund ging für Paderborner Verhältnisse, denn es wurde eine Kooperation zwischen deinem Herzensclub, dem SC Paderborn, und RB Leipzig
announced, wie man in der Jugendsprache heutzutage so sagt. Ja, es gab, kann man schon behaupten, einen großen Aufschrei in der Fanszene in Paderborn, aber auch allgemein wurde das eher skeptisch aufgenommen, diese Nachricht. Kurze Zeit später, ein paar Wochen später, wurde dann diese Kooperation wieder zurückgenommen, man hat sich davon distanziert. Alles nicht ganz so durchsichtig, wenn man nicht direkt vor Ort ist. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen? Wie kam es überhaupt zu ja dieser Kooperation zwischen Paderborn und Leipzig und wie kam es dann letzten Endes dazu, dass die Kooperation schneller beendet wurde, als das die meisten angenommen hatten? Tja, ja, genau. Das hat uns alle sehr überrascht. Das war ja direkt sozusagen 2 Wochen nach dem Aufstieg, der Aufstiegsfeier etc., in die erste Bundesliga. Anlass des Ganzen war der Wechsel von Markus Kosche, unserem Sportdirektor, der ja mittlerweile bei Leipzig aktiv ist. Und es gab eine Pressekonferenz von Leipzig, wo der Geschäftsführer, der Herr Minzlaff heißt er, glaube ich, darüber gesprochen hat, dass der Markus Kosche vom SCP Richtung Leipzig zieht und der Ralf Rangnick, glaube ich, irgendwie die Fußballabteilung von Red Bull übernimmt. Obwohl es da ja gar keine Zusammenhänge gibt angeblich, aber egal. Und innerhalb dieser Pressekonferenz hat der Herr Minzlaff leider auch sozusagen sehr schwammig, aber veröffentlicht, dass wohl eine Kooperation angeschrieben werden soll zwischen Leipzig und dem SC Paderborn auf mehreren Ebenen, die er da auch genannt hat, und hat das dann einfach so im Raum stehen lassen. Und das hat natürlich sehr viel Verwirrung hervorgerufen in Paderborn. Und das wurde erstmal auch von dem SC Paderborn so im Raum stehen lassen. Also das hat man erstmal am Anfang nicht kommentiert, sodass sich da alle so ein eigenes Bild irgendwie geschaffen haben. Und zumindest mein Bild war jetzt nicht so positiv. Die Fanszene hat auch relativ schnell darauf reagiert. Und auch die deutsche Presse hat das Thema Farmclub Leipzig nach dem österreichischen Vorbild, zwischen Red Bull Salzburg und dem, ich weiß gar nicht, wie der Verein dort heißt. Ja, ich überlege auch gerade, aber da gibt es eben ja dieses Ausbildungsteam, wenn man so möchte, oder genau, wo die Spieler hingeschoben werden, die man jetzt gerade nicht aktuell brauchen kann in Salzburg. Genau, die sogar in der gleichen Liga spielen, also was in Österreich ja erlaubt ist, was in Deutschland so noch nicht bis jetzt da war. Wo man vermutet hat, dass das so der Hintergrund ist, dass sich hier eine Außenstelle etablieren soll. Und da hat sich der SC Paderborn auch nicht so geschickt angestellt. Also man hätte das Thema, glaube ich, relativ schnell wieder gerade rücken können. Man hat dann irgendwelche schwammigen Interviews dazu gegeben, die irgendwie sehr nichtssagend war, wo man sich überrascht gezeigt hat, dass es da so einen Aufschrei gibt aus der eigenen Fanszene, wie auch aus anderen Fanszenen. Auch die Pressenreaktionen hat man so nicht verstanden. Die Fanszene hat dann einen Boykott angekündigt, hat dann auch ein paar Aktionen gefahren, ein paar ganz gute. Die wurden ungefähr 30.000 Flugblätter verteilt an einem Wochenende, also in Briefkästen, wo nochmal erläutert worden ist, was denn Leipzig da macht, was Red Bull so ist, was passieren kann, wenn diese Kooperation wirklich zu tragen kommt, wie es auch in Österreich zu tragen kommt, so die Beweggründe. Es gab eine Petition von in Anführungsstrichen normalen Fans, also ein Zahnarzt war das, der das in Stil gestoßen hat, der damit auch ein bisschen zeigen wollte, dass jetzt hier nicht nur Ultras sich darüber aufregen, sondern dass auch der normale, nochmal in Anführungsstrichen, Paderborn-Fan dort von betroffen ist und das auch nicht so ganz toll findet. Und so hat sich hier das Thema sehr hochgeschaukelt. Und das Schlimme, jetzt unabhängig von dieser Kooperation, die dort erstmal angekündigt war, dass sich das Fanlager hier echt gespalten hat. Also man muss schon sagen, dass Leute, die mit denen man vorher gut ausgekommen ist, die haben sich da gerieben und sehr intensiv. Also wir haben das im Padercast selber auch mitbekommen. Also wir hatten da auch verschiedene Meinungen und es gab auch extrem hitzige Diskussionen dazu. Und das war sehr, sehr schade. Und es war wirklich auch offensichtlich für den SCP, dass das passiert. Und man hat sich sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen, das ganze Thema dann nochmal gerade zu rücken, wo man dann ja gesagt hat, man rückt von diesem Kooperationsthema offiziell ab. Man nimmt davon Abstand und hält das doch nicht für den richtigen Weg. Hat dann aber auch wieder in dieser Pressemitteilung, wo das damals dann announced worden ist,
reingeschrieben, dass das jetzt nur interne Gründe hat, dass man darüber nochmal nachgedacht hat und nichts mit dem Druck von außen zu tun hat. Da hat der SCP meiner Meinung nach so ein bisschen verpasst, so einen Schulterschluss mit den Fans zu zeigen. Weil ich meine, viele sehen jetzt die aktiven Fans, die Fans, die sich dagegen positioniert haben als Gewinner und die Kooperationsbefürworter als die Verlierer sozusagen mit inklusive Verein. Und das hätte man irgendwie geschickter anstellen können. Aber im Endeffekt sind wir jetzt froh, dass das Thema Leipzig hier vom Tisch ist und dass wir das machen können, was wir vorher auch gemacht haben. Ausbildungsverein, junge, talentierte Spieler möglichst ablösefrei nach vorne zu pushen, wie ein Philipp Clement zum Beispiel. Mhm. Und freuen uns jetzt alle auf die Bundesliga und können jetzt auch alle beruhigt auch auswärts fahren, ohne dass wir beschimpft werden. Und wir haben auch einen Support dabei aus der aktiven Fanszene. Es wird nichts boykottiert und ja. Ne. Aber ich habe es richtig verstanden, von Seiten des Vereins gab es nie irgendwie eine offizielle Mitteilung zu diesem ganzen Thema. Es gab eine Pressemitteilung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Wortlaut drin ist. Ich weiß nicht, ob eine Kooperation dort wirklich namentlich genannt worden ist oder ein Austausch. Müsste ich mir jetzt nochmal durchlesen. Aber alles sehr vage. Alles sehr vage und es hieß dann auch zwischendurch, naja, wir können auch eigentlich gar nichts dazu sagen, weil es gibt ja eine Geheimhaltungsklausel in dem Vertrag. Dann haben alle gesagt, ja, aber wieso kann der Minzlaff da was sagen? Gilt das nicht für den? Also verstehe ich jetzt nicht, wenn der was sagen kann, wieso könnt ihr dann nichts sagen? Und alles sehr, sehr schwammig. Also da gibt es auch ganz viele Gerüchte drumherum, was da jetzt wirklich drin stand oder auch nicht drin stand. Es ist sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, eure Fanszene hat damit wirklich deutliche Pluspunkte gesammelt, so unter den anderen Fangruppierungen, weil man hat schon gespürt, wie sehr sich doch Großteile, wenn, so habe ich es zumindest wahrgenommen, deutlich dagegen gewehrt haben, gegen so eine Kooperation. Und ja, also jetzt, ich kann nur für mich sprechen, ich befürworte das auch, was da passiert ist dann in Paderborn, dass man dann sich einfach gegen so eine Kooperation stellt, weil ich glaube, unterm Strich wäre wahrscheinlich Paderborn nicht als Sieger hervorgegangen und hätte so ein bisschen auch den Charakter verloren, den dieser Verein einfach mitbringt. Also Paderborn steht ja schon so ein bisschen, also wenn ich an Paderborn denke, ja, dann denke ich halt an einen kleinen Verein, der mit bescheidenen Mitteln wirklich das Maximum eigentlich rausholt. So, und wenn ich dann die Befürchtung haben muss, dass jetzt plötzlich Spieler, die in Leipzig auf der Tribüne oder auf der Bank geparkt wurden, nach Paderborn in Anführungsstrichen abgeschoben werden, dann ist das für mich schon wieder zum einen ein Problem, weil natürlich jetzt hier Paderborn Spieler bekommt, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten konnten. Aber was für mich auch noch viel schlimmer ist, ist, dass ich mir jedes Mal die Frage stelle, ob Paderborn jetzt zufällig gegen Leipzig verloren hat oder ob es da vielleicht dann auch schon eine Kooperation gibt, weil die Punkte noch fehlen. Oder andersrum, letzter Spieltag, sowas ist ja möglich. Für euch geht's gegen den Abstieg, für Leipzig geht's um gar nichts mehr. Ihr braucht dringend noch einen Sieg und ja, Mensch, guck mal an, auf einmal verlieren die gegen Paderborn die Leipziger. Also es sind alles so ein paar Sachen, die möchte ich eigentlich, da möchte ich mir eigentlich keine Gedanken drüber machen. Von daher bin ich als Fan vom VfB Stuttgart trotzdem froh, dass die Fans von Paderborn sich jetzt so erfolgreich gegen diese Kooperation gewehrt haben, muss man ja wirklich sagen. Ja, also genau. Also ich glaube, da sind sich viele Leute einig. Also es gibt auch keine Erhebung, wie viele Leute jetzt pro oder contra zu dem Thema standen. Aber genau das, was du gesagt hast, wären auch meine Bedenken, unabhängig davon, dass ich dieses ganze Engagement dieser Firma im Fußball nicht gutheiße. Aber prinzipiell, ich meine, wir sind aufgestiegen, ich glaube, mit einem Kaderwert von 2,4 Millionen letztes Jahr von der dritten in die zweite Liga und haben dann gegen 40 Millionen Köln, 40 Millionen Hamburg spielen müssen. Und das finde ich auch sehr, sehr charmant. Ne? Ja, und ja, absolut. Also das finde ich ja auch das Besondere an der zweiten Liga, dass du oft Mannschaften da hast, also Sandhausen fällt mir da spontan ein, die mit sehr bescheidenen Mitteln doch ja beachtlichen Erfolg erzielen. Ja, also auch Heidenheim, die natürlich jetzt nochmal anders aufgestellt sind, weil sie auch einen Investor in der Hinterhand haben, aber trotzdem fand ich schon beachtlich, wie lange die sich dann im Aufstiegskampf halten konnten. Ja,
Wobei, da muss man wirklich noch ein paar Abstriche machen. Die sind natürlich finanziell schon noch ein bisschen anders gestellt als jetzt Paderborn zum Beispiel. Aber ja, ich finde es auch immer wieder schön, wenn Vereine in die Bundesliga hochkommen, mit denen man jetzt nicht unbedingt gerechnet hat. Und als VfB-Fan bin ich fast schon ein bisschen froh, dass die Liga noch tolle Mannschaften jetzt bereithält, die man sonst vielleicht in der ersten Liga nur gesehen hätte. Und so macht es natürlich auch die zweite Liga deutlich spannender, als das vielleicht gewesen wäre, wenn jetzt Paderborn in der zweiten Liga geblieben wäre. Jetzt nicht, weil ihr, das muss ich gleich entschuldigen dazu sagen, so unattraktiv seid, sondern weil man dann mit dem Gefühl reingeht, ja gut, Stuttgart und Hannover, die steigen locker auf, sonst gibt es keine Konkurrenz. Es gibt zwar immer wieder Überraschungsteams, aber zu so einer Prognose würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht hinreißen lassen, mit dem Hintergedanken, dass wir den HSV noch mit in der Liga haben, die Nürnberger mit Sicherheit ein Kandidat sind. St. Pauli weiß man auch immer nie, wo das hingeht. Bochum hat eine gute Mannschaft und es gibt dann immer noch mal ein, zwei Überraschungsmannschaften. Also das macht einfach Bock auch auf diese zweite Liga. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das wird, also ich glaube nicht, dass das ein Alleingang wird und ich glaube, dass das ein hartes Stück Arbeit ist für den VfB, sich da für den Aufstieg wieder zu qualifizieren. Und ich glaube, ihr habt eine spannende Saison. Definitiv. Ja, was rechnest du dir denn für deine Truppe aus? Das ist, also ich meine, wir hatten es kurz vorhin schon mal im Vorgespräch. Ja. Also ich habe Paderborn ja letztes Jahr auf dem zweiten Platz vor hinter Köln getippt und da gesagt, dass der HSV nicht aufsteigt. Also ich glaube, dass das, es gibt zwei Varianten. Also entweder haben wir wirklich so ein Händchen wieder bewiesen jetzt auch mit den Verstärkungen und die Transferperiode läuft ja noch. Wir haben noch zwei Spieler beim Afrika-Cup. Wenn diese denn bei uns verbleiben und vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung dazukommt als Variation, geht es entweder Richtung Europapokal. Ja. Also ich möchte nicht sagen, dass man sich qualifiziert, aber ich glaube, dass man da dran kratzen kann, okay. dass man sich unterwegs ist. Oder wenn's schlecht läuft, würde ich sagen, Relegationsplatz und dann den HSV nochmal ein weiteres Jahr in die zweite Liga in der Relegation schicken. Ja, das wäre natürlich auch ein Szenario. Aber wobei das mit dem Relegationsplatz, ganz ehrlich, ich sehe schon kommen, Union gegen den VfB ein zweites Mal und Christian Gentner wird der entscheidende Mann. Ich weiß nur noch nicht, für wen dann der Würfel sozusagen in die oder auf die richtige Zahl fällt. Ja, ich weiß auch nicht. Das war jetzt ein komisches Wortspiel, sei es drum. Lieber Marco, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um über Philipp Clement und natürlich auch so ein bisschen über deinen Verein zu sprechen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Oh, danke. Sehr gerne. Wenn ihr dem Marco auf Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das tun unter @MAKornrumpf auf Twitter. Außerdem gibt es natürlich, ja, das glaube ich wirklich schon gut bekannte Fanblog @schwarz-und-blau. Auch auf Twitter zu finden und natürlich unter schwarzundblau.com. Außerdem gibt's den Padercast, den kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe mir da ein paar Folgen angehört gegen Ende der Rückrunde, weil da wurde es ja besonders spannend und wir wussten nicht so richtig, gegen wen spielen wir dann letzten Endes in der Relegation. Deswegen habe ich überall mal reingehört, um so ein bisschen raushören zu können, was uns da erwartet. Also kann ich nur empfehlen. Hört da mal rein. Und außerdem wurde ja bereits der Paderby.com empfohlen, der eher taktisch-analytische Blog, der sich sehr detailliert mit der Spielweise einzelner Spieler und Paderborn an sich auseinandersetzt. Auch den möchte ich an dieser Stelle nochmal empfehlen. So, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Saison mit deinem Verein. Danke nochmal für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, vielleicht bei einem Talk über ein Erstliga-Duell oder so. Ja, wieso nicht? Oder was ich? DFB-Pokalfinale. Finale, so sieht's nämlich mal aus. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich halt, drück euch eine auf. Frage muss ich dir noch kurz stellen. Das fällt mir jetzt noch ein. War das nicht so, Mann, das hätte ich mir vorher notieren müssen. War das nicht so, dass es in Paderborn diese merkwürdige Regel gibt, dass ihr nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit Fußball spielen dürft? Ja, DFB-Pokal ist schwierig für uns. Spiele müssen schon, ich habe es jetzt nicht, ich vertue mich immer, aber ich meine um 6.30 Uhr angepfiffen werden, weil es eine Verfügung gibt der Anwohner. Es gab damals beim Stadionbau ein paar Probleme mit den Anwohnern, die hat man nicht so abgeholt, so richtig. Und es gibt immer noch eine Verfügung, dass wir bis 10, glaube ich, spielen dürfen. Das heißt, für den DFB-Pokal, für den späten Termin mit Elfmeterschießen, das passt nicht mehr. Mhm. Und es gibt zwar eine Ausnahmegenehmigung, wenn ein
ich glaube, außerordentlich besonderes sportliches Ereignis eintreten sollte, aber ein normales DFB-Pokalspiel gehört da nicht zu, das hat man schon probiert. Also wir werden immer das frühe Spiel haben beim Heimspiel im DFB-Pokal. Also entweder gibt es nie Freitagsspiele in der Bundesliga für Paderborn oder die Halbzeiten gehen nur 30 Minuten. Wir werden es miterleben in der anstehenden Bundesliga-Saison 19/20. Marco, nochmal vielen Dank und bis bald. Tschüss. Ja, danke. Ciao. So, also das war Marco vom Padercast und seine Einschätzung zu Philipp Clement. Sehr interessant, finde ich. Und er hat natürlich auch noch so ein bisschen erzählt, wie man in Paderborn ja die Kooperation mit Leipzig wahrgenommen hat. Auch das interessante Einblicke in die Fanszene eines anderen Vereins. So, jetzt kommen wir aber zu den Spielern, die in dieser Woche neu zum VfB gestoßen sind. Und da bin ich natürlich gespannt, was Lennart, Tim und Sebastian zum Beispiel Sascha Kalajdzic zu sagen haben. Denn der wurde, glaube ich, am Freitag präsentiert, ist 22 Jahre alt, hat einen Vertrag unterschrieben bis 2023, kommt von Admira Wacker Mödling zu uns. Die bekommen dafür ungefähr 2,5 Millionen Euro, hört man so. Ich weiß nicht, ob es da dann auch noch irgendwelche Bonuszahlungen gibt, wenn der VfB aufsteigt, ist ja oft so. Interessant ist, dass Kalajdzic in der abgelaufenen Saison 15 Spiele bestritten hat, 8 Tore geschossen, 5 Vorlagen. Insgesamt kommt der junge Mann schon auf 33 Spiele, 11 Tore und 12 Vorlagen. Also eine sehr beachtliche Quote, auch wenn es nur die österreichische Liga ist. Aber man muss ja auch den Verein so ein bisschen mit berücksichtigen, und Mödling ist ja jetzt nicht ein absoluter Top-Club in der österreichischen Liga. Angeblich ist Sascha 2 Meter groß, aber der VfB hat bei seinem Medizincheck festgestellt, das ist ein Schwindel, den Hoax haben sie aufgedeckt. Kalajdzic ist nur 1,99, das möchte ich euch an der Stelle nochmal sagen. Da gab es dann Geld zurück aus Mödling. Ja. Wahrscheinlich haben sie nach Zentimetern bezahlt oder so. Stimmt, das ist wie bei so beim Autokauf, wenn da irgendwo noch ein kleiner Kratzer ist oder so, dass man nochmal nachverhandeln muss. Ja, aber ich glaube, schnell und beweglich ist er trotzdem, das wird ihm zumindest nachgesagt, und was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, der VfB hat so namhafte Kontrahenten im Kampf um Kalajdzic wie Gladbach, Union Berlin, Anderlecht und Newcastle ausgestochen. Insgesamt glaube ich, Tim, da frage ich dich jetzt einfach mal als Ersten, ein ordentlicher Transfer für den VfB, die Perspektive für diesen Spieler ist äußerst positiv, und ja, man kann noch viel Spaß mit ihm haben im Idealfall. Doch, sehe ich genauso. Also es ist ein sehr interessanter Spieler. Ich habe ihn jetzt live noch nicht spielen sehen, aber ich glaube, da können wir uns drauf freuen, und gefällt mir, dass wir den für uns gewinnen konnten. Ja, heute Abend gegen Winterthur hat er debütiert. Ja, genau. Gesehen. Ja, aber er konnte uns auch nicht in den Arsch. Ja, also. Also ich sehe es auch positiv, dass die Verhandlungen haben sich auch nicht umsonst ein bisschen hingezogen. Was ich halt gut finde, ist, dass er technisch auch gut ist. Ich hatte ja auch nochmal drei Fans der Admira interviewt bei mir im Blog. Und der kann wohl auch sehr gut mit dem Ball umgehen, hat eine hohe gute Ballkontrolle, und das ist ja das, was uns in der Vergangenheit auch so ein bisschen gefehlt hat, dass du vorne jemanden hast, der den Ball kontrollieren kann und der nicht nur auf Flanken wartet. Also bisher hat es ja irgendwie Gomez, der auf Flanken wartet, und Gonzalez, der den Ball verliert. Jetzt hast du so was ein bisschen wie Gomez halt früher war. Also früher konntest du ja Gomez, also vor 10, 12 Jahren, konntest du ja Gomez den Ball irgendwo rund um Strafraum geben, und der hat sich mit dem Ding durchgefräst, und kriegt er das nicht mehr hin. Aber sowohl bei El Ghadoui als auch bei Kalajdzic kann ich mir vorstellen, dass die das können. Und El Ghadoui hat da teilweise auch schon in Testspielen gezeigt, und das stimmt mich eigentlich recht positiv, weil das ist ja nach wie vor einfach das größte Problem der letzten Jahre, dass wir keine Tore schießen. Und wenn wir die Spieler jetzt haben und mit denen durch die zweite Liga gehen und dann auch die in der ersten Liga noch haben, dann bin ich ja relativ guten Mutes, dass wir in der Zukunft nicht wieder Negativtorrekord in der Bundesliga brechen. Auch hier nochmal der Hinweis rund um den Brustring.de. Da gibt es die Rubrik Neu im Brustring, die ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Also wirklich extrem schnell nach Neuverpflichtungen gibt es da interessante Beiträge zu den verpflichteten Spielern mit absoluten Experten beziehungsweise mit Fans von anderen Vereinen, die diesen Spieler dann in der Regel etwas häufiger gesehen haben als wir. Und das ist wirklich immer sehr interessant zu lesen, und kann ich nur jedem empfehlen, da vorbeizuschauen. Dann wurde noch ein Spieler verpflichtet, und zwar Maxim Avuca vom FC Bayern München. Und das ist für mich persönlich
fast so ein kleiner Königstransfer des VfB. Es werden viele wahrscheinlich sagen, was? Aber man hat wirklich nur Gutes über diesen Spieler gehört. Also der Name ist mir auch schon mal untergekommen, bevor er jetzt beim VfB unterschrieben hat, weil er einfach so als absolutes Top-Innenverteidiger-Talent gehandelt wurde. Ja, also wurde, glaube ich, letzte Saison ein Profivertrag bei den Bayern gegeben. Und da hat auch Hasan Salihamidžić, nicht, dass ich jetzt auf die Aussagen von Brazzo besonders viel Wert lege, aber er hat trotzdem mal kundgetan, dass das ein hervorragender Innenverteidiger ist, dem die Zukunft gehören würde. Und man konnte dann, glaube ich, auch in diversen Bayern-Blogs über diesen Spieler lesen, dass das wirklich ein herausragender Innenverteidiger ist für sein Alter. Und wenn man ihn in den ersten Spielen beim VfB gesehen hat, dann versteht man vielleicht auch schon ein bisschen mehr, was diese Blogbeiträge zum Ausdruck bringen wollten. Avuca bringt eigentlich alles mit, was du heutzutage brauchst, um ja erfolgreich als Innenverteidiger Fußball zu spielen. Er ist körperlich stark, technisch hervorragend, schnell, abschlussstark für einen Innenverteidiger auch beachtlich, hat in der abgelaufenen Regionalliga-Saison 8 Tore erzielt für Bayern 2 und 3 Vorlagen. Ist erst 21 Jahre alt, 1,88 groß, hat beim VfB einen Vertrag unterschrieben bis 2022. Man spricht von einer Ablöse von 1,5 Millionen Euro. Ich habe schon wieder gehört, dass es angeblich eine Rückkaufoption gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gut, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Ich habe gerade eben eine Meldung gelesen, dass der VfB gesagt hat, es wird in Zukunft keine Ausstiegsklausel mehr geben bei neu abgeschlossenen Verträgen. Also sollte es ja auch keine Rückkaufoption geben. Das wäre so ein Reschke-Move. Ja, wir haben ja nur von einer Ausstiegsklausel geredet, nicht von einer Rückkaufoption. Ja, ich wollte sagen, Berkay Özcan hatte auch keine Klausel im Vertrag. Ja, genau. Also das erinnert mich an längst vergangene Zeiten. Der Tipp übrigens, Avuca zu verpflichten, der kam von Tim Walter ganz persönlich, der ihn natürlich kannte aus seiner Vergangenheit beim FC Bayern München. Ja, und insgesamt, Sebastian, du hast ja auch mit dem Kollegen, der die Jugendmannschaften beim FC Bayern betreut, auf Twitter kurz hin und her geschrieben. Ist das, glaube ich, ein hervorragender Transfer für den VfB, oder? Ja, es macht echt einen guten Eindruck. Ich meine, klar, es ist einerseits eine Menge Geld für einen Spieler aus der zweiten Mannschaft von irgendwo, aber es scheint gut investiert zu sein. Und was man so mitbekommt, wird Avuca ja das Innenverteidiger-Game dann nochmal irgendwie aufmischen. Ne? Also der kommt ja nicht, um erstmal noch ein Jahr hier irgendwie Zweitliga-Luft zu schnuppern und dann hin und wieder mal eingesetzt zu werden, sondern der scheint ja echt auch ein Kandidat zu sein, dann für die Startelf oder auf jeden Fall für einen festen Posten in der Innenverteidigung relativ häufig. Ja, und alles, was man über ihn hört und was ihm aus München so positiv nachgesagt wird, das lässt hoffen, dass das irgendwie so der nächste Ozan Kabak oder so ist. Ja, also auf jeden Fall perspektivisch ein super Transfer. Die Frage vielleicht kurz an Tim ist natürlich, was das bedeutet oder was das für an Antonis Aidonis bedeutet zum Beispiel, der sich ja vielleicht auch so ein bisschen erhofft hat, dass er in der zweiten Liga dann und wann mal zum Einsatz kommt. Jetzt holt der VfB einen 21-Jährigen. Ja, wird wieder ein Kaderplatz sozusagen weggenommen in der Innenverteidigung. Ist das ein Problem? Also macht der VfB da so einen kleinen Fehler? Nee, das finde ich gar nicht schlecht. Also es belebt ja auch die Konkurrenz und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn sich dann die Spieler auch anstrengen, dafür kämpfen müssen. Und ja, klar, schmälert das vielleicht die Chancen auf einen Einsatz von Aidonis, aber ich glaube, dass es erstmal gar nicht schlecht ist, wenn man die Möglichkeit bekommt, ihn zu verpflichten, dass man ihn dann noch verpflichtet und eben mit der Perspektive und eben, dass man dann auch noch die Konkurrenz innerhalb nochmal ein bisschen erhöht. Dadurch finde ich gut. Gut, sind wir gespannt, ob sich das letzten Endes aushält für den VfB. Das mit der Rückkaufoption, das macht mich noch ein bisschen nervös, aber mal sehen, wie das ausgeht dann letzten Endes. Und ob das überhaupt noch Hitzelsbergers oder Mislintats Problem dann sein wird. Da mache ich ja auch ein großes Fragezeichen dahinter. Heute wurde bekannt gegeben, dass Erik Tommy den VfB zunächst auf Leihbasis verlässt und sich der Fortuna aus Düsseldorf anschließt. Natürlich, also wo soll es auch sonst hingehen für einen VfB-Spieler? Es gibt eigentlich kaum Auswahl. Von daher ist das wenig überraschend, dass sich Herr Tommy Düsseldorf anschließt. Ja, Laie mit Kaufoption. Lennart, wie schätzt du das ein? Ist das irgendwie so Ende eines traurigen, letzten Endes traurigen Kapitels, weil ja, Tommy ist ja hierher gekommen, hat sofort performt, muss man ja so sagen, war vielleicht auch so ein bisschen Sinnbild der Korkut-Rückrunde, denn ähnlich wie Korkut ist Tommy ja dann in der darauffolgenden Saison ja schon gescheitert, muss man sagen, hier in Stuttgart. Ja, also es ist halt, also die Vertragskonstruktion ist natürlich so ein Abschied auf Raten, wahrscheinlich konnte das die Fortuna ihn jetzt nicht sofort leisten. Und jetzt hat man eine festgeschriebene Ablöse und hat dann ein bisschen mehr Sicherheit.
Ja, also ich finde es schade, weil ich so Spieler wie Tommy eigentlich super finde, die sich auf der Außenbahn den Arsch aufreißen. Und ja, er hat letzte Saison nicht mehr so an die Leistung von der Vorrunde anknüpfen können, was meiner Meinung nach auch ein bisschen aber daran lag, dass du halt erst einen Trainer hattest, der überhaupt kein Konzept hatte, was er offensiv anstellen will, und dann einen, der vor allem immer wieder auf die gleichen Spieler gesetzt hat, vor allem nach der Winterpause, und der vor allem auf der Position von Tommy dann halt immer auf Zuber gesetzt hat, weil das halt immer der Spieler war, der auf Wunsch des Trainers verpflichtet wurde. Ja, also Tommy wird mit Sicherheit auch nicht ganz unschuldig sein an seiner spielerischen Situation. Der wird mit Sicherheit auch ordentlich zu kämpfen gehabt haben letztes Jahr und wird dann gemerkt haben, dass es halt doch nicht so einfach ist, wie in dieser Phase, wo er gut war, wo aber auch die ganze Mannschaft einen Lauf hatte, ja, wo wir nur wirklich den Ball irgendwo vorne reingemacht haben und uns dann 90 Minuten hinten reingestellt haben. Ja, ich finde es prinzipiell schade, aber ja, es ist halt jetzt so. Auf der Bank, beziehungsweise dann auf der Tribüne versauern, das würde ihm auch nichts bringen, von daher, ja, ist es halt so. Ja, aber ich denke, das ist ja auch ein ganz normaler Vorgang. Also jetzt auch unter Tim Walter scheint er ja keine großen Hoffnungen gehabt zu haben. Er hat dann ja teilweise als Rechtsverteidiger gespielt und selbst, was man so nach außen gehört hat, schien es ja so, als ob er dann vielleicht irgendwie als Rechtsverteidiger Nummer 2 oder 3 oder so dann spielen kann, aber dass sonst irgendwie weiter vorne für ihn kein Platz ist. Und ich finde, wenn man ihm das dann halt auch so mitteilt und er Zeit und Optionen hat, sich dann was anderes zu suchen, dann ist das ja auch völlig okay. Und jetzt klar, Laie mit Kaufoption für Düsseldorf heißt, wenn er dort einschlägt, wie eigentlich alle Stuttgarter, die nach Düsseldorf gehen, dann werden sie ihn kaufen. Und wenn nicht, dann muss er halt zurück. Ist schon ein bisschen verrückt, ne? Jetzt verleiht der Zweitligist seinen Spieler an Erstligisten, damit er da spielen kann. Aber wenn es halt im System her einfach nicht passt, dann ist es so. Und also es würde einen ja nicht wundern, wenn er jetzt dann nächste Saison eine gute Runde für Düsseldorf spielt. Eine 500.000 Leihgebühr muss Düsseldorf für Tommy berappen und über die mögliche Ablöse, wenn er denn dann in Düsseldorf bleibt, da ist mir jetzt nichts bekannt. Dann gibt es noch eine Personalie, die eigentlich gar nicht mehr zum VfB gehört, aber für eine Menge Aufruhr gesorgt hat am Freitagabend. Christian Gentner wechselt ausgerechnet, möchte man sagen, zu Union Berlin. Ich weiß nicht. Tim, ich frag mal dich. Wie siehst du das mit Christian Gentner und seinem neuen Verein? Ist das ein bisschen merkwürdig, ja, gegen den Relegationsgegner oder zum Relegationsgegner zu wechseln, der ausgerechnet dann auch noch der Quatrex-Buddy ist? Da gibt es ja auch Verbindungen zum VfB, haben wir ja vorhin schon besprochen. Wie kam das bei dir an, dass Christian Gentner nach Berlin wechselt? Ja, ich weiß nicht, ob es so klug ist, da mich zu fragen, weil ich war eher einer der das Ganze irgendwie, ich habe es jetzt nicht gut gehießen, aber ich fand, der Wechsel hatte so eine Ironie, die mir irgendwie, also wenn ich jetzt so von der Emotion her ein bisschen rausgehe, dann gefällt mir die Ironie an dem Wechsel irgendwie ein bisschen. Ich werde mir damit vielleicht nicht keine Freunde machen, aber wie gesagt, ich stehe zu dem, was ich sage. Ich habe schon öfters betont, ich äußere auch das, wenn es vielleicht mal anderen Leuten nicht passt. Mir gefällt irgendwie, dass Christian Gentner, wenn er von sich überzeugt ist und sagt, ich kann Bundesliga spielen und der VfB ist der Meinung, er ist für die zweite Liga zu schlecht oder passt nicht ins System, wie auch immer. Und Christian Gentner ist von sich überzeugt, dass er das noch kann und dass er dann ausgerechnet zu dem Verein geht, gegen den wir abgestiegen sind und dann so eine kleine Genugtuung vielleicht für ihn ist, da kann ich die Ironie gefällt mir ein bisschen und klar, wenn ich jetzt emotional drauf gucke, ist es vielleicht nicht der schönste Move, aber irgendwie kann ich ihm da jetzt keine Kritik, kann ich ihn dafür nicht kritisieren, ich möchte ihm da nichts unterstellen und irgendwie gefällt es mir, wenn er dort funktioniert, dann hat er alles richtig gemacht, wenn nicht, dann fühlen sich vielleicht die VfB-Verantwortlichen und seine Kritiker bestätigt. Ich bin da relativ neutral und will da gar keine Kritik irgendwie äußern. Sebastian, du hattest, glaube ich, auch eine ähnliche Meinung wie ich und hast das so ein bisschen als großen Fuck-You-Move gesehen von Christian Gentner, der einfach nochmal sagt, im Wrestling würde man sagen, ich turn jetzt ultimativ heel und wechsle zu der komplett anderen Seite, die euch ins Verderben letzten Endes gestürzt hat. Und
Ja, ich bin schon so ein Gruß aus Berlin nach Stuttgart Richtung Mittelfinger. Wir haben es ja auch geschrieben, aber ich finde, manchmal ist es ja auch angebracht, ne? Und so wie man jetzt dann wieder durchhört, haben sie ihn ja wohl auch relativ lange hängen lassen, was seine Zukunft angeht. Ja, und wenn ihm das halt nicht passt, dann kann man das so machen und man kann auch nach Berlin wechseln, alles okay. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, wir hatten es ja auch geschrieben, dass er sich nie verabschiedet hat. Damit meine ich mitnichten halt irgendwie einen Instagram-Post oder auf Facebook, da ist er wohl nicht mehr vertreten, aber man hätte ja sagen können, irgendwie nochmal Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, mach doch nochmal ein Interview mit mir, dann kann ich halt sagen, warum ich gehe, ne? Aber er war jetzt so lange Kapitän, er ist zweimal mit dem VfB abgestiegen, er ist Meister geworden, er ist Zweitligameister geworden. Ich finde, da haben, glaube ich, auch die Fans das irgendwie verdient, das nicht das Erste, was sie dann von ihm lesen, ein Interview mit der Berliner Zeitung ist, wo er sagt, dass man halt ja bei Union Berlin ganz genau weiß, woraus ankommt und am ersten Tag gegen Abstieg kämpfen wird, was hier nicht so der Fall war. Und das ist dann halt irgendwie, wie ich sage, jo, ja, da werde ich dann wieder leicht sauer, aber dann ist mir eigentlich eigentlich auch wieder egal. Was ich ganz cool finde, das habe ich heute gehört im Fußball-MML-Podcast. Berlin hat ja, die haben ja, glaube ich, mittlerweile irgendwie 30 bis 50 Spieler verpflichtet. Und die hatten vorher im Kader, hatten sie die Erfahrung von 400 Bundesligaspielen. Und mit der Verpflichtung von Gentner und Subotic haben sie jetzt über 1000 Bundesligaspieler-Erfahrung im Kader. relativ witzig finde. Und es hat uns ja letztes Jahr auch so viel Glück gebracht, total, diese ja. große Erfahrung. Ja. Ja, also man muss dazu sagen, Jung und Alt, die wird knallhart zünden bei denen, ja. Man muss dazu sagen, Christian Gentner hat sich, glaube ich, inzwischen geäußert und hat mal kurz, also wenn dieser Post kein Fake war, oder bin ich da auf dem Fake-Post reingefallen? Nee, aber das war, ich weiß gar nicht, ob das war sogar beim Kicker oder der Kicker hat zitiert aus einem... Nee, er hat auf Instagram hat er sich in einem Video geäußert. Okay, ist er doch ein bisschen Video, okay. Dann habe ich ihm Unrecht getan. Aber auch erst, aber auch erst heute oder gestern. Genau. Aber ich finde, die Reihenfolge passt halt irgendwie nicht so. Also er hätte sich vielleicht erst verabschieden sollen und dann so Äußerungen treffen sollen wie ja. Bei Union Berlin wissen wir direkt und beim VfB haben wir über eine Trübe angefangen. Ja, aber er kann ja wirklich tun und lassen, was er will, das ist ja nun mal so, aber er muss dann halt auch damit rechnen, dass es halt nicht alle Leute geil finden, wie er es gemacht hat. Und ja, nee, klar. Ja. Und ansonsten, wenn er Union Berlin da helfen kann, dann super und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann auch sonst nochmal in der Relegation. Das wäre dann aber der er hat ja nur Er hat ja nur einen Vertrag für die erste Liga. Ich weiß nicht, unter was da die Relegation dann fällt. Da hat er auch noch einen Vertrag. Also, ja, nur einen Jahresvertrag hat er nur unterschrieben. Das muss man noch dazu sagen. Also länger scheint man in Berlin auch nicht das Vertrauen zu haben, dass das noch was wird. Nein, das. Also bei Christian Gentner sage ich dir ganz ehrlich, der hat mir natürlich jetzt nicht so viel Spaß gemacht in den letzten Jahren, aber ich bin ihm jetzt da nicht groß böse, aber mich kotzt es halt einfach an, weil er für mich auch ein Sinnbild dieses Niedergangs ist, des VfB, weil er sich in den entscheidenden Momenten, finde ich, viel zu wenig gewehrt hat. Dann auch, ich erinnere mich da an die Rückrunde gegen Ende hin, als er da seine persönlichen Interessen wieder mehr in den Fokus gerückt hat, als das aktuelle Schicksal seines doch so ja wichtigen Heimatclubs, so muss man es ja eigentlich sagen, und sich darüber aufgeregt hat, wie man mit ihm umgeht und so. Das war für mich einfach der völlig falsche Zeitpunkt. Und das alles führt dazu, dass ich ihm das einfach irgendwo auch nicht gönne, dass er jetzt nochmal ein Jahr Bundesliga spielt. Das ist natürlich, das ist einfach gemein, ja, ich weiß, aber es ist halt meine Emotion, als ich das gehört habe. Und mir hat da jemand auf Twitter diesen Screenshot geschickt und hat gesagt, was sagst du denn dazu? Und ich dachte, ja, verarschen kann ich mich selber. Und dann habe ich mir den nochmal angeguckt und gesagt, das ist ja, das gibt's doch gar nicht. Und ich war dann wirklich einfach schockiert und habe mir gedacht, nee, das gönne ich dem nicht. Und das ist also so ganz niederträchtige Beweggründe meinerseits, aber so ist es halt letzten Endes. Es ist einfach, kotzt mir einfach an. Der Typ steht für mich sinnbildlich auch für diesen Abstieg nicht alleinig, aber es ist für mich so mit ein Sinnbild dieses Abstiegs des VfB und er ist für mich auch ein Grund, dass es innerhalb der Mannschaft nicht, vielleicht nicht jedem klar war, um was es hier geht beim VfB Stuttgart und was es bedeutet, gegen den Abstieg zu spielen. Das hätte er vielleicht noch ein bisschen deutlicher rüberbringen müssen als Kapitän, wenn es da innerhalb der Mannschaften offensichtlich ja doch einige Spieler gab, die sich darüber nicht so ganz bewusst waren, wie ernst die Lage ist. Und ausgerechnet er spielt jetzt bei der Mannschaft, gegen die wir abgestiegen sind. Also das muss ich erstmal verdauen. Aber ihm als Menschen wünsche ich nur das Beste. Absolut, ja.
Christian Gentner ist der eine, der einen neuen Verein gefunden hat. Andreas Beck, der andere, der wechselt nämlich nach Eupen zu Kass Eupen. Er hat einen Vertrag unterschrieben bis 2022. Das ist beachtlich. Das freut mich total für ihn, dass er irgendwie nochmal einen Dreijahresvertrag bekommt. Ja. Ja, und man muss dazu sagen, der Vereinsbesitzer ist das Emirat Katar von Eupen. Das ist so ein bisschen das Farmteam, wenn man das so nennen kann, in Eupen. Sprich, da werden irgendwelche Kataris dann, glaube ich, hingeschickt, damit sie so ein bisschen besser werden können und sich dem europäischen Standard etwas eher anpassen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Andreas Beck soll da auch so ein bisschen als, Leader fungieren, der dann auch so ein bisschen die eher unerfahrenen Spieler vielleicht halt einfach auch ein Stück weit mehr Erfahrung mitgeben kann oder sie so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Also für Andreas Beck freue ich mich da auch sehr. Gibt es da noch Wortbeiträge zu diesem Wechsel? Nee, nur, du hast da natürlich recht mit, dass es ein Farmteam ist, aber meiner Meinung nach spielen da vor allem Spieler aus vom afrikanischen Kontinent. Ja, genau. Ah, okay. Okay, also ich habe mich nicht so ausführlich mit Eupen bislang auseinandergesetzt. Ich wusste noch nicht mal, dass es diesen Verein gibt, um ehrlich zu sein. Erst als Andreas Beck dieses Trikot hochgehalten hat, war mir klar, dass es in Belgien einen Verein gibt, der sich Kass Eupen nennt. Ich hoffe, ich spreche den auch richtig aus, oder sagt man KAS Eupen, ich weiß es nicht. Gut, der nächste Verein ist noch spektakulärer, muss man sagen, den wir hier besprechen werden. Nämlich Ayrton hat sich Qarabağ Aqdam abgeschlossen. Und viele von euch werden diesen Traditionsverein kennen aus Aserbaidschan. Immerhin 6-mal in Folge aserbaidschanischer Meister. Und ja, Ayrton hat sich dahin ausleihen lassen. Dazu alleine kriegt schon mal für mich einen Applaus. Also das macht nicht jeder. Also das meine ich jetzt gar nicht abwertend dem Verein gegenüber. Aber ich glaube nicht, dass jeder Spieler bereit wäre, nach Aserbaidschan zu wechseln. Und Ayrton macht das. Hat sogar die Möglichkeit, oder er wird Champions League Qualifikation spielen. Das ist auf jeden Fall schon mal näher an den Zielen von Wolfgang Dietrich als jeder andere Spieler aktuell. Also mal sehen, vielleicht bringt es ja irgendwas für den guten Ayrton. Aber übrigens, von mir hat der Ayrton jetzt den Spitznamen Bumerang bekommen, weil er ja immer wieder kommt. Also er wird immer irgendwo hin verliehen und kommt dann zurück zum VfB. Ja, man fragt sich da ja schon, ob das halt überhaupt Sinn macht, ne? Weil also, dass Ayrton jetzt irgendwie nochmal eine Stütze einer VfB-Mannschaft sein wird, kann man ja mittlerweile eigentlich ausschließen, ob es da halt dann nicht echt mehr Sinn macht, zu sagen, komm, Vertrag auflösen und alles Gute, anstatt ihn halt irgendwie so am laufenden Band zu verleihen. Also, ich könnte mir halt vorstellen, dass der Berater bzw. Ayrton selber ganz zufrieden sind mit dem geschlossenen Vertrag beim VfB. Ja. Und die Perspektive gar nicht so rosig ist. Und da denken die sich, naja, also bevor ich hier auflöse, da hänge ich hier lieber in Aserbaidschan ein bisschen ab oder halt eben in Stuttgart. Also schon nachvollziehbar ein Stück weit. Gut, Meldung habe ich auch noch diese Woche auf Twitter gepostet. Die fand ich auch noch beachtlich. Die möchte ich kurz hier beim Transfer-Update mit verwurschten, wie man so schön sagt. Und zwar hat der VfB ja aktuell einen Kader von 31 Spielern, wenn man den Herrn Hornung mit dazu zählt. Und ich glaube, nach Grals Verletzung ist Herr Hornung definitiv wieder Kadermitglied beim VfB. Und von diesen 31 Spielern sind nur Timo Baumgartl, Emiliano Insua, Jens Grahl länger als 2 Jahre Profi beim VfB Stuttgart. Also ja, Profi. Natürlich gibt es ein paar Jugendspieler, die schon länger im Verein sind, aber die waren nicht Teil der Profimannschaft. Auch das sind Zahlen, die so ein bisschen ja einfach die letzten Jahre widerspiegeln, wie scheiße die eigentlich gelaufen sind. Und man muss ja sagen, die dafür verantwortlichen Sportvorstände, na, eigentlich ist es ja nur ein Sportvorstand gewesen in den letzten 2 Jahren, Hitzesberger kann man ja nicht dazu zählen, der kann da relativ wenig für, der badet letzten Endes jetzt das aus, was ein anderer Sportvorstand eben eingebrockt hat. Aber der Präsident ist da vielleicht auch nochmal mit ins Boot zu holen, der das Ganze mitverantwortet hat. Natürlich in erster Linie mit der Entscheidung, Jan Schindelmeiser vor die Tür zu setzen, weil dessen Kaderplanung ja so scheiße ist. Gut. Ja, vor allem, was ich halt interessant finde, ist, wenn man sich mal anguckt, wie viel Ablöse wir in diesem Sommer gezahlt haben und das war gleich mit der Ablöse, die wir im Sommer letzten Sommer gezahlt haben und dann wieder guckt, wie viel Ablöse wir im Sommer davor gezahlt haben, dann siehst du halt, dass es halt jeden Sommer in eine andere Richtung geht. Also wir haben, glaube ich, bisher so viel Geld ausgegeben, wie wir für Mafio damals alleine gezahlt haben. Mhm. Aber die Erwartungshaltung oder anders, das Gefühl ist jetzt nicht viel schlechter. Also bei Maffeo haben wir alle gehofft, dass es irgendwie funktioniert.
Aber ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, als ich die Testspiele gesehen habe, habe ich mir immer gedacht, ja, na, eigentlich wahrscheinlich kann er schon besser. Also er kann es wahrscheinlich besser, aber es wurde nicht besser, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Ja, aber wie gesagt, wenn die Kurs, also letzte Saison haben wir für mal 4,9 Millionen ausgegeben und laut Transfermarkt.de haben wir diese Saison 9,4 Millionen für neun Spieler oder was ausgegeben. Und dann merkst du halt schon, es geht hier wieder komplett in die Gegenrichtung. Es wird wieder mit kleinem Geld, ja, auch in der zweiten Liga, aber trotzdem, es geben wir wieder wenig Geld aus für unbekannte Spieler, für junge Spieler, wo es vor zwei Jahren noch hieß mit Schindelmeister, oh, wenn wir nur auf junge Spieler setzen, dann wird das nichts. Jetzt setzen wir fast nur auf junge Spieler. Also diese Kaderplanung ist ein Hin und ein Her in den letzten Jahren. Das zeigt das auch nochmal ganz gut. Umso wichtiger ist natürlich, dass Mislintat und Hitzesberger jetzt vielleicht mal länger als ein oder zwei Jahre hier arbeiten können. Weil ich glaube, gerade wenn du auf junge Spieler setzt, ist halt die Perspektive das Entscheidende. Und wenn dann nächstes Jahr ein neuer käme, der dann wieder denkt, ach, wir brauchen schon jetzt, also nimm mal an, die steigen auf, wir brauchen jetzt schon wieder Erfahrung, weil sonst geht das ja total schief. Dann ja, hast du eigentlich hier den Groundhog Day und alles geht wieder von vorne los. Sind wir mal gespannt, wie sich das dann letzten Endes entwickelt. Gut, dann habe ich noch ein paar Gerüchte, die wir ansprechen müssen. Kaminskis Wechsel nach Düsseldorf, auch da, das logischerweise spare ich mir jetzt hier, scheitert aktuell wohl an Kaminskis Gehaltsvorstellungen. Der verdient nämlich beim VfB 1,2 Millionen Euro. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, das ist ja schon ein Stammspieler bei Düsseldorf gewesen, von daher ist es jetzt gar nicht so viel. Aber wenn man berücksichtigt, dass dieser Vertrag, den er jetzt hat, im März 2018 geschlossen wurde, als Marcin Kaminski maximal Ergänzungsspieler war, ab und zu mal eine Minute oder fünf spielen durfte, finde ich 1,2 Millionen schon eine Ansage für diesen Spieler. Friedhelm Funkel hat sich geäußert, hat gesagt, der Spieler will auf jeden Fall zu uns, aber er muss sich letzten Endes ja auch so ein bisschen ja dem Gehaltsgefüge der Fortuna beugen. Auch hier muss man sich natürlich fragen, wie das zustande kommt, dass der Erstligist offensichtlich ein deutlich geringeres Gehaltsgefüge hat als der Zweitligist, aber gut, das scheint normal zu sein aktuell beim VfB Stuttgart. Also Kaminski muss noch ein bisschen die Forderungen nach unten schrauben, dann sollte der Wechsel nach Düsseldorf vollzogen werden. Zu Donis kann man vielleicht noch was sagen. Sebastian, da muss ich dich mit ins Boot holen. Ich möchte mir nicht selber auf die Schultern klopfen, aber ich glaube, dir hat mal jemand kurz nach der Relegation erzählt, dass es ein Interesse gibt von Frankfurt an Tassos Donis. Und jetzt plötzlich wird es auch publik. Wie ist das einzuschätzen? Donis nach Frankfurt würde passen, oder? Klar, der läuft dann da statt Rebic dann halt Donic. Hat dann nicht mehr das blöde A-Donis hinauf, sondern als Donic und macht dann 10 Buden und ist der neue Publikumsliebling. Haben wir sowieso schon auch Gonzales, wer hätte ja wahrscheinlich in Frankfurt super funktioniert. Wird passen, denke ich. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Also die müssten ja auch das nötige Geld haben und würde wahrscheinlich ganz gut reinpassen. Ja. Und es sieht ja nicht so aus, als ob er jetzt irgendwie großartig hier traurig wäre, wenn er nicht in Stuttgart bleiben darf. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Also siehst du ihn als herben Verlust? Weil bislang hat er jetzt noch nicht allzu viel gespielt für uns, weil er ja auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun hatte. Ich glaube, eine Halbzeit hat er mal gegen Bern? Ist auch egal. Hat mal ein bisschen gespielt, kann man sagen. Aber so richtig würde ich ihn, glaube ich, gar nicht vermissen. Also weil er halt auch so ein Stück weit ja für diese unerfolgreiche Saison steht, letztes Jahr mit seinem Kabinettstückchen da im Hinspiel gegen Union Berlin. Natürlich haben wir deswegen nicht die Relegation verloren, aber das war halt auch wieder so ein Move. Da musste ich sofort an Gomez Aussage denken, der gesagt hat, vielen ist selbst gegen Wolfsburg nicht klar gewesen, um was es hier aktuell gerade geht. Also von daher weiß ich nicht, ob Donis und Walter, ob das auf lange Sicht auch funktionieren könnte. Genau, das ist ja die Frage, ne? Also passt Donis überhaupt so in so ein Walter-System oder ist er dann im Gegenteil vielleicht auch genau der Faktor, den du noch brauchst, irgendwie so ein positiv gesehen Chaot, der halt irgendwie dann auch mal ins Dribbling geht und schnell ist und dass der halt genau das noch sein könnte. Aber natürlich haben wir gesehen, dass Donis von seiner Mentalität nicht unbedingt für den Abstiegskampf gemacht ist. Das kann natürlich dann in der zweiten Liga ganz anders aussehen, wenn man dann doch wahrscheinlich häufiger das dominierende Team ist. Dass er dann eine viel bessere Rolle einnehmen kann. Aber ob das so kommt, halte ich dann für eher fraglich. Timo Baumgartl ist auch noch so ein Thema, das es gilt zu klären hier in Stuttgart. Da habe ich sogar ins Transfermarktforum geschafft, kannst du mal sehen. Und da wurde ich auch noch falsch zitiert. Jetzt möchte ich das kurz klarstellen. Ich glaube, auf Twitter hat irgendjemand geschrieben, dass er gehört hätte, dass Timo Baumgartl auf jeden Fall weg wäre.
Ich glaube, so war der Tweet, so in diese Richtung ging das. Und dann habe ich darunter geschrieben, dass ich Ähnliches gehört habe oder dass ich das bestätigen kann oder so. Die Information, die ich erhalten habe, war, dass Timo Baumgartl den Verein verlassen möchte. Nicht, dass er den Verein auf jeden Fall verlässt. Also das kann ich jetzt erzählen. Er möchte wohl den Verein verlassen. Vielleicht möchte auch der Berater, dass er den Verein verlässt. Aber was ich hinaus will, ist, dass es offensichtlich von Seiten Timo Baumgartels Bemühungen gibt, einen Verein zu finden, der die Forderungen des VfB Stuttgart erfüllt, was eine Ablöse angeht. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn es nach Timo Baumgartl / seinem Berater geht, dann wird er nicht in der zweiten Liga beim VfB Stuttgart auflaufen. Lennart, wie siehst du es? Timo Baumgartl, schon nachvollziehbar, oder? Wenn er jetzt sagt, ich möchte lieber Bundesliga spielen und nicht nochmal ein Jahr in der zweiten Liga in Anführungsstrichen versauern. Ja, also kann ich nachvollziehen. Er hat jetzt einen zweiten Abstieg mitgemacht. Der war natürlich als Spieler auch nicht immer ganz unschuldig an den Abstiegen. Am zweiten vielleicht noch ein bisschen mehr als am ersten, weil er dann einfach noch 3 Jahre älter dann war. Ja, also ich meine, er spielt als U21-Nationalspieler. Dass bei ihm für mehr reicht als für einen Verein wie den VfB, das ist auch klar, auch wenn ich ihn jetzt nicht als auf dem Level irgendwie mit Pavard sehe oder mit, sagen wir mal, oder Kabak ist vielleicht noch das bessere Beispiel, auf der Stufe, auf der Talentstufe sozusagen sehe ich ihn jetzt nicht. Also ich glaube auch nicht, dass wir ihn für 15 Millionen verkaufen werden, selbst wenn das bei Kabak halt eine Ausstiegsklausel war. Ja, aber dass er geht, ist klar oder kann ich mir gut vorstellen. Ja, und ich meine, wir haben ja auch schon jetzt für Nachwuchs gesorgt mit Avucha, wobei ich mich dann immer noch so ein bisschen frage, also es werden, glaube ich, nicht Kaminski und Baumgartl beide gehen, weil sonst hätten wir hinten nur noch irgendwie Avucha und Bart Stuber und ich glaube Kempf, der auch Innenverteidiger spielen kann. Aber natürlich mit seiner Verletzungsanfälligkeit auch immer so eine Sache ist, wenn du dich auf ihn verlässt. Ja. Ja. Ja, also in der Innenverteidigung ist mir das noch nicht so ganz klar. Also deswegen glaube ich nicht, dass beide gehen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass Baumgartl geht und Kaminski bleibt. Aber ja, keine Ahnung. Das ist schwierig. Aber oder wir müssen dann immer nachlegen einfach. Ne? Karazor kann auch noch in der Innenverteidigung spielen, muss man sagen. Und ja, die Option, dass man nachlegt, gibt es natürlich auch noch. Tim, ich meine mich zu erinnern, dass du doch ein relativ großer Timo Baumgartl-Fan bist oder warst. Wie siehst du? Also er ist schon ewig im Verein. Er hat viel durchgemacht. Klar, er ist nicht immer unverantwortlich gewesen. Ich habe mich der Äußerung mal... Ich habe mich mal getraut zu äußern, dass ich ihn gerne als Kapitän sehen würde. Vielleicht ist er da aktuell noch ein bisschen zu unerfahren, aber er hat schon so viel mitgemacht und wenn er jetzt tatsächlich noch mit in die zweite Liga gehen würde, würde ich ihm das hoch anrechnen. Ich glaube aber, dass es keinen wirklich gibt, der das nicht verstehen würde, wenn er jetzt den Verein verlässt. Ja, über das Kapitänsamt, wer dann Kapitän wird oder ja, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte Tim weiter das jetzt noch nicht entscheiden. Er weiß noch nicht mal so richtig, ob er es selbst bestimmt oder ob er die Mannschaft entscheiden lässt. Aber wir werden darüber natürlich auch noch so ein bisschen reden. Nur nicht heute. Ich denke mal, heute haben wir schon den Rahmen des Zumutbaren gesprengt. Aber es sind halt wichtige Themen, die muss man abarbeiten. Ich weiß, wer sehr wahrscheinlich kein Kapitän beim VfB Stuttgart wird, nämlich Marvin Mehlem, der ja auch als Kandidat ja für den VfB immer wieder genannt wurde als mögliche Option. Er spielt in Darmstadt und dabei wird es wohl auch bleiben, denn jetzt kommt wieder so eine klassische Transfermarkt-Info. Auf Nachfragen von Fans hat Marvin Mehlem bei einem Stadtfest bestätigt, dass er bei dem Verein bleiben wird in Darmstadt. Also ja, gut, Information, die nicht vom Friseur der Spieler kommen, kann ich nicht ernst nehmen. Ja, oder von dem Obstkisten zur Verfügungsteller diverser. Genau, die Hello Fresh Box, ja. Ja, ich war sogar am Wochenende auf dem gleichen Stadtfest, vielleicht bin ich ihm sogar über den Weg gelaufen, aber nein, die Info kommt nicht von mir. Ja gut, also das Ding ist halt, bei Mehlem sah es ja danach aus, als ob das alles sehr, sehr sicher ist und nur eine Frage der Zeit, ähnlich wie bei dem und
bei dem kann ich mir sogar noch vorstellen, dass da irgendwas passiert, weil da habe ich gelesen, dass der Berater weiterhin ja einfach Optionen abklappert. Hannover war wohl zuletzt auch möglicher Aufnahmekandidat von dem. Also da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht schon noch mal irgendwie was geht, vielleicht etwas später. Aber das Thema Melem sei oder scheint beim VfB aktuell keins mehr zu sein. Gut, dann haben wir in der Tat alles besprochen, was ich auf meinem Zettel hatte. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ganz wichtig jetzt hier in die Sendung geschoben werden sollte? Nein. Gut. Nee. Es ist auch jetzt wirklich, also es reicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich oder fand ich es richtig toll, mit euch über die wichtigen Themen zu sprechen. Natürlich der Hauptaugenmerk in dieser Ausgabe, die Mitgliederversammlung am Sonntag, 14.07. Tim, ich möchte mich bei dir bedanken und möchte den Zuhörern nochmal deinen Blog aus Cannstatt nahelegen. @blogcannstatt auf Twitter. Und du hast mir im Vorgespräch versprochen, dass es nach der Mitgliederversammlung etwas zu lesen gibt bei dir im, auf dem Blog. Im Blog. Ja, wird's geben. Also das ist jetzt verpflichtend sozusagen, denn wir warten alle sehnsüchtig seit Jahren, muss man ja schon sagen, auf neue Beiträge. Dafür sind die auf Twitter umso lesenswerter. Also nochmal der Hinweis, @blogcannstatt auf Twitter. Surft dort vorbei, wie, glaube ich, eher die älteren Männer sagen. Surfen. Ja. Dankeschön. Ja. Guckt vorbei. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich, dass ich Teil davon von der Sendung heute sein durfte, von der Aufnahme. Und an alle Mitglieder, die hier zuhören und vielleicht unentschlossen sind, geht am Sonntag auf die Mitgliederversammlung und gebt eure Stimme ab. Wie, müsst ihr selber entscheiden. Aber geht hin, macht von eurem Stimmenrecht Gebrauch und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Dankeschön. Vielen Dank. Lennart, auch an dich ein herzliches Dankeschön. @l_Sauerwald auf Twitter zu finden, natürlich bekannt. Also wer den VfB irgendwie auf sozialen Medienkanälen verfolgt, der sollte irgendwann schon mal über Lennart gestolpert sein. Und hoffentlich folgt er ihm auch. Wenn nicht, dann tut das jetzt. @rundudbrustring, habe ich mir das richtig gemerkt? Genau. Ist der Twitter-Handle des hervorragenden Podcasts und Blogs rund um den Brustring, auch unter rundumdenbrustring.de zu finden. Wie gesagt, immer wieder tolle Artikel, immer tolle Blogbeiträge und natürlich auch der Podcast ist absolut empfehlenswert. Teil der Viererkette, ihr kennt den Lennart, ihr kennt rund um den Brustring, aber ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Vielen Dank, dass du dir Zeit heute Abend genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Und der letzte Dank geht in Richtung @Butze, um den Handle hier schon mal unterzubringen, auf Twitter, der liebe Sebastian, der sich regelmäßig Zeit nimmt, um mit mir über VfB-Themen stundenlang zu sprechen und nebenbei noch tolle Blogbeiträge für den Vertikalpass verfasst, @vertikalpass oder vertikalpass.de im Netz einfach mal ansurfen und ich habe es schon wieder gesagt, oh Gott, einfach mal draufklicken. Was sagt man denn dazu? Ja, klickt euch mal durch. Klickt euch mal durch, genau, klickt euch mal durch. Und ja, genießt einfach die tollen Beiträge des Vertikalpasses. Ist das die richtige? Ja, ich glaube schon, das ist die richtige. Es ist spät und ich muss jetzt echt mal langsam ins Bett. Aber Sebastian, der Dank gilt auch dir, dass du dir wieder mal lange Zeit genommen hast für ja, selbstverständlich. Vielen Dank an die Runde und ich denke mal, wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche dann Montag oder Dienstag wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Oh, ciao. Halt. Ich möchte nochmal Danke sagen. Ja, sorry. Ich weiß, das ist echt gemein. Ich hasse das auch im Podcast. Aber ich habe es vergessen. Der Marco, dem möchte ich auch nochmal danken. Von Schwarz und Blau. Ja, also Marco, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt aber. Ciao. Ciao.